Mal holen. Ja. Okay, jetzt sofort die Dings sind da. Sind wir jetzt schon live? Ja. Oh, scheiße. Boah, Tutti. Ja, Bro, ich kann nicht. Dann geh doch ein Stück zurück. Nein. Du musst dich aufstehen in der ich Stelle. Ich hab keinen Bock, den Boden zu kratzen. Kommen die heute eigentlich noch live, Kalle? Natürlich kommen wir noch live. Ich dachte, wir haben kein Wasser mehr, ne? Ich mach kurz. Oh, wir haben Wasser, gell? Hi, Leute! Bro, it's pretty cool hier inside, huh? Isn't it? Warte, ich mach kurz eine Story. Hi, Leute, was geht? Falls ihr wissen wollt, wie der Weihnachts... Nochmal. Falls ihr wissen wollt, wie der Silvesterbaum, Leute, am Ende aussah, dann checkt unbedingt mein TikTok ab. Checkt es ab! Genau. Ich hab grad dein TikTok geguckt, Tutti. Meins? Was geht, Leute? Heute wird gefeiert! Woo! Herzlich willkommen, Leute. Sostar, danke für dein 14. Oh, Sostar, danke. Und Nurjan. Danke für deinen ersten. Ich küsse Veronika, hi, was geht? Freue mich auf Tottis Geburtstag. Wer ist auf meins? Wer nicht? Wer nicht? Nein, Spaß. Leute, was geht? Heute wird Party gemacht. Ja, guck mal, Honna, zeig mal, was wir da geholt haben. Ich zeig das gleich, Leute. Ich will auch posten, dass wir live sind. Hab auch morgen Geburtstag. Ich weiß, so viele haben morgen Geburtstag. Verarscht ihr mich oder meint ihr es ernst? Wir haben so viel auf Insta geschrieben. So, ey, ich hab morgen auch Geburtstag. Wie krass ist das wir denn? Wir feiern übrigens zusammen in Tuttis Geburtstag rein. Deswegen kommt rein. Kommt rein. Die hier hat die kleine Leute, Geburtstag. Kommt rein hier. Aber ganz schnell. So. Hast du jetzt deine Chips, Tutti? Nee. Ich sag paar Mal, Bro, das sind meine Lieblingschips. Die gibt's jetzt gar nicht mehr hier bei Rossmann. Nicht gar dein Herz. Nee, die sind jedes Mal weg. Oh, wir sagen gar nichts mehr. In Dörfer müssen wir jetzt fahren, um die zu finden. Leute, wir haben gerade eben bei Rossmann diese Pump-Dinger hier geholt, diese Party-Popper. Wie heißen die? Doch, Party-Pop heißen die wirklich, Digga. Und ich habe auch noch ein kleines... Hier, für eine Kerze. Digga, ich freue mich. Das wird cool. Man löst das Silvester-Gewinnspiel auf. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr so Anfang. So 5., 6., sowas. Leute, heute sind noch mal ein paar Geschenke angekommen und wir gucken so einen Briefkasten, also von euch, ne? Wir gucken so einen Briefkasten und wir sehen, da sind diese Zettel. Wir so, oh nein, jetzt müssen wir die abholen gehen. Auf einmal, die Nachbarn haben die alle an unsere Tür einfach so gedrückt. Ich höre, Leute. Das waren drei Geschenke, aber das war süß. Aslan, danke für deinen 4. Monat mittlerweile. Ich küsse dein Herz. Beelzahn, danke auch für deinen 4., oder? Ja, auch für deinen 4. Monat. Ich küsse euer Herz, Leute, ihr seid die Besten. Weil ich sagen wollte, normalerweise müssen wir immer die Pakete, die, weil wir sind ja eigentlich nie im Büro, während die Pakete geliefert werden, weißt du? Deswegen müssen wir die eh immer holen. Aber einfach, das wurde genau auf die Nachbarn verteilt, die so auf unserer Haustür liegen. Ich so, Ehrenmänner. Wo ist Vater? Vater ist zu Hause. Was ging bei euch so? Was habt ihr heute so gemacht? Wir haben jetzt heute den Silvesterbaum aufgestellt. Ansonsten hatte ich so einen kleinen Mental Breakdown. Ich meine das, also wirklich. Leute, tut ja wirklich Mental Breakdown. Die letzten zwei Tage weine ich, lache ich und dann weine ich und dann lache ich. Ja, alles gleichzeitig. Alter, danke für deinen 3. Monat. Bro, ich habe meine Tage, aber dieses Mal, die Hormone, die nehme ich auseinander. Die sagt, es liegt an den Hormonen? Wirklich, ich bin so schnell so genervt, gereizt. Ich bin sogar heute nochmal mit Lumi eine Riesenrunde gelaufen. Ich so, ich muss an die frische Luft. Wisst ihr, was das Problem war? In diesem New Yorker Film. Das einsame Mädchen ging alleine in die Wildnis, an die frische Luft. Wildnis, Bro, Park. Park. Ich alleine bin so spazieren gegangen. Ich so, ich muss erstmal überlegen, ne? Wirklich, ich brauch so einen freien Kopf. Wisst ihr, was das Problem war? Man denkt so, meine Firma ist insolvent gegangen oder so. So ein fettes Problem. Mein Problem war, Leute, ein Geschenk für jemanden aus der Familie ist nicht angekommen. Ja, Leute, guck mal ganz kurz, damit ihr das versteht. Für die, die es nicht wissen. Wir schenken uns zu Silvester eigentlich immer so ein paar Kleinigkeiten, ja? Dieses Jahr hat Tutti komplett auf die Kacke gehauen. Ja, einige haben 5 Geschenke. Ich so, Digga, die kriegen mehr als die zu ihrem Geburtstag, okay? 30 maximale Anzahl. Jedenfalls ist Tutti das richtig übertrieben. Und dann für eine Person, die halt auch zur Familie gehört,
Da kam das Geschenk. Also Tutti hat für die sogar am längsten gesucht. Das ist das Allerdümmste. Die hat für die am längsten gesucht, hat was gefunden, es bestellt, aber wegen den Feiertagen, da ist ein Fehler aufgetreten, die so, es tut uns so leid, wir konnten es nicht rechtzeitig verschicken. Nein, ich rufe da an, die Firma sagt, wir haben es noch nicht losgeschickt. Ich so, ich habe es am 20. bestellt. Was hast du gemacht die letzten 10 Tage? Heide, sag, was hast du gemacht? Ja, Entschuldigung, die Feiertage, bla bla. Ich so, ich habe auch gearbeitet an den Feiertagen. Wir haben alle unsere Päckchen mitzutragen. Naja, Matti, ja, das wird auf jeden Fall nächstes Jahr ankommen. Ich so, ich brauch's an Silvester. Die Person hat aufgelegt und dann war ich so richtig genervt. Meine Mutter sagt, hey, tschüss, sag einfach, dein Geschenk ist nicht angekommen und dann kriegt die Person es halt nach Silvester. Da hab ich gesagt, ja, weißt du, wie das rüberkommt? Jeder, der sagt, oh, ich habe dein Geschenk nicht dabei, ich hab's vergessen, es ist nicht angekommen, die haben nichts bestellt. Die haben nix alle nichts bestellt. Immer wenn Leute sagen, du kriegst von mir nachträglich, das heißt, ich habe vergessen, keinen Bock gehabt, so. So, oder habe ich gesagt, Mom, wenn ich für jeden was habe, außer für eine Person, dann wird die Person denken, das ist persönlich. Aber die kennt dich, Tutti. Nein, niemand kennt mich so gut, weil die werden denken, Bro, ah, für mich hast du nicht geholt, gell? Oder jeder öffnet Geschenke und die eine Person öffnet kein Geschenk. Ja, das ist halt kellig, aber man kann es jetzt nicht rückgängig machen. Und dann hab ich bin spazieren gegangen, ich so, was wünscht sich die Person noch? Weil ich hatte heute keine Zeit, in die Stadt zu gehen. Und ich so, was wünscht sie sich noch? Und ich denke so nach, ich kann nicht in die Stadt, ich kann nicht nochmal, weil ich habe hier von Pandora eine Kette gekauft. Und ich denke mir, Digga, ich kann jetzt nicht nochmal in die Stadt hier und da was holen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dann dachte ich mir so, was kann ich holen, was hier in der Nähe ist? Und wir haben halt in der Nähe Mediamarkt. Bro, sie hatte mal gesagt, dass sie ein Waffeleisen will. Sie ist inspiriert von unseren Waffeln. Und deswegen habe ich zu Hanna gesagt, wir gehen morgen dorthin, weil du musst da nicht gucken, welche Kette ist schön, welche Jacke ist schön, weil die ist eine Frau, verstehst du, Frauensachen. Wir holen hier ein Waffeleisen. Einfach ein Waffeleisen. Ich mache hier noch ein Rezept, kostenlos, so. Kostenlos. Kostenlos. Mache ich auch noch eine Unterschrift, auch kostenlos. Fertig, und die Kette kriegt sie dann zum Geburtstag. Ja. Oh Mann. Und deswegen heute, ich saß auf dem Boden an der Heizung und habe geweint. Meine Mutter sagt, wirklich, chill, es ist nicht so schlimm. Ich so, was soll ich jetzt machen? Wirklich? Ich komm rein. So, chill mal. Ich so, ich hab 3 Tage gesucht. Leute, das ist, guck mal, mir fällt es ein bisschen schwer, mich in Leute reinzuversetzen, vor allem wenn die traurig sind oder irgendwie sowas. Und ich bin immer so, Tutti, chill mal jetzt, sei mal nicht so und so. Wisst ihr, ich kann mich nicht so gut in Leute reinversetzen. Ich so, heul jetzt nicht und so. Ich so, komm, steh auf, wir essen was, bla bla. Bro, ich hab gesagt, es geht nicht. Jeder muss so etwas bekommen. Es geht nicht. Tutti denkt, Weltuntergang. Alexandra, es war ein Weltuntergang für mich. Du hast dir viel zu viel Kopf darüber. Ja, meine Mutter hat auch so gesagt, nächstes Jahr kriegt jeder so ein kleines Parfüm und fertig aus. Und hab ich gesagt, nein, nächstes Jahr mach ich's doch besser. Es tut mir so leid, dass ich verkackt hab. Die ist behindert, Leute. Das kann man wirklich, ich kann's nicht erklären. Franzi, danke für dein Verschenken. Franzi, danke für dein Verschenken. Ich bin halt genauso. Amina, ich fühl's so. Oh mein Gott. Naja, und jetzt kriegt sie halt ein Waffeleisen. Was? Jetzt kriegt sie halt. Die haben für uns gar nichts. Ich setz zu die Jungen, die haben nicht eine Sekunde an dich gedacht. Ja, ich krieg halt. Du sollst zufrieden sein, Junge. So. Ich krieg nächstes Jahr ein Silvester und bei anderen nicht so. Tutti weint. Ich sag, Tutti, die kaufen für uns nichts. Wir kaufen halt so für die, so, wisst ihr. Aber die kaufen für uns nichts, Bruder. Ich heul jetzt nicht herum deswegen. Chill mal deine Eier. Ja, weil das ist auch das Ding. Tut es in den Wechseljahren. Ey, Leute, Dafina, ich glaub schon, gell? Ich sag so oder so, meine Seele ist safe 80 Jahre alt. Ich bin safe in den Wechseljahren. Naja, auf jeden Fall, ich sag so zu meiner Mom, ich schenke nie etwas, um etwas im Gegenzug zu erhalten, sondern ich schenke, weil ich Leute glücklich machen möchte. Und dann hab ich so gesagt, und diese Person kommt hierher und die wird sich dann denken, alle haben etwas, außer ich nicht. Und deswegen gehen wir jetzt morgen nochmal zum Mediamarkt. Und ich schwör's euch, wenn da kein Waffeleisen ist, sie kriegt den größten Flatscreen-Fernseher. Dann scheiße ich komplett drauf. Hey Leute, Luxusprobleme. Chanel, das sind keine Luxusprobleme. Das sind keine Luxusprobleme. Aber Tutti macht die besten Geschenke, das stimmt. Aber wartet ab, bis ihr seht, was ich für Tuttis Geburtstag vorbereitet habe. Feier du erstmal mit deiner Familie und hab für eine Person nur kein Geschenk. Aber für alle anderen was Krasses, ja. Wenn du Herz hast, dann tut es dir weh. Wenn du kein Herz hast. Tutti ist keine Perfektionistin. Also, Delilah. Wann ich Perfektionistin? Nein, Tutti ist eigentlich wirklich nicht perfektionistisch, sondern Tutti hat so ein Syndrom, das nennt man Helfersyndrom. Und sie will halt für jeden Gleichberechtigung, jeder soll fair haben, jeder soll. Wisst ihr, ich meine, es ist halt manchmal schwer. Und dann nimmst du uns mit, so gut wie es geht. So gut wie es geht. Ahola, was soll das jetzt heißen, wenn man Silvestergeschenke ernster nimmt als Leben? Willst du einen Bann kriegen oder was?
Nein, ich habe die Geschenke nicht dabei im Büro, Greta. Die sind natürlich zu Hause, versteckt, gebunkert, ganz tief weg. Ich und sie teilen uns halt ein Zimmer, deswegen ist es ein bisschen schwer zu verstecken, aber ich habe einen guten Platz gefunden. Chanel, nein. Nein, der Vibe ist nur an dem Abend da. Du kannst nicht einfach eine Woche später geben. Auch diese Leute, die so am Geburtstag zum Beispiel nicht das Geschenk haben, das fühle ich auch nicht so. Ich mag das auch, aber die kommen, aber haben kein Geschenk, Bruder. Dann kommen doch gar nicht. Weil man der Geburtstag ist immer am gleichen Tag. Man weiß, dass man Geburtstag hat. Und deswegen denke ich mir auch so, ich komme auch nicht zu jemandem und sage, ey, ich habe dein Geschenk vergessen. Und danach kommt nie etwas. Wann habt ihr Geschenk nachträglich bekommen? Wann? Mala, nie. Oder meiner Mutter wurde auch aber versprochen. Aber die kommen, Bruder, die kommen, die essen, die chillen. Aber die bringen kein... Na, Bruder, ich feiere sowas gar nicht. Also wirklich, will meine Kinder das tun? Böse. Ja, wenn meine Kinder mir später mal sagen, Mama, wir haben dein Geschenk vergessen, habe ich gesagt, habe ich dich vergessen an dem Tag deiner Geburt? Ich hätte deine Geburt vergessen sollen. Ja. Ja. Oh Mann. Nee, im Endeffekt, ich war einfach nur so, guck mal, es geht nicht darum, jetzt mal Spaß beiseite. Ganz kurz, Tutti. Es passiert und, okay, weil du machst so, nein, wirklich. Leute, es passiert in letzter Zeit zu viel, läuft nicht so nach Plan. Und wenn dann sowas kommt, dann, wenn das fast schon voll ist, und dann kommt so ein kleiner Tropfen, weil das halt jetzt nicht ankommt, das Scheißgeschenk, ja, dann schwappt es fast halt auch mal über. Und das war dieser Moment. Plus und man hat seine Tage so. Ja, okay, deine Tage, weil ich will nur sagen, Bro, das ist, bei mir ist es was Ernstes. Für andere Frauen ist es so, hey, die haben nicht mal Schmerzen oder so. Bei mir, diese paar Tage, ich bin nicht ich. Aber bist du schwach oder sind die einfach stark? Ich bin schwach. Okay. Hast du auch gesehen heute, ich hab geweint. Da habe ich gelacht, dann habe ich doch wieder mit ihren Metaphern. Ich will euch das verdeutlichen, Melody. Gibt es irgendwelche Frauen, die auch so sind? Oder seid ihr alle so stark? Haben wir mehr Pussy aus dem Chat oder wie sieht das aus? Tut ja dann zweites Gesicht, ich weiß ja. Oh Mann. Nee, im Endeffekt, es ging wirklich nicht darum jetzt, guck mal, im Endeffekt, das ist eine erwachsene Person. Ich kann auch sagen, ey, dein Geschenk ist nicht angekommen, sorry, bla bla. Und dann gebe ich sie so übermorgen. Aber wisst ihr, wie Tutti ist? Guck mal. Es geht eher darum. Tutti sucht also wirklich wochenlang geführt. Tage, Wochen. Sie sucht so lange, Leute. So lange. Und wenn es dann nicht ankommt, dann wirkt es so, als hätte sie entweder keinen Bock gehabt, es verpeilt, es, weißt du, dabei, es liegt wirklich nicht an ihr. Und deswegen, das ist halt ein bisschen kelleck. Aber das passiert, Leute. Kann man nichts machen. Nee, ich war wirklich, zum Beispiel, du hast geschlafen oder so, ja. Du hast ein tolles Leben gehabt. Ich war bis 4 Uhr und hab gesucht. Ey. Am nächsten Tag, ich bin aufgestanden. Ach, du hast geguckt, welche Nachricht hast du bekommen. Ich habe weiterhin gesucht. Ich weiß. That's crazy. Ja, und der Scheiß kommt jetzt nicht an. That's crazy. Ich schick den auch, glaube ich, zurück. Ich sag, Pandora, bald dein Geld, Digga. Nee, sorry, gib mir mein Geld. Leute! Bald du deine Kette. Guck mal, ich und Lumia haben heute geschmückt. Süß. Oh, we're so cute! Look, Chalay! We're like the cutest. Ihr seid echt Penner, guck mal. Sami schreibt, Tamam, kauf jetzt Waffeleis, was machen wir jetzt? Hab mal geweint, weil ich ein Haargummi nicht gefunden hab. Okay, Arthur, das ist ein bisschen jetzt zu viel. Okay, ne? das finde ich nicht wahr. Nein, wein, alles gut. Was machen wir? Wir müssen, das Ding ist jetzt an Silvester, Leute. An Silvester, da sollten wir eigentlich live kommen, ja, weil da ist es ja Sonntag. Aber das Ding ist, es ist auch Silvester, deswegen kommen wir da nicht live. Wir müssen jetzt ein bisschen vorarbeiten. Wir brauchen für morgen eine Reaction, für Sonntag und dann nochmal so für Montag, okay? 3 Reactions brauchen wir heute. Das Ding ist nur, kann uns YouTube das bieten? Schauen wir mal nach. Digga, sag mir bitte, Naim hat etwas. Bitte. Naim hat, glaube ich, komm, der so ackert doch so. Nein, der hat nicht genug geackert. Was macht der? Ist der im Urlaub, oder was? Also, der hat seit 5 Tagen nichts gepostet. Und ich so, macht der Urlaub, oder was? Du, was ist für ein Versager? Na, ich weiß. War nur Spaß. Okay, wir werden das hier nehmen von Sedo. Und ich will heute keine Diskussion mit, ich will das nicht, wir werden jetzt drauf reagieren. Ja, Sedo? Ich will nichts hören, Chat. Darf ich mal? Ja, klar. Layback, noch weiter back, noch ein bisschen Stückchen weiter back, noch ein bisschen mehr Layback. Ohne Jump, guck mal, musst du ja. Ich muss niesen. Wollt ihr sehen oder soll ich weggehen? Du musst wirklich niesen. Ich will. Ohne Jump. Onurjan, was hat der? Treats exposed, so gefällt das neue TikTok und Twitter-Gegner. Ah, dieses Treats habe ich auch mitbekommen, aber ich check das nicht so. Also, es ist wie Twitter, ne? Wir haben ja schon letztes Mal darüber diskutiert. Okay, da können wir auch reingehen.
Okay, wir haben schon mal das zweite Video und jetzt noch ein drittes. Bleiben wir bis 0 Uhr? Ja, bis 0 Uhr. Dann feiern wir in Tullys Geburtstag rein, ne? Und dann, sagen wir auch... Da musst du hier noch eine Werbung schneiden. Dann sagen wir noch au revoir, wir sehen uns nie wieder. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe nicht nur geweint, Leute, ganz kurz. Auch jetzt lass es doch mal gut wegen sein. Eines Geschenkes, Leute, sondern eins von Hornhaus ist auch nicht angekommen. Eins von fünf. Das habe ich bei Peek und Kloppenburg bestellt. Und dann denke ich mir, warum bestelle ich, Digga? Warum gehe ich nicht in die Läden, kauf die selbst? Was hast du bei Peek und Kloppenburg bestellt? Scheiße. Ich dachte, du hättest einfach sowas von Amazon, also irgendwie so Quatschartikel. Aber die haben auch noch nicht losgeschickt. Die haben alle geschlafen die letzten Tage. Die haben Winterschlaf gemacht. Ach Leute, jetzt ist doch mal gut. Aber nee, Horner hat zum Glück drei Geschenke. Also zwei. Ich hab drei. Die sagt, eins ist nicht angekommen. Jetzt hast du nur zwei. Ich so, das ist das Wichtigste, Mann. Glaub mir, der Vibe ist nur an Silvester da. Dann am zweiten, wir sind alle wieder in unserem Schrottleben und unglücklich. Glaub mir. Tutti. Es ist so. I'm really. Jeder sagt immer, 2023 war so scheiße. 2024 wird mein Jahr. Glaub mir, dritter erste spätestens. Unser Leben ist genauso wie vorher. Es ist wirklich so. Nee, ich glaube wirklich, dieses Jahr wird krank. Dieses Jahr wird revolutionär. Das habe ich aber 23 gespürt und 23. Echt? 23, als es angefangen hat, dachte ich mir, wird scheiße. 23? Ich dachte mir, wird scheiße. 22 war gut. 22 war gutes Jahr. 23 war, voilà, 23 war schon 23 ein bisschen kacke. War scheiße. War schon ein bisschen kacke, so ein bisschen. Nein, 23 war so... Okay, wie war 23 eigentlich bei euch, Leute? Leute, Gaby, lass mal kurz Revue passieren lassen. Ich fand 2021, 22 gut, 23, 24 wird wieder gut. Ich glaube wirklich, 24 wird ein krasses Jahr. Aber wenn ich das so sage, Bro, ich habe das Gefühl, ich hatte 23 sehr viel mit Gesundheit und so zu kämpfen. Lala. 23 war gut, scheiße, schlimm. Naja, nicht so gut. Der Bibi ist doch gegangen, oder? Boah, Drecksjahr. Boah, was ein Drecksjahr. Aber euch war es auch nicht so krass, ne? Oh, shit. Leute. Einer sagt hier, 22 gut, 23 schlecht. Leute, ich finde, dieses Jahr war nicht so geil. Aber ich finde, letztes Jahr war... Wow. 22 war wirklich geil. 22 war wirklich ein tolles Jahr. Guck mal, 23 war jetzt nicht nur so schlimm. Nur weil wir Lumi da schon bekommen haben, war schon krass. Ja, 23 ist jetzt nicht so schlimm gewesen, aber ich hab's mir ein bisschen anders vorgestellt. Nein, 23 war jetzt nicht so dramatisch so. Ist ja nichts passiert, uns geht's allen gut, haben die Leute, weißt du, was ich meine. Aber ich hab ein bisschen mehr erwartet so. Das kennst du diesen? Ich hab gar keine Erwartungen mehr, wirklich. Es ist nicht erwartet, sondern, Bruder, guck mal, wenn das Jahr beginnt, du spürst, wird gut, wird nicht gut, weil ich hab gespürt, irgendwie der Schuss war nicht da. Weißt du, nächstes Mal mit Alkohol reinstarten, Leute, dann spielt man auch den Schuss. Nein, Spaß. Nee, jetzt mal im Ernst. Alle ungeraden waren so lala. Okay, da muss das nächste wirklich besser werden. Nächstes Jahr muss wirklich besser werden. '23 war der Vibe nicht so da, ja. Bibi möchte wieder anfangen. Es wurden Chats geleakt. Sophia, wo? Wisst ihr, was ich gesehen habe? Wollen wir kurz Deep Talk für Leute wegen Bibi? Ich habe sogar gespeichert für diesen Livestream, weil ich das so sehr liebe. Was wird geleakt? Schick mal einen Link rein. Hier, Leute. Dieser Timothy, ne? Von Bibi. Okay, dieser Timothy von Bibi. Der fängt doch jetzt an mit so... Sie hat unter Timothys TikTok kommentiert. Ja, unter seinem Insta. Weil er hat ein Dings gepostet. Seht ihr, das war ein Post von ihm. Okay. Seht ihr? Das war sein Post. Und der macht jetzt so Coachings und so. Wisst ihr, was ich meine? Und sie hat kommentiert hier. Seht ihr? Sie hat kommentiert. Ich freue mich so sehr für dich. Auf dass du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst. Macht er sowas wie, komm in die Gruppe und ich zeig dir, wie ja, du dein Leben... Ja, der macht so Coachings, so. Ah, okay. Der ist sehr schlau. Nimmt der Bibi, größte YouTuberin, macht jetzt Coachings. Macht Coachings, Bruder. Ah. Wie klärt ihr die erfolgreichste YouTuberin in Deutschland? Das ist dann dein Coaching. Pro Kurs 300 Euro, sagen wir mal 100.000 Euro, werden das über Bibis Link holen. Ah. Ja, nee, wir machen absolut was falsch. Aber ich sag dir ehrlich, der ist Macher. Der hat Bibi geklärt, Junge. Holt euch sein Coaching. Irgendwas kann der. Warte mal, Miniko sagt, sie hat ihren ganzen Insta-Account gecleant. Echt jetzt?
Nein. Sie hat über 1.000 Bilder gelöscht und schwarzes Profilbild und neue Bio. Zeig mal ihr Insta-Profil. Hä? Ich habe doch erst vorhin geguckt, nachdem ich dieses TikTok gesehen habe. Oh, war da doch. Oh mein Gott, she really cleaned was? Up. Wow. Die hat alles mit Julienko raus, gell? Okay, jetzt ja, geht's. Ja, aber so. Die hat auch, guck mal, das neueste Bild, also was jetzt ganz oben ist, ja, das hier. Ja. Das ist von 22, da steht Focus. Die hat das genommen mit Focus. Verstehst du, Focus? Ja, so, wo sie so businesshaft aussieht. Nein! Ja, wegen Focus, ja, natürlich. Ja, Focus, im Sinne, fokussiert euch auf mich. Guck, bleibt Leute. Weiterhin auf mich fokussiert. Das ist ihr neuestes Ort. Aber wie interpretieren wir jetzt das schwarze Profilbild, Leute? Schwarz, guck mal, ganz kurz. Schwarze Profilbilder heißen doch immer Neustart. Immer wenn so Rapper so ein neues Album bringen, machen die immer alles kurz raus. Ein schwarzes Profil, damit dann alle darüber reden, so wie wir es jetzt bei Bibi tun. Und dann kommt droppen die immer ein Album normalerweise. Ja, Mann! Ey, das stimmt wirklich! Die wird Rapperin, kennst du das, was ich verstehe? Nein, Spaß. Aber ich glaube, die hat jetzt endgültig alles mit dem gelöscht, ne? Ja, oder safe archiviert, falls sie dann nochmal zusammenkommen. Boah, ich habe die so lange nicht mehr gesehen. Wenn ich ihr Gesicht sehe, finde ich es ein bisschen komisch, gell? Ja. Ich habe ihr Gesicht so lange nicht mehr gesehen, Leute, dass es ein bisschen komisch ist zu sehen. Man sagt doch schwarz, wenn jemand stirbt. Ja, aber die Rapper machen wirklich mal ein schwarzes Profilbild, wenn die ein neues Album oder so rausbringen. Die bringt Rap raus gegen Julienko. Einfach Demi, wie heißt die nochmal? Camilla. Camilla Cabello oder wie die heißt. Die durfte einfach mit Bibi Foto machen. Krank. Oh mein Gott. Bibi in dem Podcast, safe. Oder die wird erstmal, das allererste, was sie sagen wird, wie kamt ihr auf Bibi, komm heim, sag mal ehrlich. Das wäre das erste, was sie zu uns sagen würde. Was haltet ihr davon, wenn sich zwei Personen 2,5 Jahre lieben, aber niemand irgendwas macht? Und ja, wie soll ich es erklären? Tja, der Junge muss den ersten Schritt machen, würde ich mal sagen. Wenn er es nicht macht, dann wird auch nichts. Diss-Track gegen Tanja, oh. Boah. Da würde ich aber Jury hier spielen, ne? So Punkte. Noch nicht so. Horners Seele ist noch 80. Leute, ich sag immer, meine Seele ist 80, Horners Seele ist so 6, 7, 8. Noch so ein Kind. Aber nur, wenn ich will. Das ist das Kind, was in mir steckt. Ich lass manchmal raus, manchmal steckt zurück. Deswegen, ich bin schlau. Stell dir mal vor, sie ist nicht gekommen, weil sie schwanger von Timmy ist und jetzt noch ein Kind hat. Ja, aber im Endeffekt, jetzt, wenn die auch noch ein Kind mit ihm kriegt und so, wen juckt's? So. Meld dich einmal wieder in der Story. Ob mit Kind, ohne Kind, weißt du? Ja. Wer schreibt dir die ganze Zeit, du Fame-Bitch? Wer ist das? Wer ist das? Wer schreibt dir? Emma. Emma, wenn du drinnen bist, kannst du mal kurz chillen, Emma? Denkt ihr, sie kommt 2024 wieder? Leute, ich habe schon so ein bisschen vorhergesagt. Ich habe gesagt, die kommt 2024 wieder. Hört auf meine Worte. Mensch, Emma, Mensch. Leute, diesen Emote, diesen Mensch-Emote, einmal bitte in die Kommentare. Denkst du ehrlich, Mensch. Daphina, ja. Ja, 24 ist die wieder da, 100%. Weißt du warum? Das war ihr Leben und die kann nicht so lange davon wegbleiben, wisst ihr? Und ich glaube, sie braucht doch das Geld jetzt langsam. Ich verstehe nicht mal, wie sie 2 Jahre ohne YouTube und so machen konnte. Wenn wir zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 1 Monat nicht vloggen würden oder keine Reaction so. Ja. Ey, das, ich wäre nicht ich, ne? Das ist wirklich ein Teil von uns. Ich schwöre. Ich würde es komplett vermissen. Wir verlieben. Selbst Leute, wenn wir im Urlaub sind, wir sind gerade zum Meer, wir schwimmen, wir entspannen, wir sagen, ey, ich freue mich wieder, Junge. Na, wieder dann, zu drehen. Ne, wir schwimmen, ich sage, boah, ich habe eine gute Idee fürs nächste Video. So. Ja. Obwohl wir dort eigentlich drehen, weil ja, wir vloggen dort, ja, gell? Ja. Machen wir schon für den Hauptkanal, aber trotzdem sagen wir, ey, ich freue mich schon auf die Reactions und so. Ja, Mann, Reactions vermisse ich immer sehr. Jetzt mit Chat sowieso. Ich sag auch immer zu Sutti, boah, ich habe so Bock auf Chat gerade. Eleni, danke für deinen vierten Monat. Dankeschön. Julian, Tanja, Bibi und Timothy haben zusammen Weihnachten gefeiert. Echt? Süß. Ja, wegen den Kindern wahrscheinlich. Ey, wollen wir die Reactions rein, damit die es pünktlich schaffen? Ja, wir haben 21 Uhr so. Eigentlich können wir Sofadoof machen vor 2 Tagen, dann Ono, Jan und dann nochmal Sedo, oder? Oder sollen wir mit Sofadoof anfangen? Ja, gern. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten.
Das ist jetzt dein Handy. Sorry. Herren, willkommen bei einer neuen Folge Blind Dating. Auf jeden Fall super. Das sind Doc Martens. Ja. 6. Also ich stehe auf jeden Fall. Ich fand sie sah so. Ich hab mir, als ich 10. Okay, Leute, sind wir ready? Ich glaube, das Intro überspringen wir immer nicht, weil ich hab's gar nicht mehr in Erinnerung. Also schneid's einfach raus. Das Intro? Ja, das Intro überspringen wir, glaube ich, immer. Das obwohl, ich glaube bei Sedo. Ich glaube bei der nicht. Ich bin gerade ein bisschen lost. Okay. Ey, diese eine Strähne hier an meinem Hals, die fuckt mich so ab. Ich muss das kurz fixen. Das sieht auch gut aus. Nein, weil das springt die ganze Zeit an meinen Hals, das kitzelt dann so. Okay. Sag einfach, wenn du ready bist, ja? Ja, ja. Hä, hey, du siehst doch voll gut aus. Du siehst besser aus. Leute, schreib mal bitte in den Chat, wie gut heute zu dir aussieht. Oh nein, du siehst wirklich besser aus. Sie hat sich extra für dieses Oberteil. Was, ey, weißt du eigentlich, was ich anziehen wollte? Hm. Ich wollte eigentlich so ein weißes Oberteil anziehen, aber dieses scheiß Oberteil war so zerknickert, das sah so schlimm aus, so habe ich einfach das genommen. Also hast du das Goldene genommen, was noch besser aussieht? Was? Ich habe einfach das genommen. Das sieht ordentlich aus, oder? Sonst sehe ich immer aus wie ein Penner. Was? Du siehst jeden Tag gut aus. Warum redest du so von dir? Ach so. Mach das mal bitte jetzt aus. Chat und Ziel. Das kannst du auch machen, bruv. Drück's hier. Zack, zack, zack. Leute, gehen wir rein. Okay. Okay. 3, 2, 1. Jo, Leute, was geht ab? Und willkommen. Wir reagieren heute auf Sofadorf. Und zwar 7 Girls Blind Date mit Breitenberg. Also, kommt gerne rein. Wir sind im Neujahr. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder auf Twitch. Wer heißt noch JT Reaction? Checkt noch JT Family ab. Da kommt ein Vlog online von meinem Geburtstag und von Silvester. Let's go! Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen bei einer neuen Folge Blind Dating. Heute beehrt uns der hochwohlgeborene Breitenberg, Streamer, Moderator und seit 5 Jahren chronisch Single. Er ist auf der Suche nach einer Dame mit Style, obwohl er selbst gar kein altes Geld besitzt. Und ein Instrument sollte sie spielen, obwohl er selbst gar keins spielt. Dann so eine Komposition, das könnte schon echt krass. Hinter diesem weißen Vorhang warten 7 wunderschöne Frauen. Jede Runde muss eine gehen, bis am Ende nur noch eine übrig ist. Wird der Lübecker Wahladel seine Prinzessin finden? Oder fährt Breiti weiterhin alleine im Porsche auf der linken Spur? Wir finden's raus. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Und unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir wie immer 100 Euro. Also viel Glück und es geht in die Folge. Okay, sehr interessant. Du stehst auf hohe Schuhe, ne? Ja, ich finde, das ist ästhetisch und weiblich zugleich. Also das ist das Maß der Dinge, würde ich sagen. Okay, man kann auch Sneaker haben. Dementsprechend sind wir Männer! Sehr gut! Ich hab so weggeschmissen, sag ich dir ehrlich. Ich habe die in so einem grünen Container, wo man sie spendet, weil ich keine Sneaker mehr anziehen will. Das sind meine Winterschuhe. Einfach weil du den Lebensstil so verändern wolltest? Ja, so nennt man das Altherrenstil? Ja, das steht dir auch. Also nicht, dass ich was anderes verurteile und sage, das sieht schlecht aus. Also die Damen, die sind alle schick angezogen, das sehe ich jetzt schon. Aber Nummer 4, darf ich raten, Nummer 4 findest du schon am besten, ne? Ja, Nummer 4 ist schon auf jeden Fall super. Das sind Doc Martens. Ja. Habe ich auch gerade an. Ey, ganz kurz, ich glaube, Doc Martens sind immer dabei, oder? Ja, immer. Einer hat immer welche an irgendwie. Und Nummer 3? Ist die Skifahrerin? Nicht böse gemeint? Nein? Moonboots? Moonboots! Ja, die kennt man. Moonboots, stimmt. Ich glaube, ich habe Wie findet ihr seinen Style? Daphina? Ordentlich. Schön? Sein Style ist voll gut. Ja, ist schön, ordentlich. Aber ich glaube, es ist Breitenberg. Keine Ahnung, aber ich glaube, das wäre nicht so meins. Ist ein bisschen zu ordentlich für mich, weil das ist ja sein Alltag. Weißt du, seine Arbeitsklamotten? Okay, aber das sind ja seine Alltagsklamotten. Und ich glaube, würde ich mal so rumlaufen mit ihm, würde ich denken, hey, ich finde es richtig gut. Okay. Das ist auch die Idee für die erste Frage. Okay, sag. Ich gehe sie sehr oberflächlich an. Worauf die Damen Wert legen, wenn der Mann sich anzieht? Also was er so kleidungsstiltechnisch was er anzieht. Perfekt, habe ich schon gesagt. Kandidat Nummer 1. Wie würde sich dein Traummann anziehen? Auf jeden Fall würde ich auf die Schuhe achten, dass die nicht so schlabberige Sneaker sind. Chat, schreibt jetzt rein, der hat schon einen geilen Style, aber für den Alltag viel zu viel. Ja. Stellt euch mal vor, ihr geht jetzt in die Stadt, einen Kaffee trinken oder ihr geht shoppen. Das ist jetzt zu viel. Das ist zu viel. Oder man denkt, er ist Pieken Glockenburg, diese Mitarbeiter, weißt du? Die verkaufen, also die so im Verkauf stehen und so, die sind ja immer so angezogen. Yeah. Ich weiß nicht, also irgendwie, das ist richtig geil. Man denkt, er arbeitet bei der Bank oder so. Genau. Ich sag ja, als Arbeitsklamotten und so, ich fände das voll so schön und voll süß, willst du denken, wow. Aber so würde ich jetzt sagen, komm, wir gehen jetzt was trinken und ich gehe so wie jetzt, so schick, aber nicht zu viel. Und er kommt wieder so, würde ich sagen, krank, machst du gleich meine Steuern oder wie sieht's aus? Wichtig, welche Jacken ein Mann trägt, weil da kann man auch, also so zum Beispiel Trainingsjacke finde ich auch nicht so schön. Ja, und generell finde ich eher Polohemden zum Beispiel sind attraktiv gekleidet. Ich glaube, ich habe zu viel gespoilert. Er weiß, was am krassesten ist bei Männern. Ich sag's jetzt, Achtung, Männer, kaufen und dann alles ausverkauft machen, ja? Sag, komm. Leggings.
Ich bin am krassesten bei Männern, die so richtig assi Adidas-Jacken. Die so richtig, die, und dann spucken dabei. Boah, krass. Ihr müsst schon ernst sein, ne? Schon ehrlich. Also ob ihr jetzt alle auf Anzugträger steht. Also wenn ich raushöre, dass jemand lügt, dann würde ich das schon als Logo wählen, ne? Kandidatin Nummer 2. Also dann bin ich ganz ehrlich, das Einzige, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass er ein gepflegtes Erscheinungsbild hat. Und vom Kleidungsstil her bin ich schon eher so Fan von der Streetwear-Richtung, ehrlich gesagt. Aber ich finde, es muss auch zur Persönlichkeit passen. Das stimmt, finde ich auch. Mhm. Es hat sich auch ein bisschen mit so Ausstrahlung, Vibes, wie man sich gibt. Ich kann mir zum Beispiel Streetwear gar voll schlecht bei dir vorstellen. Ich glaube, das ist der Vibe. Also wenn man von Charisma redet, ist das ja das Zusammenspiel von Stil, Erscheinung, Selbstbewusstsein, Charme. Und das spielt das eine Riesenrolle. Wenn was macht der eigentlich, Leute? Der streamt und sowas? Aber das ist er so auch niemals an beim Stream? Ja, aber ja, genau, das frage ich mich auch. Aber er wirkt ein bisschen wie so einer, der sagt, komm in die WhatsApp-Gruppe und der verkauft euch sowas. Nein. So wirkt der ein bisschen. Was macht der denn? Also ich kenne ihn auch nicht mehr. Leute, Chat, schreibt mal kurz rein. Aber ich glaube, der macht so YouTube-Streams, dies, das. YouTube? Was noch? Moderator. Ach, er ist Moderator. Du hast gerade komplett falsch ausgesprochen. Ach so, YouTube und Moderator, okay. Okay, gut, wissen wir Bescheid. So anziehst, wie du dich wirklich anziehen willst, wie du dich selber wirklich gut fühlst, dann lächelst du, bist fröhlich, hast eine andere Haltung, wirkst automatisch direkt 10-mal besser. Safe. Kandidat Nummer 3. Also bei mir kommt es halt sehr auf den Anlass an. Ich bin halt, was Kleidungsstil angeht, auch sehr vielseitig. Da kann es mal Street-Size sein, aber da kann es auch mal ein bisschen schicker werden gegen Abend. Und ja, das muss halt auch einfach zur Person passen. Ja, fair. Man kann auch sagen, dass man in allem gut aussehen kann, also wirklich, ohne Spaß. Ich will das ja auch nicht so irgendwie abwerten, alles ist gut. Ich finde nur, dass klassisch überdauert hat, weil es am besten ist, ne? Das ist das Ding. Denkst alles du ist gut, als klassisch schon. Leute, hängt's immer noch? Wir gehen ein bisschen zurück. Hängt's immer noch? Wir warten, bis es nicht mehr hängt. Hängt's immer noch? Geht wieder. Hängt nicht mehr, okay. Das ging ja schnell. Okay. Nein, aber da kann es auch mal ein bisschen schicker werden gegen Abend. Und ja, das muss halt auch einfach zur Person passen. Ja, fair. Man kann auch sagen, dass man in allem gut aussehen kann. Also wirklich, ohne Spaß. Ich will das ja auch nicht so irgendwie abwerten. Alles ist gut. Ich finde nur, dass klassisch überdauert hat, weil es am besten ist. Ne? Das ist das Ding. Denkst alles ist gut. Als klassisch ist schon das Beste. Für mich ist das Wichtigste, dass man das mit Selbstbewusstsein trägt. Eben. Und dass man das selber ausgewählt hat und dass man da selber drauf Bock drauf hat. Ja. Ich finde, man kann in allem cool aussehen. Man muss nur selber fühlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand jeden Tag dieses so richtig Schicke haben möchte. Ich mag auch dieses schicke Sportliche. Ich auch. Weißt du, weil unsere Mom, die ist jeden Tag immer so schick, sportlich, schick, elegant. Sportlich, und deswegen, glaube ich, sind wir von ihr so ein bisschen inspiriert, verstehst du? Ja. Sie hat auch immer so gesagt, zieht euch ordentlich an, dies, das genau. Aber wir zum Beispiel, wir machen ja meistens halt jeden Tag mal YouTube, dies, das und so. Und wir sind immer in Jogging-Sachen unterwegs. Ja. Aber wenn ich rausgehe, will ich eigentlich auch immer nur so schick angezogen sein. Ja, ich mag das eigentlich, schick angezogen zu sein, weil es ist Fakt, Leute. Die Leute sind netter zu dir, die sind höflicher zu dir. Es die kommen dir wirklich so. Ich schwöre, es ist so. Wir gehen in den gleichen Rossmann mit Jogginghose, so Jogginganzug ganz kurz, wollen nur schnell was holen. Die reden so, hallo, ja, okay, so und so viel. Aber wenn ich mit meiner Jacke komme, so schöne Haare, schönes Make-up, ordentlich, sauber und sowas. Die behandeln dich irgendwie anders. Die sind wirklich anders. Das ist einfach also die gucken dich auch anders an und so. Ich finde das so traurig. Da habe ich ein soziales Experiment gemacht, ne? Für mich selbst. Da habe ich anerkannt, okay, Leute, nicht mal mit Jogginghose rausgehen. Es ist einfach Fakt. Deswegen ordentlich aussehen, schon geil. Aber es geht halt nicht immer. Es geht nicht immer. Atari. Kennst du die Atari-Zeit noch? Ja, hey, die Zeit ist wieder da. Das ist wieder. Ja, natürlich. Nein. Geh jetzt mal die 16-Jährigen an, die laufen jetzt mit Ed Hardy am Arsch rum. Also damals war ich gefühlt auf der Schule Ed Hardy-Händler, hab die Schürze. Hab auch alles von Ed Hardy getragen. Schön aus der Türkei. Natürlich. Für 3 € T-Shirt einfach 1000 Stück gekauft. Ja. Wer sich damals auch die originalen Ed Hardys gekauft hat, war auch bekloppt. Ja. Kandidatin Nummer 4, wie sieht's bei dir aus? Also ich finde auch Streetwear sehr gut an Männern. Allerdings sollte er sich darin wohlfühlen und wenn er sich jetzt zum Beispiel in Streetwear nicht wohlfühlt, dann würde das auch eine ganz komische Ausstrahlung geben. Irgendwie so Miss Universe-Wahl, alle voll süß, lieblich, so politische Aussagen teilweise. So. Ja, echt süß. Korrekt, ne? Kandidatin Nummer 5. Ich sehe es auch so, dass jede Person halt das anziehen sollte, wo sie sich wohl drin fühlt und es kommt halt auch auf die Person drauf an. Aber ich finde halt dieses Schickere ist auch ein bisschen verloren gegangen. Ja, ich check das voll. Die meisten laufen halt jetzt super gechillt rum, so baggy alles. Mir ist aufgefallen, Sofodorf redet jetzt viel mehr als früher.
Früher hat sie einfach gesagt, okay, weiter. Ja. Und jetzt redet sie. Die ist voll reingekommen. Die ist richtig reingekommen. Jetzt ist es mittlerweile viel authentischer, viel besser. Also weißt du, warum wir alle so breite Sachen anziehen, chillig? Hm? Ich habe da eine kleine Theorie. Das liegt daran, weil wir 2 Jahre Corona-Zeit waren und alle so gechillt rum, so angezogen rumgelaufen sind. Und deswegen, wenn man jetzt wieder Jeans anzieht oder irgendwas Enges, fühlt es sich unbequem an. Ja, ist das kann so, wirklich oder? Sein. Ey, ich schwör. Unser Theoretiker hier neben mir, Digga. Es sieht ja gut aus. Also. Kandidat Nummer 6. Also ich stehe auf jeden Fall auf Typen, die mehr so Baggy-Look anhaben. Aber also was ich auf jeden Fall nicht so nice finden würde, sind Skinny-Jeans an Männern. Also ja. Okay, fair. Also Mark Eggers Skinny-Jeans? Ja, schon. So richtig? Boah, schon hart. Mark Eggers, seine Hosen schlimm. Das ist hart, Leute. Das ist... Aber Mark Eggers... Der ist groß, gut gebaut, der hat voll das hübsche Gesicht und so. Der hat so Potenzial. Ja, aber warum zieht der diese Röhrenjeans an? Ich war, guck mal, so, er ist ein hübscher Mann. Und er ist auch sympathisch, er hat einen Ausstrahl, er kann auch reden, weißt ja, du? Ja. Aber sein Style ist grottenschlecht. Das ist der schlimmste Style, den ein Mann haben kann. Wirklich, ganz schlimm, Leute. Ja. Hast du schon bei Marc schon... Feierst du? Nee, feiere ich auch nicht doll, ne? Also so, das ist schon für mich so perfekt. Mark, ja. Obwohl, ist das skinny? Nee, kann ich das nur sehen, wie sieht es bei dir aus? Also ich finde, das kommt halt vollkommen auf die Location an. Ich bin mehr so der elegantere Stil vom Kleidungsstil her. Deswegen würde ich halt eher ja, so Hemden oder halt Rollkragenpullover im Winter nice fühlen. Aber ich glaube, wie gesagt, es kommt halt auf die Location an. Also wenn man zu Hause ist, dann natürlich nicht, sondern halt eher für zu Hause Kleiden wie, keine Ahnung, auch mal eine Jogginghose oder so. Hast du Jogginghosen? Nee, oder? Eine. Ich stelle mir dich so vor, wie ein Bunny. Ja, die Leute sagen auch mal eine Jogginghose. Kennst du, Jogginghose ist unser Leben. Ich höre, aber das Ding ist, wisst ihr auch warum? Wir haben uns angewöhnt, dass man uns nie sieht. Also, dass man nie unsere Unterteile im Prinzip sieht. Man sieht nur unser Oberkörper. Unser Unterkörper sieht man nicht. Deswegen, wir nehmen die auch nie mit. Wir lassen sie zu Hause. Ich höre, wir kriegen eigentlich. Ja, meine Jogginghose ist so elegant, damit kommst du in den Club rein. Ja, genau ja, so. Dein Pyjama ist quasi ein Anzug, theoretisch. Ja, ja. Ich habe Barney Stinson geliebt, ich sag's dir ehrlich. Okay, basierend auf diesen Antworten müsste jetzt aber jemand auswählen. Kannst du auch auf die Schuhe achten, auf die Stimme. Nee. Ich will aber auch nicht so, also ich bin nicht so der oberflächliche Mensch, deswegen will ich Vertrau, nicht... Vertrau, der kickt 2 oder 6. Das wird jetzt so spannend. Ich will unbedingt die Outfits von den Mädels sehen. Ich auch. Weil er sucht ja so eine elegante da. Ja. Es wird auf jeden... Ich habe das Gefühl, es wird 4 sein. Seht ihr 4? Ich glaube, 4 oder die letzte. Ja, 4 oder die letzte. Safe. Man hat den Schuhen, die Entscheidung treffen. Sondern ich habe einen Punkt, wo der wirklich auffällig war. Mhm. Das war Kandidatennummer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Also nicht abwertend, gemeint, ich falsch verstehe, aber sie hatte den Geschmack Baggy. Weil sie meinte, Baggy, breite Hosen so. Das bin ich absolut gar nicht. Mhm, ja. An der Stelle würde ich sagen, ist das ja, gehen wir komplett weit auseinander. Ja, fair. Muss ja jemand rausfallen, geht ja nicht anders. Ja, und du zeigst gerade auf sie also dann doch. Ich habe hier gar nichts gemacht, ich habe so gezeigt. Immer nur Spaß. Ich würde die 6 rausnehmen. Okay, Kandidatin Nummer 6, du kannst dann jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Guck, okay. Die passen süß. Nicht. Hallo. Mega hübsch aus. Moin. Hallo. Ja, die passen echt nicht so. Das ist wirklich so Lehrer-Schüler-Gespräch gerade. Ja. Auch die Umarmung so. Das haben Lehrer-Schüler. Tut mir leid, das ist nicht persönlich gemeint, ne? Aber bist sehr hübsch auf jeden Fall. Ja. Starke Augen auch, sehr cool. Aber sehr nicht hübsch genug, ne? Aber du reißt nicht! Reicht was? Cool, ich finde es auch. Ich liebe deinen Style. Die ist hübsch, cool die ist aus. Süß. Danke, dass du da warst. Kannst du dich da einfach aufs Sofa setzen? Ja. Schönen Abend noch. Ich fand, sie sah so gut aus. Das wäre mein Type. Bestimmt ein sehr lieber Mensch, also. Obviously nicht dein Type. Anyway, nächste Runde. Was ist dein erster Eindruck? Ihr habt euch auch Damen ausgesucht, die zu mir passen könnten, kann das sein? Ja. Bewusst angeschrieben? Nee, die haben uns ja angeschrieben, wegen dir. Okay, ja gut, das ist ein Kompliment, danke. Ja. Danke an die Damen hier. Also ich würde sagen, vom Kleidungsstil, vom Schmuck, von den Nägeln her, da sehe ich schon 1, 2, die wirklich, die ins Beuteschema passen, sagen wir es mal so. Wir wollen ja auch, wollen wir nicht drum so, dass man versteht, ja. Darf ich raten? Ja. Nummer 4? Ja. Ja, passt, ne? Ja, ich finde, dass das über die Hände geht, ich weiß nicht, wie das heißt, das hat Stil, das hat auch einen coolen Ding, sehe ich da gerade. Mhm. Allgemein, also die ziehen sich auch alle sehr gut an, muss man wirklich sagen. Wie stehst du zu Tattoos? Da die sehen echt gut aus. Ich habe selber oft überlegt, Tattoos zu machen, aber ich würde die ultra dezent halten. Ja. Also so ganz minimal, filigrane Schriften, dass es auch elegant ist. Er sagt ganz minimal dezent. So eine Spinne am Bein, Digga. So eine Spinne. Die sind mit beiden Beinen voll. Und auch noch so mit Farben und so, ist ja schon komplett auffällig. Zu sehr einnimmt. Hat sie dann einen Stier mit einem Auge in der Mitte, einen dritten Auge? Ja.
Krass. Was ist das Blaue? Das kenne ich irgendwoher. Das ist Totoro von Mein Nachbar Totoro. Das ist ein Studio Ghibli-Film. Stimmt, kenne ich. Schon viele Tattoos. Ich find's cool. Ich wette, sie hat noch schwarzen Schmuck um den Hals. Kann das sein? Nein. Oh, das würde passen, schade. Ja, aber ich finde, sie sieht richtig cool aus. Hast du eine Frage? Ich habe mir was Gutes überlegt. Was war für euch so persönlich der größte Erfolg im Leben? Oha. Es muss aber nicht irgendwie was Wirtschaftliches sein. Es kann alles sein, ne? Voll süß. Kandidat Nummer 1. Was war dein größter Erfolg bis jetzt im Leben? Ich glaube, der größte Erfolg für mich war, dass ich mental jetzt so weit bin, wie ich halt bin. Also Persönlichkeitsentwicklung? Genau. Hey, das ist ja super cool. Ziehst du dir dazu Videos rein? Ja, teilweise. Ist wichtig, man muss sich erstmal selber kennenlernen, das ist krass. Mhm. Ich habe mich auch früher jahrelang mit beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung. Sehr, sehr gut, ehrlich. Kandidatin 2, was ist dein persönlich größter Erfolg? Also mein größter Erfolg, ich denke, den teile ich so ein bisschen mit meiner Familie, weil wir zu Hause kleine Pflegekinder aufnehmen. Wir sind so eine Bereitschaftspflegefamilie. Für mich ist das dann irgendwie ein Erfolg. Also wir sind immer sehr traurig, wenn wir die Kinder wieder abgeben müssen in Dauerpflege. Aber wenn wir sehen, dass die Kinder sich bei uns richtig schön weiterentwickeln, weil wir immer das Beste geben, dass es denen halt gut geht. Das ist so süß. Oh mein Gott, das ist so süß. Das ist echt süß. Das ist abnormal süß. Warum lachst du? Ich muss gerade was denken. Warum lachst du? Süß. Das ist echt süß. Oh Mann, das ist echt. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Würdest du supporten? Also mein Bruder und ich, wir haben immer gesagt, wenn wir später so das uns leisten können, dann würden wir Kinder adoptieren. Mhm. So, weil man damit auch so quasi Leben retten kann, was mitgeben kann. Und daher finde ich das mega cool, was sie machen. Wie viele Pflegekinder, wenn ich fragen darf? Also ist immer eins auf einmal nur bei uns, aber aktuell ist es das vierte und die sind immer so ungefähr ein Jahr bei uns. Oh, aber auch schlimm, dann bindet man sich ja total an die und dann muss man die abgeben. Aber ihr haltet vielleicht Kontakt, oder? Je nachdem, also wenn sie zurück zu den Eltern dann doch kommen, dann ist das ein bisschen schwieriger, aber wenn sie in eine neue Dauerpflegefamilie kommen, dann schon, weil dann gratulieren wir auch immer zum Geburtstag oder werden auch manchmal eingeladen und das ist immer richtig Leute, cool. Leute, später, wenn ich die finanziellen Mittel dazu habe, okay? Und auch die Bedingungen, dann würde ich auch sowas machen wie so Pflegefamilie, weißt du, so anbieten oder vielleicht mal ein Kind adoptieren, weil, oh mein Gott, stell dir vor, du kannst ein Kind aus so einem Kinderheim holen und dem Kind dann ein Zuhause geben, so Eltern, die das Kind lieben, dann unterstützen, immer da sein und so. Ja. Das ist ja so, so toll, aber jeder bei mir im Umkreis, immer wenn ich das so anspreche, sagen die immer, warum würdest du ein Kind adoptieren, wenn du selbst Kinder kriegen kannst und so? Und dann denke ich mir so, ja, aber es ist jetzt nur so ein Gedanke. Ja, aber ich fände es trotzdem schön, die Aktion, wisst ihr? Weil ich fände es auch voll süß. Es gibt genug Kinder auf der Welt, die einfach nur, die haben es einfach, die haben den... Das Leben wollte es einfach nicht gut mit denen, meinte es einfach nicht gut mit denen, weißt du? Ja. So, was können die denn dafür? Und dann denen zu Hause zu bieten und eine Familie und warmes Essen und Liebe, was gibt's Besseres? Das ist schon sehr emotional, ne? Okay, Kandidatin Nummer 3, was ist dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg ist, dass ich meiner Meinung nach in der beruflichen Hinsicht jetzt endlich zu mir gefunden habe, beziehungsweise zu einem Studium, was zu mir passt, weil ich habe halt nach dem Abitur echt gar keinen Plan gehabt, was ich machen soll. Ich habe erst ein Jahr lang ein soziales Jahr gemacht, habe viel gereist, habe dann eine Ausbildung angefangen und abgeschlossen, habe dann ein anderes Studium angefangen und jetzt bin ich endlich vor 3 Semestern in meinem Traumstudium angenommen worden. Also ich studiere jetzt Jura und das ist jetzt endlich etwas, was halt zu mir passt und ich bin jetzt auch von meiner Familie weggezogen und habe quasi ja, sozusagen wirklich zu mir selber gefunden und zu dem, was ich halt auch mit meinem Leben... Mein persönlicher größter Erfolg war wirklich, dass ich noch nie, als ich mein Bart hier rasiert habe, mich geschnitten habe. Mein... Das war gut. Anfangen möchte. Das ist schön. Das ist cool. Ja, das ist total schön. Kandidatin 4, wie sieht's bei dir aus? Ich habe mir, als ich 10 war, das Ziel gesetzt, wenn ich mit dem Abitur fertig bin, ziehe ich in die Großstadt, egal was kommt oder egal was ist. Und dann habe ich einfach dieses Ziel nach 10 Jahren nicht aus den Augen verloren, sondern habe es dann auch umgesetzt, bin in die Großstadt gezogen. Und da war ich eigentlich schon sehr stolz auf mich, denn ich kannte niemanden in der Stadt. Und ich habe all meine Freunde, all meine Familie so hinter mir gelassen. Ich besuche die auch immer noch. Ich sehe die auch noch regelmäßig, aber das war schon so ein ganz großer Schritt, einfach, dass ich mein Ziel nicht aus den Augen verloren habe. Ja, das war eigentlich voll die cute Antwort, oder? Also mit 20 dann in eine Großstadt, alles hinter sich gelassen, das ist tough, das ist krass. Das ist eine Hürde, die man leisten muss. Kandidatin Nummer 5, wie sieht's bei dir aus? Also bei mir ist es auch so, also in der Stadt, wo ich vorher gelebt habe, da wurde man halt viel gejudged. Das war halt eher eine kleine Stadt und ich habe mich halt nie Sachen getraut zu machen und ich habe immer auf die Meinung anderer gehört. Und irgendwann dachte ich mir halt so, was bringt es das eigentlich, auf die Meinung anderer zu hören? Ich bin dann auch vor 4 Monaten oder so in eine Großstadt gezogen und habe so meinen Seelenfrieden sozusagen gefunden. Cool. Voll schön, wenn Leute so... Alter, die haben alle so süße Erfolge. Ich höre, die sagen alle, die haben ihr Seelenfrieden gefunden, Bruder. Bei mir immer noch Knacks.
Immer noch Klacks, Leute. Das ist richtig, das ist sau süß. Es ist süß, ich freue mich für die Leute. Ja. Dem Leben, was sie leben, ja, ne? Oder? Das ist eigentlich das Schönste. Das ist wichtig, auch happy, voll harmonisch, ja. So in der Stimme und so voll gelassen. Guck, kann ich rein. Kandidat. Mein größter Erfolg ist Mod. Leute, Karl ist unser Mod im Chat. Ey, wie sieht es bei dir aus? Da muss man ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe meinen Opa damals an Krebs verloren und meine Oma hatte auch Krebs und meine Mama habe ich fast mit 12 verloren an Krebs. Und dann hatte ich mir halt die Aufgabe gesetzt, ein bisschen meine Reichweite zu nutzen und ein Charity-Event zu machen und habe mit dem Charity-Event 2.222 Euro eingenommen und die an die Deutsche Krebshilfe gespendet. Boah, sehr, sehr schön. Nice. Also wirklich Hut ab, Respekt. Boah, ich weine gleich. Dankeschön. Ich bin halt so emotional irgendwie. Oh, das ist ja voll schön. Richtig, richtig süß, dass sie das auch genutzt hat. Ja, hey, ich finde die Frage von ihm sau gut, weil das ist keine oberflächliche Frage, sondern siehst du, die zeigen jetzt alle so ein Teil ihres Lebens. Ja. Das widerspiegelt die Person wieder, verstehst du? Safe. Der ist top, was Fragen angeht. Ja, der ist gut. Kein Wunder, dass auch einer widerspiegelt. Kein Wunder, dass er Moderator ist, ne? Da sieht man es. Ja. Basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswerfen. Also ganz ehrlich, die letzte hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, mich gerade auch. Ich muss das kurz noch verarbeiten. Ich muss sagen, in dieser Runde hat Nummer 3 performt, überzeugt, finde ich. Mhm. Da habe ich am meisten so wiedergesehen, unabhängig vom Kleidungsstil, was komplett konträr ist zu mir, aber ich würde aber sagen, dass Nummer 1, bitte nicht falsch verstehen, das ist auch nicht abwertend gemeint. Also ich mit den Tattoos, das wäre mir wirklich schon aber zu viel. Aber das war klar, das war wirklich obvious. Aber ich finde das gut, dass sie das macht. Es passt sicherlich zu ihr, werden wir auch gleich sehen. Ja. Nur für mich halt mein Geschmack, da sind Geschmäcker auch verschieden, ist das zu viel. Ja, verstehe ich. Kandidatin Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Ja, ich wollte auch sagen, ich glaube, sie ist auch so eine, die ist bestimmt hier alles voll tätowiert, ab dem Kinn oder so. Ja. Und auch das Make-up und die Frisur. Ich dachte sogar, ihre Haare sind blau oder sowas, weißt du? Ja. Ich komme mir da so viel Farbe oder auch so. Das sind aber immer die nettesten Menschen. Das sind immer die nettesten. Das Ding ist nur, die würden am Ende des Tages nicht miteinander viben, weißt du? Ja, safe. Guck mal, auch dieses Bild, das passt gerade nicht. Seht ihr das? Echt nicht, Na? Alles gut? Ja. Freut mich. Geile Porsche, muss ich ehrlich sagen. Mega Dankeschön. Cool. Passt auch gut. Was hast du in deinen Augen? Kontaktlinsen. Die sind rosa. Ja. Krass. Wow, wie krass. Musst du gleich mal in die Heftig. Kamera zeigen. Das sieht echt cool aus. Zeig mal in die Kamera. Das sieht mega cool aus. Wow, das sieht richtig krass aus. Dankeschön. Ist mega ehrlich, muss man wirklich sagen. Eine Brosche Trikot. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Wirklich, danke. Ja, ich mag das gerne. Danke, dass du da warst. Du kannst dich da hinten auf das Sofa setzen. Tschüssi. Danke vielmals. Hey, sie sah voll cool aus. Auch das krasse Make-up, oder? Stehst du eher auf natürlich oder eher auf so krasses Make-up? Also früher dachte ich echt so, dass Make-up so, dass das gut ist und dass das gut ankommt. Aber mit der Zeit realisierst du, dass jemand ohne Make-up, also einfach naturschön sein muss. Und das Wichtigste ist einfach das Lächeln. Mhm, das klingt so dumm, so plump, aber wirklich, wenn jemand lächelt und strahlt, das fängt mit den Augen an, nicht mit dem Mund, dann ist das ganz anderes Level, ne? Ich finde aber, das hat der ist ein bisschen zu philosophisch. Verstehst du, jetzt mit Make-up, ohne Make-up, was mit der Ausstrahlung zu tun. Ja. Das blanke Aussehen ist überhaupt nicht wichtig. Ja. Aber so die Ausstrahlung, die Attitude, die man bringt, dann, die macht viel mehr aus als das eigentliche Aussehen. Ja. Das ist ein ganz anderes Thema als Make-up. Anyway, ich bin abgeschwiffen. Sorry. Nächste Runde. Für die nächste Runde hast du was mitgebracht. Stimmt. Ich habe mir, damit das auch nicht so doof ist, falls ich Nein sagen muss, dass Süßigkeiten naschen da ein bisschen trösten kann. Ja. Und ich dachte mir, wenn ich anhand dessen, was die Damen auswählen an Süßigkeiten, dass ich auch noch mal so einen Eindruck kriege und vielleicht sehe ich ja, was die Damen machen. Boah, Alter. Alter, hat studiert. Oha. Ich glaube, der sagt, Sozi hat einen Plan erstellt. Wie Schofield. Schofield, Leute. Wie kann ich da ausbrechen? Vom Geschmack her einfach, vom Geschmackssinn. Glaubst du, es gibt so verschiedene Personality-Types, die verschiedene Süßigkeiten auswählen? Du, der hat einfach alles genommen. Der sucht die ganze Wurst, danke. So, ach so, eine Sache. Ach so. Okay. Ah, also ich glaube, ich darf ja nicht spoilern. Es gibt etwas, was ich zum Beispiel gar nicht esse. Aha, okay. Also zeig mir, was du isst und ich sag mir, wer du bist. Ich kann das gut einschätzen. Das ist gut. Ich bin heute Schokoladenexperte, ich werde jetzt direkt herauslesen können, was er mag und was er nicht mag. Okay. Das wäre voll das funny Format für deine Brand. Anyway. So, das ist die Winterbox und da gibt es ja so viele verschiedene Nassen. Hier sowas wie Reese zum Beispiel, auch mit Weihnachtsmann oben drauf, sehr, sehr cool. Willst du das haben? Mag er. Ich glaube, das passt gut zu dir. Ich liebe das, ja. Die werden schmecken. Das überhaupt, du weißt es echt. Passt zu dir? Ja, ich liebe es. Ja, wusste ich's. Dachte ich mir schon. Mit Erdnuss, richtig geil. Leute, Reese's sind
unnormal geil. Finde die auch lecker. Die sind nicht krank geil. Lecker. Richtig geil. Dann halten wir das mal den Darm einfach hin und dann schauen wir, was hier raussehen. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung, sondern das ist einfach ein Produkt von ihm und er hat gedacht, das ist eigentlich eine coole Sache. Okay, fangen wir hier links an. Darf ich kurz was dazu fragen? Ja, klar. Also es ist ein bisschen unangenehm, dass ich es jetzt so sagen muss, aber ich ernähre mich tatsächlich vegan. Okay. Und das sind ja deine Produkte. Hast du eine Ahnung, ob irgendwas davon vegan ist? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann suche ich mir einfach was nach Aussehen aus. Es gibt vegane Sachen. Ich war selber 8 Monate vegan. Ach cool. Ich weiß nicht, ob hier was dabei ist. Ist nicht schlimm, sonst suche ich mir einfach vom Packaging was aus. Also ich glaube, Chest Chips, warte, 100% natural. Also ich finde das cool, dass du vegan bist. Mach dir da keinen Kopf. Dankeschön. Die nächste Kandidatin? Bei Süßigkeiten bin ich persönlich eher so ein Schokotyp, deswegen würde ich mal schauen, was da so Schokoladiges dabei ist. Ja, ich würde dann die hier nehmen mit den Erdnüssen mit drin und Karamell. Cool. Habe ich das mit den Erdnüssen geteasert, als wir mit dir gesprochen haben? Nö. Ja. Mir schmeckt eigentlich alles. Ich glaube wirklich, Leute, die zweite Kandidatin, die ist vom Style, also vom Style her gar nicht sein Type. Ja, ja. Aber vom Charakter punktet die ganze Zeit. Und deswegen ist er ein bisschen überfordert, weil 3 gefällt ihm vom Aussehen gut. Aber ich glaube, die Antworten haben ihn nicht so gecatcht. Mhm, ich glaube auch. Weil deswegen zum Beispiel, so Charakter. Er sagt, dass er mit seinem Bruder irgendwas aufgebaut hat. Und das zeigt ja, dass er sehr eng mit der Familie ist. Und sie hat gesagt, sie musste von zu Hause weg, komplett raus und komplett weit weg. Und sowas. Und dann hat er so geguckt. Weil ich so denke, ah, wahrscheinlich nicht so ein Familientyp, ich voll der Familientyp. Ja. Verstehst du? Ich glaube, der mag Schokolade sehr. Ja, ich glaube, und Nüsse. Ja, so aber auf jeden Fall, der ist so ein Schokoladentyp und kein Chips-Typ. Ja, ja. Aber ich muss die Schokolade sehen. Das ist eigentlich sehr schwer, weil ich mich nie entscheiden kann. Ich würde Takis nehmen. Ich glaube, der mag keine Takis. Ja. Okay. Also der mag keine Takis. Der sieht nicht aus wie einer, der Takis mag, Leute. Ja. Eigentlich auch alles. So Kekse kann man auch nehmen. Sour Patch ist Weingummi, das ist Schokolade und das sind Chips. Also Sour Patch mag ich nicht so doll, aber Weingummis und sowas. Also du isst gerne Weingummis, ja, ne? Sowas in der Art. Ich bin nicht so der Fan von Schokolade tatsächlich. Ich glaube, ich würde Sour Patch nehmen, weil das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Amerika. Und ich glaube, ich würde mich deswegen dafür entscheiden. Cool. Aber du isst gerne Weingummis? Ich würde sagen, eher Gummibärchen anstatt Schokolade. Okay. Haltet alle mal eure Süßigkeiten so nach vorne. Wäre voll cool, dass du dann daraus auswählen kann. Nummer 1, was ist das? Ist das Chips mit Zimtgeschmack? Nee, das ist Hotwein, stimmt, das ist Glühweingeschmack sogar. Was? Ja, Chips so für mit Glühweingeschmack, als ob das das gibt. Finde ich eine gute Entscheidung. Kandidatin Nummer 1 ist abenteuerlich. Sie ist auf der Suche nach was Neuem. Boah, genau. Leute, ich mag kein Glühwein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich mag auch kein Glühwein. Mhm. Vor allem, ich dachte, die zeigen Schokolade. Wie soll ich jetzt sagen, was ich genommen hätte? Ja, ich dachte, die zeigen so rein und sagen, Leute, was hättet ihr gewählt? Weißt du, was ich meine? Ja. Die denken nicht an uns. Okay, dann haben wir Chupa Chups Schokolade mit Erdnüsse. Mhm. Ich glaube, sie ist klug. Mhm. Sie ist raffiniert und gerissen. Sie hat das rausgehört, dass ich Erdnüsse mag. Mhm. So, das. Das siehst du auch jetzt gerade aus den Chupa Chups, nicht aus dem Jurastudium, ne? Dass sie klug ist. Ich verrate dir, als ich die Box bekomme, das erste, was ich rausgenommen habe, war auch Chupa Chups Schokolade. Echt? Ja, direkt als erstes dachte ich mir, Chupa Chups, was machen die Schokolade? Kandidatin Nummer 3, was sagst du zu ihr? Also es gibt so eine Sache, die ich so gar nicht essen würde, das ist scharf. Ich hab in meinem Leben schon 5-mal scharf gegessen. Einmal hat mich Abo gequält mit einem Takis, oder? Ja. Takis sind doch scharf. Aber wir haben doch gesagt, er mag keine Chips. Wir haben nicht gesagt, nein, ich habe gesagt, er mag keine Takis. Und also, sie hat ja Takis. Takis zum Beispiel habe ich noch nie gegessen. Ich fühle das null. Kandidaten 4. Jetzt kommst. Ich esse eigentlich am liebsten Weingummi. Also Süßgummis, so Haribo-mäßig. Oder Red Band zum Beispiel esse ich sehr, sehr gerne. Ja. So, das süße sind, Schokolade. Von daher, Sour Patch wäre auch meine Wahl gewesen, wenn man sicher gehen will, dass es gut schmeckt. Dann fand ich die Entscheidung gut, aber sie wollte die eigentlich gar nicht. Was wollte sie denn? Also sie war sich nicht ganz so sicher und sie hat das jetzt einfach nur so genommen, weil das so, das war so eine halbherzige Entscheidung. Mhm. Wohingegen die nächste Kandidatin zum Beispiel das auch eher bewusst, schnell und direkt gemacht hat. Ach, basierend darauf musst du jetzt eine rauswählen, bleibt ja nichts anderes übrig. Ich glaube, das ist schon eindeutig, das hat auch Gott sei Dank dann nichts wirklich mit der Person zu tun. Takis. Echt? Geht raus, ja. Was? Siehst du? Kandidatin Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Krank, einfach 3. Aha. Hallo. Du siehst so krass aus. Hallo, freut mich. Oh nein. Ich auch. Also sehr hübsch muss es wirklich sein, vom Klamottenstil. Dankeschön. Wollte eigentlich auch umarmen, dachte ich, hat sie nicht gekorbt. Nein, ja, ich hab's gesehen. Okay, danke, dass du da bist. Kannst dich einfach aufs Sofa setzen. Ja. Danke. Ciao, ciao. Passt okay. Auch, aber nicht nächste so. Runde. Welches Outfit findest du jetzt am coolsten? Also ich denke mir, die Dame, die vorhin rausgegangen ist, war vom Outfit her am besten. Aber ich finde jetzt Nummer 1, wenn sie hohe Schuhe angehabt hat, obwohl das eine Gymshark-Hose ist, ich würde sagen, das wäre mega stimmig, oder ja. Nicht? Nummer 2 hat Armor als Tattoo, kann das sein? Ja, ich habe da 3 Engel am Bauch tätowiert. Finde ich cool. Findest du das ästhetisch oder ist das echt die Bedeutung dahinter? Nein, ich finde das ästhetisch. Ich habe auch insgesamt 17 Tattoos. Große oder eher kleine? Kleine. Gut gefragt, ja.
Okay, Kandidatin 3. Worüber haben wir gerade geredet? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben nur über die Outfits geredet, ne? Gab keine Frage. Dann hast du jetzt eine Frage bestimmt. Ja, meine Frage allgemein. Tragt ihr Extensions? Nein, ich trage keine Extensions. Nein, ich trage auch keine Extensions. Ich auch nicht. Ebenfalls nicht. Cool. Also nicht, dass ich das verurteile. Du hast welche, die sehen auch cool aus. Nein, das ist meine Naturfarbe. Sorry. Ja, aber ich finde, das ist so ein Zeichen dafür, ob man sich selber geben will, wie man auch quasi auf die Welt gekommen ist oder ob man mehr optimieren will, ob man so ein Perfektionist ist. Das Ding ist halt, es kommt immer drauf an. Zum Beispiel, es gibt ja einige Mädels, die haben eine wunderschöne Haarfarbe, aber einfach so, kennst du dieses dünne Haar? Die sind nicht so voluminös. Voluminös! Und wenn die zum Beispiel zu einem Hammerfriseur gehen, okay, und der macht da Extensions rein und so, du siehst nicht mal, dass da Extensions drin sind. Die haben dann so fülligeres Haar. Ja. Ich finde das aber so soll ich dir was sagen, was mich dick triggert? Leute, die Extensions drin haben, aber nicht diese, die man, also ich kenne mich nicht so aus, aber es gibt doch die man so reinklippt, die haben so ein fettes Band und es gibt welche, die schmilzt man so rein, die sind so ganz dünn. Die schmilzt so Strähne für Strähne rein, ne? Ja. Und immer wenn ich Mädels sehe, die haben diese reingeschmolzenen, die so richtig dünn sind, ne? Ich glaube, die sind besser als diese Tapes, aber Leute, ich sehe dann, wenn die sich einen Zopf machen und die machen ihre Haare nach oben, dann sieht man hier Streif für Streifen so diese Extensions. Gestern war eine vor mir, tut die auf der Rolltreppe. Und ich sehe ihre ganzen Extensions. Weißt du, ich hätte so drauf zeigen können. Das finde ich schlimm. Das sieht so schlimm das aus. Das Problem ist, voll viele Leute zum Beispiel, die wollen das machen, aber die können sich das nicht leisten, weil das ist sauteuer. Eine Freundin von uns hat das auch gemacht und ich glaube, die hat so 500 oder 600 Euro dafür bezahlt. Und Digga, das ist so viel Geld. Das ist viel und Geld. Und das hält, wie lange hält das? Ich weiß nicht. Halbes Jahr? Ich weiß nicht, wie lange. Sau teuer, an, ne? Wie man es pflegt, glaube ich. Aha. Verstehst du? Ja. Also im positiven Sinne. Aha. Ich finde das cool, weil die sieht gut aus. Ja, hast dich gut rausgeredet. Schön, was auch für Frage, habt ihr Tinder? Benutzt ihr Tinder? Wie steht ihr dazu? Wie ist das so für euch? Also ich habe kein Tinder, ich habe Bumble tatsächlich, weil ich das dann da lieber mag, dass man als Frau dann selber entscheidet, ob man der Person dann schreiben möchte oder nicht. Ja, keine Zeit. Also ich hatte mir letztes Jahr im Sommer Tinder runtergeladen, aber das war eher, weil ich halt im Urlaub war alleine und dann war ich halt in Kreta und weil ich dort niemanden kannte, habe ich mir dann Tinder runtergeladen, um ein paar Einheimische kennenzulernen und ein bisschen find ich auch cool. Dort reinzukommen. Boah, vor sowas habe ich immer Angst. Kennst du, ich sehe gerade nur das Negative. Aber weißt du, wie viele Mordfälle ich gelesen habe, weil Leute sich irgendwas Tinder runtergeladen haben, sich mit Leuten aus dem Land getroffen haben. Ja. Und dann, Bro, du bist neu in dem Land, der ist OG in dem Land. Nee, da bin ich sturköpfig. Nee, ich kann nicht spontan einfach Leute kennenlernen. Ich vertraue nicht. Nein, ich weiß nicht, wer du bist. Ihr chattet und danach trefft ihr euch, aber ihr habt euch über Tinder kennengelernt. Ja. Okay, das heißt, ich war ein Profil, ich hab dir gefallen, dann bist du draufgeklickt, dann chatten wir, dann treffen wir uns, denke ich mir so, wie unromantisch, was soll ich später meinen Kindern erzählen? Ja. Wir müssen uns random treffen oder wir müssen uns irgendwie kennenlernen und dann müssen wir uns verlieben. So, genau. Und lieber bleib ich bis 40 Single, anstatt auf Tinder, dass jemand sagt, oh, den gefällt mir mal, rechts mit der, ne? Ja, denke ich mir, da gar nichts geht. Du bist einfach eine von vielen, so, die nach rechts gesäuft. So nee. Komm, Kandidatin 3. Also ich habe zurzeit keine Dating-App, aber ich hatte auch mal Bumble und Tinder. Aber bei mir war das jetzt nicht so, dass ich dachte, dass ich dort... Also, kennt ihr das, wenn ihr einfach Tinder swiped aus Langeweile? Weil das ist schon... Kenn ich auch nicht. Actually nuts. Bro, ich gucke nach Immobilien, wenn mir langweilig ist. Spannend, Leute zu sehen. Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass Tinder eigentlich eine Gaming-App ist. Warum? Weil man Basic, dann das macht dich einfach, kann? Nee, es macht dich halt addicted zum Swipen. Also ich habe keine Dating-Apps. Ich hatte mal Tinder vor einem Jahr circa, aber ich bin nicht so der wirkliche Fan davon, vom Optischen her zu entscheiden, ob man halt sympathisch ist oder nicht. Dann habe ich lieber eine Konversation. Wow, das ist doch in die Richtung, in die du dich gerade entwickeln willst. Ja, also ich weiß nicht, ob es das Alter ist. Ich bin mittlerweile offiziell schon 27. Klar. Vor ein paar Jahren mit 19 sah es anders aus. Basierend auf diesen Antworten musst du jetzt jemanden rauswählen. Ich habe jetzt eigentlich nur gute Antworten gehört, deswegen muss ich jetzt anhand anderer Sachen wieder, glaube ich, mehr entscheiden. Würde ich sagen, ich wähle die Nummer 1 aus. Okay, Kandidat Nummer 1, du kannst dann jetzt leider hervorkommen. Hallo! Ah, du siehst so cool aus. Ja, das ist hübsch. Hallo, hi. Freut mich. Lächeln super. Ja. Also, du hast echt ein richtig schönes Grinsen. Voll. Ja, Leute, danke. Und das ist auch genau das mit den Augen. Merkst du, was ich meine? Dass das so positive Energie gibt? Ja. Weil sie so ein bisschen strahlt. Danke, dass du da warst. Ja, danke, ich da hinten dabei sein durfte. Ciao, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Hast du eine Frage? Spielt ihr ein Musikinstrument oder wollt ihr eins lernen? Also ich interessiere mich sehr für so klassische Musik eher. Zum Beispiel, wenn ich am Lernen bin, ich höre immer diese ganzen Tücher. Oh, das ist ein Match, das hätte niemand erwartet. Das hätte niemand erwartet, aber Leute, die matchen dick. Ja, oh, krass. Ich wollte halt schon immer ein Instrument spielen, aber ich bin so ein großes Antitalent. Wirklich. Tutti hat damals Keyboard gespielt, ich habe Gitarre und was habe ich noch?
Ich hatte damals, Junge, so dieses Keyboard bei Lidl für 99 Euro, das habe ich niemals vergessen. Ich habe das so gesehen und ich dachte wirklich, ich werde das hinkriegen, wir werden nicht. Und dann habe ich geweint und meine Mutter hat es mir gekauft und ich habe einmal gespielt und danach war es im Keller für immer. Nie wieder, Leute. Ich habe eine Gitarre zum Geburtstag bekommen in weiß. Ich weiß nicht, warum immer bei mir alles weiß sein muss. Ja. Rein weiß, Digga. Und ich wollte, wisst ihr, ich glaube, das lag daran, weil zu der Zeit kam, glaube ich, von Miley Cyrus der Film raus. Die hat doch immer so Gitarre gespielt, ja, Miley Cyrus. Die war ja Hannah Montana. Nee. Und ich hab die so geliebt. Und die hat Gitarre gespielt und ich dachte mir, boah, Crush auf die gehabt. I need you, boo. I gotta see you, boo. Digga, ich war sogar, komm, wisst ihr, wie ich war? Ich war sogar Gitarrenstunden. Ich kann G-Moll, C-Moll, A-Moll, ich kann alles rüber, wirklich. Typischen Komponenten. Jedenfalls würde ich sehr gerne irgendwann mal Klavier spielen lernen. Ich habe das auch früher mal probiert, aber ich bin da nicht so begabt mit meiner Handkoordination oder wie man das nennt. Ich glaube an dich. Bei Klavier hast du auf jeden Fall so Herzen in den Augen gehabt. Hat man das gesehen? Klavier, ja. Also ich habe tatsächlich mal Klavier gespielt, 4 Jahre. Du hast zu viel verraten. Ich habe gefühlt super viele... Die dritte, ich bin ein Klavier. Instrumente ausprobiert. Hat angefangen gefühlt im Kindergarten mit Xylophon, dann Blockflöte, glaube ich, hat auch jedes Grundschulkind gespielt. Ja. Und dann bin ich aber auch bei Klavier hängen geblieben, habe das allerdings aufgegeben, natürlich. Aber ich höre trotzdem gerne mal sowas, ich weiß nicht. Ja, Max, okay, ich habe auch 3 Jahre Klavier gespielt, ich habe mal für Adele, ich war mal ihre Dings, ich war hinten im Backstage, habe für die gespielt. Ob du Ludovico ein Naudi kennst oder Hans Zimmer. Der war ja auch letztens also Hans Zimmer auch Johannes Wolfgang Goethe. Aber ein Audi, ja? Ja, genau. Aber da wollte ich zum Beispiel gerne hin, aber habe es leider verpasst. Ich sag's dir ehrlich, wie es ist, Klavierhammer. Hey, aber witzig, oder? Dass die hier alle so in deine Richtung gehen. Also ich finde, dass sie ein Audi genannt hat, krass. Hätte sie jetzt, also so ein Audi-Phase, hey, das sind so meine 2 Favoriten. Aber auch sehr bekannt, also Mainstream schon, ja doch. Also ich würde sagen, die Leute, die sich damit nicht auskennen, kennen es nicht. Ja, das stimmt, okay. Ja. Deswegen, also sie muss sich schon ein bisschen auskennen. Okay, basierend darauf musst du jetzt einen rauswählen. Okay, also ich sag Nummer 3. Krasseste Antwort, direkt, also voll getroffen. Ich habe meine Entscheidung. Okay. Also Nummer 1 will es lernen. Ich glaube dir das, das ist cool, weil ich will es auch. Gerade in derselben Situation. Nummer 3 hat, ist schon sehr tief drin. Und Nummer 2 hat er nachgelassen. Sie hat ja aufgehört damit. Oha! Oha. Deswegen würde ich sagen. Nummer 2 ist raus. Das ist so ein Vibe-Gefühl. Ja, okay. Dann Kandidat Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Hallo. Oha. Hi. Sie hat mir vorhin Kompliment gemacht. Also dich kann ich mir wirklich am Klavier vorstellen. Auch sehr hübsch, muss ich sagen. Dankeschön. Ja, aber ich konnte ja das Gesicht nicht dazu sehen. Ne? Cool, dass du da warst. Kannst du da hinsetzen. Danke. Tschüss. Oh, sie war ja eine Süße. Okay, Finale. Wow. Ich bin gerade echt verwundert, dass du Nummer 1 es ins Finale geschafft hast mit den Moonboots. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das schaffe. Lass Nummer 1? Ja. Also. Weil sie hatte overall bisher mit die krassesten Antworten. Ich habe eine Frage. Aha, hau raus. Ich habe gerade meinen Magenknurren hören, ich habe Hunger. Und dann dachte ich, was kann ich heute Abend essen? Und jetzt meine Frage, was würdet ihr heute Abend mit mir essen wollen, wenn ihr das hier gewinnt? Oh, okay. Oh, Leute, meine Mom hat zu Hause Spaghetti gemacht mit Tomatensauce und ich würde die gerade so gerne. Ich würde die gerade auch fetzen. Mit dem Parmesan drüber. Parmigiano, Maggiano, boah. Die Kandidatin 1. Also mein All-Time-Favorite ist Pasta in jeglicher Variation. Deswegen würde ich sagen, entweder halt in die italienische Richtung oder ich weiß ja nicht, ob du es lieber ein bisschen schicker magst, dann vielleicht Richtung Sushi oder Steak oder sowas. Ich stelle gleich eine Frage dazu. Oha, okay, Kandidatin 2. Also tatsächlich ist mein Lieblingsessen auch italienisch. Also wenn, dann hätte ich auch gesagt, eher in die italienische Richtung. Ich bin aber allerdings auch ein Fan von Steakhouse. Okay, Kandidatin Nummer 1, eine Frage. Sushi ist sehr elegant, das finde ich schon cool. Also würdest du eher Sushi oder ein Steakhouse gehen wollen heute Abend? Wenn ich mich zwischen beiden entscheiden... Das Ding ist, der war mal vegan. Kann es sein, dass er vegetarisch ist und dann Veganismus ausprobiert hat? Hat nicht funktioniert, also ist er einfach vegetarisch geblieben. Oder war er so, ich esse Fleisch, jetzt esse ich 8 Monate vegan, jetzt esse ich wieder Fleisch. Safe so. Weißt du? Er ist doch Sushi. Was? Er ist doch Sushi. Und da ist Fisch. Nicht immer. Nicht immer. Es gibt auch Reis. Babe, like a 99%. Nein, Tutti, es gibt auch so mit Gurke, Avocado und Reis und sowas. Das ist halt Sushi ist nicht gleich Fisch. Nein, Sushi ist immer Fisch. Nein, Tutti. Dann bist du dann eher Sushi. Ich sag's ehrlich, das war eigentlich eher so eine Falle, die Frage, weil der ist beides nicht. Und ich mag diesen Geruch auch gar nicht. Also okay.
Sushi kannst du aber auch mit Gurken. Ich hasse aber auch alles aus dem Meer. Das ist, ey Leute, ich liebe Verwandte. Tutti, ja, das ist, ich schwöre, da würdest du Tutti matchen, ne? Aber das könnte ich halt nicht zulassen, nein, Spaß. Aber nein, das ich hasse noch alles aus dem Meer, also wirklich. Also ich liebe das Meer an sich, ich liebe Tauchen, ich liebe Fische. Aber wenn es ums Essen geht, schlimm. Kein Fisch, kein Tintenfisch, nein, kein nix, keine... Ja, ganz Alten, kurz, ganz kurz. Ich muss hier kurz was klarstellen. Ich find's nur so krass, weil immer wenn wir auf Seven vs. Wild reagiert haben, haben alle immer so gesagt, ja, ihr müsst auch, wenn ihr dort in die Wildnis geht, aus dem Meer essen. Weil wir haben immer so gesagt, boah, ich könnte niemals einen Fisch essen, niemals einen Krebs. Ich hasse den Geruch von Fisch, von Thunfisch, alles. Ich hasse den. Und Jungs... immer, 99%, die sagen immer, Fisch ist wichtig, Fisch bis Proteine. Und so. Und das ist gerade der erste Typ, glaube ich, der sagt, dass er selbst nicht Fisch mag oder nichts aus dem Meer. Das finde ich gerade sehr krass. Finde ich auch krass. Es gibt auch vegetarisches Sushi oder mit Hähnchen. Habe ich probiert, aber zum Beispiel diese panierten Sorten. Ach so. Und diese Alge riecht auch nach Meer, wie Fisch. Deswegen, ich war einmal in meinem Leben in einem Sushi-Restaurant. Also ich gehe immer in Steakhäuser. Echt? Immer. Okay, naja, dann... ist Kandidatin 1 raus, richtig? Ja, so leid es mir tut, hat nichts mit deiner Optik zu tun, wie ich dir gesagt habe. Bist ein mega cooler, taffer Mensch. Zieh dein Jurastudium durch, also Hut Nein, ab. Nein, dann Kandidatin Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Oh, hallo. Ja. Hi. Na, ja. Hi. Du riechst auch gut. Dankeschön. Du hast echt ein hübsches Gesicht. Siehst du mal, wie krass das ist? Drauf? Ups. Äußerlich würdest du ja niemals sagen, die passen zusammen. Ja, aber guck mal, die sieht halt, guck mal Leute, ihre Antworten, die passen auch nicht so zu ihm aussehen, wenn man jetzt so gehen darf. Guck mal, sie sagt, sie hört klassische Musik. Bro, sie sieht aus wie Haft die erste Reihe. Haft Nein, sie sieht aus wie Bad Mom Shay. Ja, ja, so war Shireen David. Genau. Also klassische Musik, aber die ist hübsch. Man hätte nicht gedacht, dass sie zusammenpassen, aber die würden zusammenpassen. Ja, weißt du warum? Der Charakter zählt an der Stelle, wirklich. Ja, ne, kennt man. Danke, dass du da warst. Danke auch. Tschüss. Ciao, ciao. Er hat Blumen mitgebracht. Richtig süß. Oder? Wie süß. Oder? Ja, voll. Passend zu deinen Haaren. Auch noch, ganz wichtig. Ja, du bist voll der Gentleman. Danke. Okay. Ja, wie soll man denn Blumen... Warte mal. So. Mhm. Ja. Mhm. Du kannst jetzt einfach in der Vorhänge vorkommen. Ah. Hallo. Lavra. Sophie, gut. Oder? Nee, Sophie. Gut, und dir? Besten. Na? Hi. Oh, du siehst toll aus. Dankeschön. Ich hab dir noch Blumen mitgebracht. Oh mein Gott, danke schön. Extra für dich, passend zu den Augen. Ja, süß. Du kannst dir voll Oha. Echt voll die krassen Augen. Ja, ne? Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ja, dann, ihr zwei, lauft in euer... Naja, ich würde mal sagen, ne? Jetzt ist aber romantisch. Und Breitenberg. Fetzt die Restaurants, fetzt die Steaks, bleibt zusammen. Heiratet, ladet uns ein. Und ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns dann morgen ganz entspannt um 20 Uhr. Tschüss. Cool. Das war cool. Wenn er nicht so ist, kann er gehen. Leute, wenn er will, dann macht er. Wenn er will, dann kann er ja. Ich schwöre, seitdem diese Leute auf Instagram, weißt du mal, diese Frauen, die dort so TikToks machen und dann so sagen, ja, kennt euren Wert, bla bla. Am Anfang dachte ich immer so, Alter, wie cringe. Aber irgendwann, ich dachte mir so, ihr habt alle recht. Ihr habt recht, ja. Weil so viele Frauen, die verdienen was viel, viel Besseres und gehen komplett mit deren Standards nach unten. Nach unten für einen Mann, nur weil der ja nicht kann. Und dann denke ich mir immer so, wenn er will, dann kann er, dann macht er. Hallo, was geht? Karl, danke für dein Verschenken. Ich sehe es gerade erst jetzt. Ich habe dich auch gar nicht drin gesehen. Was geht, Aldo? Ey, im Chat ist eigentlich Vanessa hier drin. Vanessa, bist du hier drin? Vanessa? Vanessa hat nämlich heute Geburtstag. Ich habe heute an dich gedacht, falls du drin bist. Das stimmt. Vanessa? Vanessa? Jetzt alle ändern ihren Benutzer da. Ich glaube, die ist nicht drin. Die hat ja heute Geburtstag. Wäre auch ein bisschen krumm. Nee, ist sie drin? Nee. Nee, ich glaube, das nein, ist nein, nicht. Nein, nein, nicht die Vanessa. Vanessa 2912. Bitte einmal an die Kasse. Vanessa 2912. So Kasse 1 oder so. Das hat gerade wirklich so angehört. Tut die aber ich glaube, der hat heute Geburtstag, Leute. Ich glaube nicht, dass die in unserem Chat ist. Das wäre auch crazy. Egal, die guckt das bestimmt nach. Ja. Und so, falls du das siehst, happy birthday, bruv. Leute, und hört auf, den Chat zu schreiben, dass sie zusammenpassen. What the fuck? Während der Reaction, schämt euch nicht. Nicht so zu blamieren, ey. Mich so zu blamieren. Nein, ich mache mir Spaß. Aber die machen das immer. Ja, immer, 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 wenn da ein Junge ist. Wow, wow. Als sie auf Riton reagiert hat, auch bei Sofa Dorf. Wow, 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 Bruder. Ihr seid so cringe. Cringe-Lotz, Digga. Ihr seid so unangenehm, Digga. Manchmal, ich schäme mich richtig, Bruder. Nee, jetzt mal im Ernst. Digga. Tutti gehört zu AZ. Ich gehöre zu den Mios. Honas Eifersucht. Ich wäre nicht weniger. Um Gottes Willen. Okay, komm, wir gehen rein. Um Gottes Willen. Digga, würde Tutti sich so ein Central Sea klären, dann wäre ich eifersüchtig, aber
Ja, der rappt dann alles, was da runter der, ist. Am Tag der Hochzeit. Ich kann keinen Text mehr von ihm, gell? Okay, komm, wir gehen jetzt. Junge, mich juckt's am Rücken. Soll ich mal kratzen? Ja. Leute, sollen wir jetzt in den Ono-Genre rein? Aber warte, bist du runter? Kannst du einfach mal bleiben und ich mach's selbst? Ja. So? Ja, so passt. I gotta see you, boo. I'm in the hot spot of the world tonight. In the hot. Gehen wir? Warum lacht ihr? Tonight. Boah, du hast schlimmer gemacht, glaube ich. Leute, auf was sollen wir reagieren? Kann ich mal kurz gucken, ob Musti noch was hat? Oder ich hast du es schon nachgeschaut? Ich glaube, Musti hat nichts. Okay, warte, ich komme. Wie lange bleibt ihr, Leute? Bis 0 Uhr? Und halt noch ein bisschen länger, aber auf jeden Fall bis 0 Uhr, weil wir feiern ja natürlich das Geburtstag rein. Vor 12 Tagen. Okay, dann gehen wir jetzt in den Ono-John rein. Okay? Ja. Okay, wir gehen jetzt in den Ono-John rein, Leute. Ich muss nur kurz Ton einstellen. Und das möchte wirklich gar keiner hören, so wie meine Musik sonst. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Passt. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt so die Mitte gefunden. Kennst du das? Bist du ready? I was born ready. Well, but ya. Well said. Okay, 3, 2, 1. Jo, Leute, was geht ab? Und willkommen. Wir reagieren jetzt auf Ono-Jan. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber... Treats oder Threats? Threats, glaube ich. Ja, Exposed. So gefährlich ist der neue TikTok- und Twitter-Gegner. Wir haben schon im Chat darüber diskutiert. Deswegen, falls ihr Diskussionen wie diese nicht verpassen wollt, dann checkt unbedingt Twitch aus. Wir heißen da genau wie hier auf YouTube. Oder startet doch gerne neue Diskussionen in den Kommentaren. Push den Algorithmus. Let's go. Meine sehr geehrten Damen, Herren und 24 Tim! Was ist das, Mordok? Der sieht einfach aus wie so ein laufender Geodreieck. Ich begrüße dich zu diesem wunderbaren Aufenthalt unbefristeten Kanal, denn mein Name ist Ono-Jan und wenn ihr nicht sofort abonniert, werde ich dem Jobcenter einen Distrack widmen und das möchte wirklich gar keiner hören, so wie meine Musik sonst. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, danke, dass du eingeschaltet hast, denn dieses Mal widmen wir uns einem sehr besonderen und einem ganz anderen Thema. Dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier, glaube ich, zu 600. Wie diese App innerhalb kürzester Zeit den europäischen App Store erobert hat, TikTok in den Schatten gestellt hat und trotzdem so gefährlich sein kann, erfahrt ihr, wenn ihr Ich habe auch sehr viel negatives Feedback zu dieser App gesehen. Voll viele sagen, da sind nur Leute, die beleidigen dich einfach. Also da ist nur negative Energie. Ich verstehe aber nicht mal die App. Weil jeder schreibt auf Insta, ey, macht euch, holt euch mal die App und so, holt euch mal die App. Und ich sehe bei anderen Creatorinnen, dass die auf Insta so, deren dort, was die getwittert haben, die posten das, gell? Dann posten die es so in der Story. Ich denke mir so, hä, ist das Twitter? Ich verstehe es nicht. Also ich glaube, es ist wirklich wie Twitter. Du kannst da so Sachen posten und da so Sachen halt auch schreiben. Aber ich habe auch Twitter nicht so ganz verstanden, hatte es auch nie. Ich habe Twitter auch nicht verstanden. Ja, deswegen, ich habe es nicht verstanden. Ich so, hä, du schreibst da Sachen und Leute können es liken und auch kommentieren, hä? Check dich, wie dumm. Verstehe ich nicht. Wie unnötig. Dran bleibt. Heute geht's um Threads. Threads. Ach, Threads. Threads. Threads? Threads. Heute geht's um Threads, der neuen Meta-App und dem neuen Baby von Mark Zuckerberg. Eine von vielen Apps, die wir haben, Leute. Eine von vielen Meta-Apps. Die Meta-Family, was Bescheid. Da ist Facebook, dann WhatsApp und gefühlt alles andere, was je nachdem im Hype ist. Und bald erweitern wir noch weiter. Was ist das? Es ist mir runtergefallen. Es ist mir runtergefallen. Und bald erweitern wir noch weiter. Jetzt zieht sich mehr. Und so entstand auch Threads. Man könnte auch sagen, es ist ein billiger Abklatsch von Twitter, aber dazu kommen wir gleich. Auf Threads geht es darum, sich wie ein digitales Tagebuch auszuleben, Gespräche zu führen und Connections zu bilden. Die App ist ganz einfach aufgebaut. Man hat sowas wie eine For You, wo ihr die gehyptesten Threads und das eurer Freunde sehen könnt. Dann die Suche, euer Profil und das war's. Das Ganze verbindet man am Anfang mit Instagram. Öffnen wir die App das erste Mal nach der Installation, können wir uns direkt mit unserem Instagram-Account anmelden. Das ist aktuell die einzige Option, wie wir Threads
nutzen können. Dafür unseren Instagram-Benutzernamen und Passwort eingeben. Und an der Stelle, falls du es nicht wusstest, alles, was du dort postest auf Threads, kann passieren, dass das auf Instagram angezeigt wird. Und das ist bestimmt sehr unangenehm, wenn ihr eure Eltern auf Instagram habt und ihr postet da irgendeine Scheiße. Ihr könnt das aber ganz einfach unter Privatsphäre easy ausstellen. Wie gesagt, es ist nichts Neues, dass Meta mit Mark Zuckerberg entweder alles kauft, was gerade Hype hat, oder einfach alles nachmacht. Nachdem er ich bin so angesprochen, wenn er sagt, es ist nichts Neues, dass Meta und ich so... Sie sind halt da, wo der Hype ist. Ja, ne? Kennst du so? Meta da, wo der Hype ist, Leute. Ja, normal. 2012 Instagram für 1 Milliarde abgekauft hat, hatte er erstmal die 2 stärksten Plattformen, die es zurzeit gab. Dann kam irgendwann Snapchat. Snapchat ist eine App, die kann man jeder mit Hundefilter. Okay, nächste. Was er 2017 für 3 Milliarden Euro nicht abkaufen konnte, denn die hatten kein Interesse dran und das war's. Also dachte sich unser Ehrenbruder Mark Zuckerberg, hey, ich mach das einfach nach. Also hat er Stories eingeführt, Snapchats Hauptmerkmal. Und das hat richtig geknallt. Man hatte Instagram, wo man Bilder posten konnte und danach die Story-Funktion. Ich meine, mittlerweile postet jeder mehr Stories, als er Bilder postet. 24Tim hat an einem Tag mehr Stories drin, als ich Bilder in 10 Jahren. Jetzt kommt er aber zu Das ist wirklich crazy. Instagram hatte ja früher keine Stories. Gell? Nur Posts. Oh mein Gott, stimmt. Das ist ich weiß sogar noch, als es eingeführt wurde, war ich voll in meiner Snapchat-Phase. Ich weiß, ich war da richtig jung. Und dann dachte ich mir so... Hä, die machen jetzt auch einfach Story. Hä, warum sollte man das machen? Man hat doch Snapchat. Aber ich benutze kein Snapchat mehr. Ich benutze nur Insta und vor allem die Story. Aber ich glaube, so viele benutzen auch Snapchat, ne? Ja, ja, also ja, vor allem so Jüngere. Ja. Aber als Jünger habe ich es ja auch viel benutzt, aber jetzt gar nicht mehr. Dafür braucht man, glaube ich, Freunde und so. Da hakelt's, weißt du? Da ist das Problem. Da hakelt's. Brett, es ist genauso aufgebaut wie Twitter. Vergleicht mal beide Apps. Es ist fast dasselbe. Anfangs war es nur in Amerika verfügbar und jetzt vor knapp einer Woche kam die Plattform nach Europa. Und wie man es bereits schon aus der Vergangenheit kennt, direkt alle rein. Oh Gott. Deshalb kommen wir zu dem, wieso diese App gestoppt werden muss. Denn nach knapp einer Woche auf dem deutschen Markt, sage ich euch offen und ehrlich, war es das schon. In Amerika connecten sich alle. Jeder pusht sich gegenseitig. Nur Liebe. In Deutschland, man denkt, man ist bei Call of Duty. Jeder ballert auf den, jeder ballert auf Jamo, jeder ballert auf 24Tim. Alle gegen alle. 24Tim roastet auf einmal Leute. Willi und Sydney haben schon gefühlt jede Frau attackiert, sogar mich mit Perücke. Was hab ich mitbekommen? Was? Willi und Sydney. Was? Komm, du weißt ja, die jagen immer so die Mädels, ja, die Stars kommentieren und so. Und dort, ich weiß nicht, bei wem hab ich das gesehen? Ich glaube bei Eli in der Story. Also ihr kennt ja Sydney und Willi, ne? Bro, Eli postet eine Story wie, war das bei Eli? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, du gehst dort durch diese App und zum Beispiel Mädels posten vor einer Sekunde etwas oder vor einer Minute, vor einem Tag. Unter jedem Post von einem Mädchen ist dort Willi und Sydney, die sagen... ich würde gern mit dir chillen oder hey, schönes Bild oder cooler Beitrag oder so, weißt du? Also Junge, die ganze Zeit am Kommentieren. Krank. Bei jedem Mädchen. Ach du Scheiße. Aber die sind, glaube ich, einfach so. Ja, das ist deren Moment. Sind so. Rein da, Jungs. Diese App bringt mein Ende. Am Anfang waren noch irgendwelche Trader und Business-Typen am Start. Alles war elegant. Dann kamen die ersten Memes, alles war lustig. Irgendwann kamen irgendwelche Nervensägen, die es für eine richtige und geile Idee gehalten haben, 100-mal dasselbe zu posten für Likes. Wenn du Repost gedrückt hättest, wächst mein Ohrloch zu. Gemischt mit den ganzen Unsinns-Chires sieht das dort aus wie so eine Raucherecke von einem Berufskolleg. Nur, dass auf dem Berufskolleg keine halbnackten rumlaufen. Bisschen komisch. Auf Instagram sind alle privat, aber auf Threads sind sie alle nackt. Oh. Die App war anfangs noch cool, wie ich gesagt habe. Man konnte sich connecten mit Leuten. Man konnte sich connecten mit Leuten, die man schon vergessen hat. Leute haben Eier getankt. Dieser hier, dieser und da. Ich Shelly ist doch wunderbar. Checkt seinen fetten Gott im VIP. Dazu hatte ich vor einigen Tagen schon was aufgenommen und das sah ungefähr so aus. Weißt du, Shelly, das Einzige, was ich von dir bis heute weiß, ist, dass du irgendwann dein Gött geschenkt hast im VIP und das dich bekannt gemacht hat. Dann hat Lejanko 220 Videos über dich gedreht. Du bist öfter Backstage bei Rappern am Start als hier in Catering. Ey, ich hab dieses Konzert zusammengeschrien. Ich war einfach selber die Crowd. Und du ziehst dich aus. Und das ist ja nicht mal schlimm. Aber ich hätte dich, denke ich, ein bisschen ernster genommen, wenn ein Döner nicht mehr gekostet hätte. Und dann kommst du irgendwann auf Threads. Ich habe lange nichts von dir gehört. Und deine ersten Wörter sind nur noch du. Und du. Und deine. Shelly habe ich nicht auf dem Bildschirm.
Auf dem Schirm meine ich ja. Auf dem Bildschirm jetzt schon, aber nicht auf dem Bildschirm. Nein, die, also ich weiß auch nur, dass die, original, was er gerade gesagt hat, wusste ich nur, dass sie einmal so ein Video gemacht hat, wo sie gesagt hat, Leute, schenkt euch einen fetten Arsch und VIP. Und dann haben sich alle halt so ein bisschen über die lustig gemacht und so wegen der Aussage. Lil Junko hat die auseinandergenommen mit Videos, wie halt, halt so seine Art, der macht das immer. Ansonsten weiß ich auch nichts über die, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, was die macht, wer die ist, was sie tut, wie die atmet. Aber weißt du, was ich mitbekommen habe? Auf TikTok ist das viral gegangen mit diesen Threads. Threads, gell? Nennen wir Streets, Digga. Diese Threads. Und zwar hat Shopaholic, das ist auf TikTok viral gegangen. Das habe ich gesehen. Shopaholic, Bruder, die postet dort so als Beitrag, ja, dass Meadow irgendwie hier Heart gebroken hatte. Na, weil sie hat, nee, ich sag's. Shopaholic postet, alle hoffen, dass Oliver und Meadow zusammenkommen. Dabei weiß keiner, dass er in so einem Beachclub oder so Heartbreak wegen ihr hatte, okay? Und Hava hat daraufhin geantwortet, auch wenn das stimmen sollte, wie uncool ist das, jetzt hier zu posten, bleib mal lieber bei deinen Rabattcodes. Ja, das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Als ich das gesehen habe, ich dachte mir, tschüss, Hava, krank. Und es gibt auch aktuell sehr gute Rabattaktionen, also sie kann da wirklich zurückgreifen. Ich gehe neu in die App rein, ich denke mir so, okay, was ist jetzt schon wieder abgegangen? Ich sehe, du beleidigst wieder irgendjemanden und ich denke mir so, egal, guck mal, hey Shelly, wir... Deine ganzen OnlyFans-Sets kosten noch eh nur 4,99. Die kommt mit, dein YouTube-Kanal läuft eh nicht mehr. Ich gebe dir Plattform, damit du relevant bleibst. Dankeschön für die Relevanz, ne? Und dann bleibt dir auch irgendwann nichts mehr übrig und du kommst an mit du. Zu mir? Bin ich dein Sohn, dass du mich nennst? Bro, dein Image ist dicker aufgetragen als deine Schminke auf OnlyFans-Fotos. Ich frag dich nochmal, wem ins Bein? Wenn es irgendwann nicht mehr läuft und der Hate wird zu groß, kommst du dann mit so einer Entschuldigung wie bei ChatGPT? Was ist das denn für ein Scheiß gewesen? Warte, was stand da? Die beleidigen sich die ganze Zeit auf dieser... Groß. Kommst du damit zu... Digga, ich kann heute nicht reden. Die beleidigen sich die ganze Zeit auf dieser Plattform und dann postet sie, hey Leute, auf dieser Plattform ist es anders gelaufen, als ich mir gewünscht hätte. Okay, auch sie beleidigt so einen YouTuber. Ich hätte mich mehr von meiner realen Seite zeigen müssen. Ja, klar, Bro. Im Nachhinein... Immer dieses, oh, das war nicht ich und so. Bro, du hast gepostet, komm. Und jetzt schreibt sie, ich hätte mich nicht mit diversen Influencern und Leuten mit blauen Haken auf Fake-Beef einstellen sollen. Alles, was ihr gesehen habt, war zum Großteil inszeniert. Oder, und der Rest war einfach eine emotionale Explosion von meiner Seite aus, weil die Promo-Aktion mehr Schattenseiten hatte, als ich dachte. Bro, wer braucht eine Promo-Aktion? Ganz kurz, ich hasse so. Richtig so auf Mariam und Julius, und diesen Fake-Dingern und so. Ja, diese Fake-Beefs und so. Nee. Eine Entschuldigung wie bei ChatGPT, was ist das denn für ein Scheiß gewesen? Digga, das war eine Entschuldigung, ohne das Wort Entschuldigung drin zu haben. Das war eher eine Podcast-Werbung. Ich hoffe, dass du mich genannt hast, war noch angenehmer zu verarbeiten als deine Entschuldigung. Jo Freunde, was geht ab? Ich schneide gerade das Video zu Ende und ich habe vergessen, eins zu erwähnen. Als Manu gegen Bösemann gekämpft hat, musste man 15 Euro für den Boxkampf zahlen. Und da ist irgendwas passiert, Manu hat sich die Nase gebrochen, der Boxkampf wurde gecancelt. Ich schreibe Rest in Peace an alle, die 15 Euro bezahlt haben. Und ihr fühlt sich angesprochen. Digga, du kostest 5, nicht 15. Mach's mal nochmal. Digga, du kostest 5, nicht 15. Sie sagt, ey, geh mal bitte so kurz zurück. Sie sagt, er macht weiter. Haben. Und ihr fühlt sich angesprochen. Er macht einfach weiter, keinen Sinn. Warum fühlt sie sich angesprochen? Stell dir vor, jemand redet über 15 Euro und du denkst, das bist du, weil du ja so viel wert bist. What the fuck? Imagine! Du fühlst dich angesprochen. Nein! Oh nein, das ist echt traurig. Digga, du kostest 5, nicht 15. Mach's mal locker jetzt. Den kompletten Ausschnitt und ein richtiges Video dazu könnt ihr auf Mamudis Kanal abchecken, wenn er es irgendwann hochladen sollte. Die Leute haben Eier bekommen und ballern auf alles und jeden. Man könnte sich das ungefähr so vorstellen. 24 Tim auf Instagram! Hauptbahnhof Frankfurt. Er ist das perfekte Beispiel. Und ich schwöre, ich feiere ihn dort. Und um mal kurz die App in Schutz zu nehmen. Ich meine, es ist ja nicht Metas Schuld, dass die ganzen User dort... Ich schwöre, es ist nicht unsere Schuld. Wir distanzieren uns generell von sowas. Wir haben gar nichts gemacht. Alles für Likes irgendwann angefangen haben zu machen. Keiner, wirklich keiner, hat Bock auf dieses... Komm, lasst uns allen folgen. Das macht so Spaß. Das ist nicht... cool. Dieses Connecten miteinander ist cool. Rapper, die man feiert, Influencer, die man feiert. Du kannst auf dieser App alles und jeden direkt erreichen mit nur einem Kommentar. Übrigens, vergiss niemals alles, was ihr auf Threads postet. Wenn es da einmal gesperrt wird, kriegt ihr die gleiche Meldung auf Instagram. Also kann passieren, dass wenn zu viele Sachen dort gesperrt werden, dein Instagram auch verloren geht, weil es zusammenhängt.
Diesmal mit dem ganzen Mobbing dort angefangen hat. Im Endeffekt, das ist nur eine weitere App, ne? Ja. Richtig geil konstruiert, die noch mehr von deiner Zeit, die du eh nicht so viel hast, gell? Verschwendet, klaut. Ja. Ja, weil im Endeffekt, du schreibst da dann, was hat der getweetet, was hat der gepostet und so, und es klaut dir nur Zeit. Ja. Und du hast Instagram, du hast YouTube, du hast Snapchat, du hast TikTok und dann nochmal das. Bro, und wann willst du leben? Wann willst du leben? Boah, jetzt kommt der Philosoph. Ich schwör's dir. Einfach zu verstehen. Die ganzen Onlyfans-Scheiers kamen, haben sich nackt gezeigt. Keiner hatte Bock darauf. Und dann hat sich irgendwie so ein Trend gebildet. Jeder ist dann auf die draufgegangen. Verpiss von der App, du Sohn. Du hast hier nichts zu suchen. Lösch die App. Keiner hat Bock. Das war nur ein kurzes Beispiel. Und was Mobbing angeht oder diese ganzen Beleidigungen, bin ich sicherlich nicht das beste Beispiel dafür. Aber Leute, die noch nie richtig mit Hate in Kontakt gekommen sind, die kann es sehr schwer treffen. Zum Beispiel die Bloggerin Celine. Sie postet auf der App etwas, kriegt dafür ein bisschen Hate ab und die haben schon gelernt. Freds ist wie alle gegen alle. Und eine antwortet direkt mit, muss man wieder deine Bilder auspacken oder was? Damit du die Schnauze hältst. Sie hat die App danach gelöscht. Und ich will nicht wissen, was sie sich in dem Moment gedacht hat. Aber auf Freds ist ganz normal. Und vertraut mir, einem normalen User geht das irgendwann auf den Sack. Dann hat keiner mehr Bock auf diese App. Ich meine, das meine ich ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß wirklich nichts über diese App. Ich habe gar keinerlei Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wie man die ausspricht, okay? Aber ich habe nur mitbekommen, dass auf TikTok viele so gepostet haben, Proof, du lädst dir irgendwie Threads oder wie das jetzt auch heißt, ne, herunter und wirst die ganze Zeit nur beleidigt, machen die so, geil, weißt du, was ich meine? Yeah. Weil das bockt einfach nicht. Weißt du, das ist so richtig toxisch. Ich hätte auch gar keinen Bock gar drauf. Keine. Und ihr sagt, wir sollen die runterladen? Was ist mit euch gar los? Gar keinen Kopf dafür. Nee. Wenn du jetzt schon die App aufmachst, siehst du nur, wie jeder gegeneinander ist und keiner postet irgendwas Sinnvolles. Das ist auch der Grund, warum diese App, wenn das so weitergeht, nicht lange überleben wird. Genau wie Clubhouse. Damals war Clubhouse auch cool. Jeder war mit jedem cool, jeder war mit jedem connected. Bis... Ich seine kurdische kein Kurd hat damit zu tun. Ich ja auch ihre in der Tunesien. Das passiert ist. Wer hätte gedacht, dass Clubhouse sich auch so entwickelt? Von Leuten, die sich connecten, sind wir irgendwann gelandet bei irgendwelchen Großfamilien, die sich dort anbiefen. Und bei Smash or Pass. Die Entwicklung auf Threads ist dieselbe. Gegen Frauen, gegen Männer, gegen Influencer, gegen Leute, die normale Bilder posten. Hauptsache, da steht Influencer sind nicht willkommen. Ist ja dann easy. Perfekt, Digga. Ja, sehr gut. Das hat geklärt für uns. Oder Likes für seinen Beitrag. Genau das ist auch der Grund, weshalb diese App, die eigentlich so viel Potenzial hat, ganz schnell out wird. Ich war am Anfang selber dort aktiv. Und ich schwöre es euch, ich habe gar keine Lust mehr mittlerweile auf Threads abzuhängen, weil es einfach alles auf Krampf ist, was dort passiert. Leute posten etwas, wenn es keine Likes kriegt, wird es direkt wieder gelöscht. Und dann wundert man sich, warum die Leute keinen Bock mehr auf diese App haben. Probiert Threads ruhig aus, lasst eure Meinung in den Kommentaren da und damit war's das mit dem Video, meine sehr geehrten. Sehr gut, Leute, das war eigentlich ein voll interessantes Video, weil ich wollte sowieso schon die ganze Zeit die Meinungen dazu wissen, weil ich es nicht checke, wie gesagt. Aber UnoJan hat es perfekt zusammengefasst, Leute, schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, hat Tutti heute Geburtstag. Wenn es der 30. ist, hat Tutti heute Geburtstag. Ballert ihr Insta voll mit Happy Birthday, Leute, lasst Liebe da. Und wir sehen uns morgen ganz entspannt um 20 Uhr. Tschüss. Ciao. Hab eigentlich gut. Besuch, aber bin trotzdem da. Lena, du tust alles richtig. Du machst alles richtig. Gott sei Dank, ich mal diese App heruntergeladen. Habt ihr die, Leute? Ja, habt ihr die? Die hört sich echt dreckig an. Die hört sich dreckig an. Die hört sich echt nach Müll an, oder? Ja, ich mach Chat an. Obwohl, die brauchen ja noch einen Reaction. Was wollt ihr nochmal machen? Zeddo? Oder wir gucken mal, was es gibt. Ich will was snacken, Bro. Heute mucken meine Haare mich aber auch auf, ne? Wir haben ein Geburtstagsvideo für Totti, echt? Digga, crazy. Boah, hier ist es so cold, ne? Boah, hier ist es so cold. Literally, it's pretty cold. Willst du die hier? Nee, ich will grad gar nichts. Geht's? Gut für dich. Boah, ich würde gerade so gerne diese Nudeln essen, die Mommy gemacht hat. Mm. Das waren so gut. Was ist eigentlich mit der Heizung? Ach, nix. Läuft immer noch nicht. Es ist schweinekalt hier drin. Wollen wir nicht noch eine Rage runterballern? Dann können wir... Ganz kurz. Ich muss es essen und ich muss auf Toilette. Dann. Leute, wir machen heute keine Pakete auf. Wir machen heute nicht die Pakete auf. Es sind noch nicht alle da. Aber heute sind schon ein paar wieder angekommen. Ich freue mich. Was kann das wohl sein? Bitte, Sambo is wild. Haben wir doch schon. Ich zeige euch mal kurz das was. Kommt
morgen online. Aber nicht mit Adressenseite. Ja. Wenn das denn Selbstporträt ist, Leute, von mir, dann heul ich. Wenn das sieht wieder aus wie was Gemaltes. Das wäre crazy. Wenn hier so mein Gesicht drauf ist. Boah, das wäre ein Albtraum. Aber so ein schönes Bild wäre gut. Das hänge ich dann hier in dem Flur für die Nachbarn. Die geht pissen. Leute, ich soll jetzt über ihr Geburtstag reden, die ist auf Toilette. Ich habe sowas Cooles geplant. Das Motto ist echt geil. I love it. Es passt so perfekt zu Totti. Oh, ich muss auch auf Toilette. Sagt das Motto, nein, weil, wisst ihr warum? Ich vertraue euch und ich liebe euch wirklich alle. Wirklich, alle einzeln. Könnt ihr jetzt abknutschen und umarmen. Aber, wenn ich jetzt das Motto sage, dann treibt ihr es hier die ganze Zeit rein und danach weiß sie es. Und ich mache das jetzt nicht ein paar Stunden vor dem Geburtstag, Bruder. Ich lasse mir das jetzt nicht kaputt machen. Aber das, guck mal, ich sag euch mal was. Das Thema passt perfekt zu Tutti, weil es gibt eine Sache, die liebt Tutti halt über alles. Und sie redet auch immer darüber und so. Und genau. Ja, seht ihr? Ein paar schreiben schon rein, was sie liebt. Ein, zwei haben wir schon richtig. Ja, ich freue mich so. Jedenfalls, ich habe zu dem Thema dann passend auch so Deko geholt und sowas, ne? Und ich habe auch so richtig auf Lachkick, zum Beispiel solche Popper, sowas, ja? Weil sie hat gesagt, ey, wir brauchen Popper jetzt für 0 Uhr. Ich sag jetzt einfach Popper, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, die heißen auch so. Steht hier auf jeden Fall drauf, so Party-Popper, ne? Und sie hat gesagt, ey, wir brauchen Popper bis 0 Uhr. Und ich habe welche gekauft für ihr Geburtstag. Aber die sind, also da auf den, da sind nicht so Konfetti-Dinger drauf, sondern das, was rauskommt, das ist das Motto im Prinzip. Zum Beispiel, wenn das Motto jetzt Schokolade wäre, ist es nicht, ne? Wenn man das aufpoppt, dann kommen da halt so Schokoladendinger raus, versteht ihr? Und das Motto hat halt einen Namen. Und das ist da drauf, deswegen konnte ich es nicht mitnehmen. Also mussten wir gerade neue kaufen, versteht ihr? Was verstehen wir? Siehst du, psch, psch. Nix, die sagen alle so, sag mal Motto. Ich hab alles gehört. Nein, Spaß. Die sagen, worüber redet ihr? Die sagen, sag mal Motto. Leute, Schnauze. Ich hab übrigens nicht das Motto gesagt. Alles, was die rein sagen, ist Lüge. Ich hab's wirklich nicht gesagt. Weil ich Jan, danke für dein Verschenken. So, was schreiben die Leute denn? Jan, danke für dein Verschenken. Alles, was die reinschreiben, ist gelogen. Wenn die schreiben, das, ich hab's nicht gesagt, weißt du warum? Ich sag, wenn sie zurückkommt, Tutti, sagt ihr's, dann ein paar Stunden davor, ihr macht sie kaputt. Ich schwöre, nein. Ich schwöre nicht mit mir. Nein, Leute, jetzt kommt Tonne als extra vorbereitet. Also auch wenn ihr es wisst. Ich hab's nicht gesagt, Tutti. Ich bin doch nicht so lost. Privat auf Insta. Tutti. Ich bin doch nicht so blöd und sag's jetzt einfach ein paar Stunden davor. Tutti kann gar nicht alles gehört haben. Tuttis Ohren sind so schlecht. Selbst wenn ich so rede, hört sie gerade die Hälfte nur. Mm-mm. Sam, wo ist Welcome Online? Echt? Zeig mal. Boah, ich war perfekt. Die haben die eine Folge noch gar nicht online gebracht, gell? Ja, aber da muss noch die Werbung rein. John, danke nochmal für 5 Verschenkte. Was esst ihr? John, danke. Ich küsse dein Herz, Ehrenmann. Toffi. Danke, John. Was ist das denn? Vielen, vielen Dank. Ich gehe kurz auf Toilette, ja? Ah, ich glaube, rein Tutti ist zu viel. Und du isst zu wenig. Leute, soll ich euch mal was sagen? Das habe ich schon mal gesagt. Ich und Tutti haben den ganzen Tag keine Zeit zu essen. Weil wir sitzen irgendwie gefühlt einfach mal dort und machen nichts und essen dann, gell? Und immer wenn wir essen, dann wird das gepostet oder wir tun es hier im Live, versteht ihr? Und deswegen denkt ihr immer, wir essen so viel. Dabei, ich schwöre, wir essen gar nichts. Mein Magen hat sich, glaube ich, um 90% verringert. Was verringert? Ist denn so weit? Ich habe schon geguckt, kam nicht. Ja, vielleicht auf Fiverr, wie das heißt. Heißt es nicht Toffifee? Toffifee. Toffifee. Boah, Jan, danke nochmal für 5 Verschenkte. Danke nochmal für 5 Verschenkte. Ich küsse dein Herz. Danke, Jan. Vielen, vielen Dank. Herzen in den Chat für Jan, Leute. Geht nur 12 Minuten. Ja, Mel, schick mal einen Link rein zum Video. Boah, Leute, um 0 Uhr will ich die Subs sehen. Sag ich nur, wie es ist. Um 0 Uhr die Geschenke für Tutti. Da bist du. Nee, Spaß. Ich gehe jetzt kurz auf Toilette.
Schickt mal Link rein. Klick mal bitte da drauf. Mach's mal bitte weg. Ist es das? Von Lila? Happy Birthday, Tutti. Oh mein Gott, wie süß. Okay, ich gehe auf Toilette, dann gucken wir uns das an, okay? Es kann ja an Tuttis Geburtstag online kommen. Also morgen. Ich gehe auf Toilette, I'll be right back, okay? Huna, wann hast du Geburtstag? Hava, ich habe am 12.02. Also auch in 2 Monaten. Anderthalb Monaten. Anderthalb Monaten. Ein bisschen weniger als 2 Monate. Lila und Mel. Okay, Lila und Mel, Lila und Mel. Ich merke das. Ich komme sofort, ich muss nur auf Toilette. Masis, wir reagieren gleich auf das Video von Lila und Mel. Da brauchen wir gar nicht mehr auf Seto zu reagieren, oder? Oh, Chat wurde angehalten bei mir, warte mal. Oh, scheiße. Marcello. Na, wir können auch auf Seto reagieren. Ich sag ja nur so. Nein, ich habe den Chat kurz angehalten. Ich dachte so, ja, warum schreibt keiner rein? Wollt's nicht nägelneu machen? Ich hatte keine Zeit. Ich mach das dann morgen oder so. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Grün. Aber es ist voll schön, ne? Mach Chat an, ja. Ja. Printer, wir gucken das Video von Sascha nicht. Sascha nicht. Sascha? Sascha. Erinnerst du dich noch an mich? Ich war am Dienstag letzte Woche im Weihnachtsmarkt und hab euch angesprochen. Ihr wart so lieb. Warst du der Junge? Wenn ja, dann ja. Nach der Reaction auf das Video von den Mädels können wir zocken. Da sind wir heute alle glücklich, oder? Tati wird einfach 13, ich meine. Leute sagen immer, umso älter du wirst, umso weniger freust du dich auf deinen Geburtstag. Und ich kann es nicht bestätigen. Ich freue mich jedes Mal eigentlich. Ich will immer so auf Erwachsen tun und so sagen, ach, ist doch scheißegal, Geburtstag und so. Aber dann so 2-3 Tage vorher, da freue ich mich schon richtig. Früher habe ich voll übertrieben. Ich habe so 3-mal gefeiert. So mit Familie, dann mit Freunden, dann mit der anderen Freundesgruppe und so. Ja, dann nochmal ein Silvester. Wenn die Hälfte wegfällt, die Freunde. Ja. Nur noch die Familie bleibt, leider. Nee, mach nur Spaß. Was ist denn das hier runtergescrollt? Wir reagieren jetzt auf die Mädels, danach zocken wir. Kann ich auch? Ja. Ja, hast du auch so einen Hunger? Ja. Bro, jetzt, es bricht aber... Du hast Hände gewaschen, natürlich. Ich glaube, das Wasser nicht laufen hören. Das wäre die gerade los. Die machen nur Spaß. Also es bricht mich gerade komplett, ne? Ich meine, wir sind immer so spät live und wir haben halt auch immer Hunger, aber jetzt gerade ist es schon sehr, sehr, sehr hart. Ne, geht eigentlich, aber ich habe schon Hunger. War schon mal härter.
Nicht meinen Namen vergessen. Von wem ist es denn? Mel, Lila, Lila und Mel. Tutti wird 30. Jetzt mal, gibt es ja auch Leute, dieses die schon... Dieses Gesicht sieht auf jeden Fall nach 30 aus, Digga. Gibt es die Leute... Gute Pflegeprodukte, man weiß nicht. Gibt es die Leute, die schon über 30 sind? Wenn ja, war es hart für euch, Leute? Mann, Spaß. Tutti wird endlich 81. Walla, Leute, wir freuen uns. Alter, steck ihn rein. Der ist schon drin, ne? Oh, super. Ich muss kurz Ton einstellen. Gibt es die Leute, die über 30 sind? Wenn ja, oh, schreib mal rein. Wenn ich das jemand meinen PIN kennt. Hier ist schon wieder eine. Bianca, du bist 31. War es hart für dich, 30 zu werden? Okay, wir gehen rein. Oder war es geil? Eigentlich sagt man bei Frauen, dann ab dem Moment, wo die 30 werden, das ist eigentlich so die beste Zeit. Weißt du warum? Da bist du. Die vollkommen. Wissen dann, ja, nein, die wissen dann, was sie wollen. Die wissen, wer die sind. Okay, gehen wir jetzt rein. Zu die 26 auch nicht. Lass mich kurz an. Ah, Chat und so. Leute, ich lasse Chat an, ja, das ist witzig. Ist ja keine richtig. Also ist jetzt. Ich habe Chat weggemacht. Weil das ist ja jetzt keine, sage ich jetzt mal, keine so Reaction wie auf einem YouTuber oder so, sondern das ist jetzt von der Familie und dann kann die Familie auch drin bleiben, okay? Okay. Okay, boah, jetzt wird's echt tatsächlich den Zähne. Spannend. Nee, du siehst prima aus. Du siehst super aus. 3, 2, 1. Warte mal, meine Haare. Oder ich kann mich nicht, weil das ist spiegelverkehrt hier. Sieht mich hier komplett aus die ganze Zeit. So, jetzt. 3, 2, 1. Jo, Leute, was geht ab? Und willkommen. Wir reagieren jetzt auf Mel und Lila, unsere Mods auf Twitch. Checkt uns gerne ab. Wir heißen da JT Reaction. Ich habe heute Geburtstag. Ich habe nicht heute Geburtstag, aber ich habe ein paar Stunden Geburtstag. Und die haben für mich ein Geburtstagsvideo erstellt. Das heißt Happy Birthday Tutti. Aber wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, hast du Geburtstag da oder hat es schon? Jeder hab ich. Nee, das kommt online, wenn ich Geburtstag habe. Genau, deswegen geht doch einfach auf Insta und schreibt Tutti alles Gute. Schreibt, wie gut sie heute aussieht und wie toll ihr die 81 steht. Und ich vlog euch. Let's go. Ey, ich hoffe, ihr habt nichts reingenommen, wo ich weine. Dann brechen wir ab. Wir brechen ab. Ja, erste Frequenz. Happy Birthday. Ey, das hab ich gar nicht gesehen. Wie geil. Ey, wie geil. Noch ein bisschen zurückgehoben. Ja, ich kann mich bitte schreiben. Happy Birthday. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön mit dem Stuhl nach oben ging der Decke. Momente von Tutti ab, let's go! Endlich ist sie 13, Leute! So, ich glaub. Ich will nicht, dass jemand meinen PIN kennt. Pupupeng! Auf einmal, ich check alle Reisepässe. Hey, Pupupeng, so ist der Insider, Leute! Immer tut denn einmal so irgendwas gesagt in einem Video. Pupupeng! Ganze Chat! Hab ich so, haben die Idioten auch alle richtig verlängert, sind die auch alle gültig? Plötzlich sehe mein Reisepass nicht mehr gültig. Also noch so ein Monat oder so. Ich so, mir? Perfektion! Was ist ein Fehler? Oh, so, oh mein Gott. So. Ey, Leute, wie der aussieht. Erstmal ganz kurz, der sieht aus wie ein Wischmob, Digga. Wer hat den so rum? Ey, der hat Mittelscheite, richtig Fuckboy. Der hat einfach Mittelscheite wie ein Fuckboy. Lumi, du musst so lange warten, ich hab was Wichtiges zu tun. Hier ist eine Schnecke! Eine Schnecke, Lumi! Aber nicht anfassen! Nicht anfassen, du kleiner Hund! Wir verletzen keine anderen, hier! Boah, ey, aufpassen! Nein! Nein! Nicht anfassen! Hier ist schon wieder eines! Balenciaga! Gönnt mir! Balenciaga! Original! Gut. Das ist 38, 38 ist meine Nummer. Oh, ich kann meine Arme nicht heben. Wir müssen es jetzt nicht mit dem Pinsel so alles einkleben, sondern einfach. Ja, einfach drauf. Er macht so! Bruder, ich schwöre in dem Moment, ey Leute, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat uns gesehen. Mich uns. Wisst ihr warum? Er hat durch die Menge geguckt und ich habe so gemacht. AZ, AB und er hat so gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe extra weggeguckt. Er hat mich angeguckt. Ich gucke so rüber, er macht so. Ja, ja. Ich so, ja, komm. Ja, komm. Ja, wirklich. Ey! Zur Taschenmutter!
Ich wusste es. Ich wusste es. Heute unter anderem. Ich so, das ist ein Mann, der macht das zu blind. Aber einfach zwei Sekunden später fährt die jetzt raus und deswegen haben wir echt Glück, Digga. Direkt daneben, so direkt daneben. Parkplatz für eine Frau. Ein kleiner Malteser, das ist ein Welpe, den kann man nicht mal sehen, da braucht man eine Lupe gefühlt. Hey Leute, ich hab wieder die Handyhülle, weil ich bin wieder in meiner Harry Potter Phase. Guck mal, wie in dem Video. Crazy, crazy shit is going on here right now, like this video. Können Sie vielleicht mal nachschauen? Das ist mein Welpe. Sie können natürlich kurz gucken. Nein, können Sie bitte gucken, weil ich hab Durchfall und bin gerade auf der Toilette. Ich kann gerade nicht kommen. Ja, okay, wir gucken kurz. Hallo? Hallo? Melissa wartet! Hallo! Melissa wartet! Ja! Tati! Eins! Eins, nur für Tati! Sag, ich schmeckt dein Kakao auch so komisch? Ist nicht, schmeckt normal. Warum? Sag die, mein schmeckt irgendwie nur nach Milch. Guck mal, du musst auch erstmal rühren. Ja, so. Du musst auch erstmal rühren. Tut aber wieso macht er das nicht für mich? wenn ich hier Kakao verteilen würde, ich würde es direkt verrühren. Aber es geht darum, wenn ich jetzt mit euch rede. Jetzt scheiß drauf. Oh, da hast du so gelispelt mit deiner Zahnspange. Ey, ganz kurz. Da habe ich mal einen Wissen reinbekommen. Ich habe übrigens, Leute, nur noch eine Schiene. Wenn ich die fertig getragen habe, sagen wir so Mitte Januar, ja? Dann ist nehmen wir mal den 15. Januar. Ey, dann ist... Vorbei! Nee, sauber. was ich sagen wollte war, damals, da habe ich das erste Mal diese Invisalign angehabt, da habe ich meine Familie gefragt, nee, aber guck mal, wenn ich jetzt rede und so, hört man das alle so, man hört das nicht, wenn ich das jetzt sehe, gell? Was soll denn mein Mund so blenden? Ich wollte mich so rausgehen lassen. Dass ich mich gerade so anhöre, es geht weg, aber sieht man das, wenn ich sage, hey, was geht ab? Glänzen ein bisschen. Ja. Die glänzen halt, aber das raut sich irgendwann mal ab. Echt? Ganz bestimmt. Bisschen, Bruder, mein Gebiss ist so nach vorne geschoben worden. Ganz bisschen, sag ich. Wenn du isst und sowas, das geht rauer. Wie soll ich jetzt noch die Liebe meines Lebens finden? Da hast du sie auch schon, die Liebe deines Lebens, Bruder. Roll vor dir. Oh, wie scheiße, ist gut. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Trotzdem ja zum Leben sagen. Oh, hatte du bist selbstmordgefährdet. Bro, was ist los? Das passiert noch, hast du Nein gesagt. Ich hatte es in der Hand. Da sind wir nach Kosovo gefahren, weißt du? Oh, wie komme ich da raus? Weißt du, ich hatte die schlimmsten Dünni meines Lebens. Ich glaube. Weil du hast geschrien, nein! Ich so, warum? Bro, was ist los? Das passiert noch, hast du Nein gesagt. Ich hatte es in der Hand. Da ist mir runtergefallen. Ich so, oh nein. Ich dachte, dein Handy wäre in die Toilette gefallen. Sag ich dir ganz ehrlich. Dann sag ich auch nicht, oh nein. Dann sag ich, nein! Was von Burger King? Kennst du wie so ein Kind? Was willst du, Mama? Du kleiner Hund. Ich bin gerade so sauer. Ich kann lange halten. 3, 2, 1. Bist du dumm? Du hast gerade so cringe, über meine eigenen Witze zu lachen. Du bist funny, Digga. Halt so, das ist dick funny. Lach einfach. Ich bin gerade so sauer. Wer kann länger halten? 3, 2, 1. Bist du dumm? Oh mein Gott, wie die mitbekommen ihr Gesicht. Picknick-Date, oder? Ey, Leute, das war so witzig. Da hatte ich meine erste Magenspiegelung, okay? Und das heißt, mir wurde mit einem Schlauch in den Magen gegangen. Mein Magen ist momentan nicht so in der Lage, Sachen zu verarbeiten, ja? Ja. Und Tutti holt erstmal fett gebrannt, gebratene Nudeln, diesen fettig bisschen Skitsch. Ich hab nicht dran gedacht. Aber ich hab die gegessen. Du hast das ganze Ding gegessen. Alles. Ich hab Hälfte. Und dann meckert die. Oh mein Gott, so cute. Boah. Wenn hier nichts finden, dann ist drauf. Der hatte eben noch einen Schlauch im Magen. Ich habe extra sogar die dunkle Sojasauce geholt. Was? Aber wir sind savage. Ja. Classy, bougie, ranch. Auf jeden Fall. Jetzt ist voll so mass. Jetzt ist so alles. Oh, guck mal. Ja, ich box mich. Nein, ich box dich nicht. Okay, danke. Oder war das Spaß? Zeig deine Muskeln. Junge, okay. Oh, oh! Das war am Ernst. Das ist natürlich so vom Preis so das Krasseste. Aber Waffeleisen, ich will so... Ein Waffeleisen? What? Ich hab in alles so viel Zeit, ich hab so lange überlegt, Waffeleisen. Die welche Flagge ist das? Schweiz! Bist du blöd? Schweiz ist gar nicht angesagt! Okay, wir machen weiter. Welches europäische Land ist hier abgebildet? Südamerika! Oh, ich bin da so schlecht drin. Südamerika! Ach so. Ey, Digga, und das ist so dumm. Titanic hier an der Ecke. Was soll ich heute essen für Öfter? Einmal Kalb oder soll ich klassisch? Ja, was machst du?
ist halt immer so witzig, wenn Leute auf Insta denken, das ist wirklich Spaß. Ey, was machst du? Ich hab einmal die... Das war ein Ramadan, wie gesagt, was sollen wir heute für Abendessen? Kein Butter Hinchi. Was machst du? Danach kennst du die Leute, die auf Insta wirklich denken, das ist Spaß. Ey, was machst du? Was machst du? Es ist halt immer so witzig, wie Leute auf Insta denken, das ist wirklich Spaß. Ey, was machst du? Ich hab einmal diesen Witz gemacht, so die zieht ihn durch. Die zieht durch. Ich krank. Wie ist es, tausende Date-Kleider zu haben und noch nicht mal einmal ein Date gehabt zu haben? Es ist krass, also. Oh mein Gott, Totti, dein Nacken ist schon voller. Siehst du, da ist schon braune Farbe. Hier. Oh nein. Das ist so schlimm. Ach so. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Ja. Aber es klang so dramatisch. Ich so, oh nein. Oh nein. Oh, Squid Game! Ey, ich schwör, wenn du schummelst, ne? Sag mal leise, ich muss hören. Nein. Sie denkt, das Glas sagt, ich bin zu 273 Milliliter gefüllt worden. Noch ein bisschen. Okay, ich bin drüber. Okay, oh nein! Ich muss nicht so auf. Die Maske auf. Aus 3, 2, 1. Oh! Oh mein Gott! Ey, ganz kurz, bei mir war Motherfucker-Move. Ich will mal gucken, dass ihr das seht. Komm, mein Glas ist bis zum letzten Tag voll. Das Glas, Leute. Das war Motherfucker. Alle Lachchat geschieden. Und jetzt schwör, du hast nichts gesehen. Ich schwör, ich hab nichts gesehen. Bis heute, keiner glaubt mir. Ich hab nichts gesehen. Okay, komm. Aus 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, ich bin gar nicht drüber. Ich werde ab sofort der erfolgreichste Mensch aus der Hood. Die hat ein Kapitel gelesen. Ich habe das Kapitel zu Ende gelesen. Ja, klar. Vielleicht werde ich jetzt Millionärin. Pache. Nein, aber das ist. Nein, mach schon. Direkt so. Pache. Ey, Mann, bin ich. 1,68 bist du. Ja, richtig stark. Bin ich 1,68? Ich sag nur, dass ich 67 bin. Nein, ich bin 67. Ich bin jetzt ein Fehler war und dass ich 1,68 bin. Das war meine Oma, die da zu hören war, ja? Die sagt, nein, sie ist nicht 1,67, sie ist 1,8. Nee, ich bin nicht 1,68, sondern ich bin 1,67. Genau. Und dieses, ich will 1,68 sein. Guck mal, jetzt da unten der Titel. Nein, ich bin 67. Ich bete, dass es ein Fehler war und dass ich 1,68 bin. Wirklich. Ich bin 1,67. Wie fühlen Sie sich momentan? Ich fühle mich momentan krass. Mein Nagel ist abgebrochen, aber ich lasse mich davon nicht unterdrücken. Das ist eine super Einstellung. Sind Sie schon durchgeschwitzt? Willst du meine Achseln sehen? Nee, danke. Wie überleben Sie hier drinnen mit einem Pulli? Das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, der Pulli gehört zum Outfit und wir Mädels tun ja alles für guten Style und ja. Ja, weil es kaputt ist. Nein. Du wirst hops genommen. Nein. Du wirst hops genommen. Also. Wir haben alle Wand löschen, Junge. Du bist reich. Du hast 20 Frauen. Ich bin reich. Guck mal, du hast 20 Frauen. Ich habe einfach 20 Frauen. Du hast 20 Lambos. Du hast Schulden. Das ist keine Frau. Das ist keine Rolex. Versteht ihr, Leute? Die will zeigen, was das Licht einen so... Wie du in dem Ach, Licht so, aussiehst. Ich hab's gar nicht gerafft. Guck mal, war ein kenntliches Video. Mit den LEDs. Du bist reich. Du hast 20 Frauen, 20 Lambos. Normales Licht? Kelleck. Geiles Licht, versteht ihr? Lambos. Du hast Schulden. Du hast Schulden. Das ist keine Frau. Das ist keine Rolex. Rolex, keine Rolex. Rolex, keine Rolex. Rolex kaufen, auf Straße verschenken. Rolex-Laden anschauen und nicht reingehen. Rolex kaufen und mehr Steine drauf machen. Gar nicht. Like das Video. Meine Uni beginnt in einer Woche. Was für eine Woche? Meine Uni beginnt in 3 Tagen. Mein Gott. Ich hatte doch erst letztes so ein Mental Breakdown. Du musst ziehen. 4, 3. Ey, darüber haben wir erst letztes geredet. Leute. Wir haben gestern den zweiten Teil von Harry Potter geguckt. Und da ist halt auch dieses mit dieser Aurolen. Wie heißt die nochmal? Jedenfalls, du musst die halt so rausziehen. Du musst Aurol, die, das heißt Aurella. Spaß. Aurella, Digga. Du musst die halt so Aurolen. Egal. Du musst die halt so rausziehen. Und wir sagen, wir haben das gemacht in London. Oder so. Boah, das war so geil. Meine Ohren. Thema weg. Jetzt kommt Beauty Shots von Tutti. Steht hier nicht? Nein. Oh. Ich war 25 km/h zu schnell. Tutti. Warte, gib mal kurz mein Handy. Ey, Junge, ich will mich anschauen. Ja, da war nur noch unser altes Auto. Oh, das war ein Lieblingsauto. Ja, das war unser Babywohl. Da habe ich geweint, als wir es verkauft haben. Ja, soll ich dir mal was sagen? Als wir für deine Geschenke nochmal in der Stadt waren, war bei diesem Blumenladen, die haben ja immer so große Autos, weil die müssen ja die Blumen transportieren. Da war unser altes Auto und Mom hat so gemacht. Mein Baby. Das war ein geiles Auto. Ja. Warte, gib mal kurz mein Handy. Ey, Junge, ich will mich anschauen. Ich habe Angst. Das Gefühl, wenn alle 4 sind, da verschmelzen ineinander und ich...
Avada Kedavra heißt ja so Tötungszauber, gell? Tötungsfluch. Aber wisst ihr, wie Voldemort das sagt, der ohne Nase? Ich will nicht, bitte. Okay. Du brauchst was Richtiges, was Dämpfiges. Nimmt mal auf, gell? Letztes Mal, dass wir lachen. Bro, nicht so blöd. Ich hab da nicht so diese Verband. Ey, wie Ennis, ich hab diese... Ich hab wie Ennis, die so... Ich sag die Jonas hat mich gesehen. Was? Ich hab's weg. Was hat dieser NS von Sandra? Ja. Der hat doch gesagt, irgendwie Jonas hat den geschlagen. Da hat er doch hier dieses Halskrause. Ja, genau. Und alle haben den doch so ausgelacht, gell? Und dann haben wir ihm gesagt, am Ende Tutti landet auch so mit Verband. Jonas hat mich geschlagen. Okay, ich mach den Scheiß, komm, wegen euch, Digga. Du T-Shirts, was ich hast du erfunden? Freeze better. Okay, da kann ich eigentlich schon. For freeze better. German Television. Wisst ihr, wie Tutti ist? Tutti kann Cringe-Heit nicht einschätzen. Voll oft, sie bringt einen Witz, Cringe. Aber dann, sie bringt ihn nochmal, weil sie denkt, vielleicht haben die nicht gecheckt, wisst ihr? Wir waren im Ort rum, wir haben ein Taxi genommen, wir wollten vom Hotel in die Stadt. Ja. Yeah. Und danach, der sagt, Deniros. Dann sag ich so, Aids. Er macht Deniros. Sag ich, Aids. Wir gehen rein. Er hat, Ten gemacht. Und danach sagt er so, Ten is better. Dann habe ich so gesagt, Three is better. Aber dann, Bruder, er kennt nur Ten und Eight. Three kennt er gar nicht. Das ist ganz streng. Gar nicht im System gespeichert, Leute. I'm in television. Yeah, TV host. Hello, yeah, the weather's great. Today in Bottrom not so good. Rainy. Yes. Yeah. Neben so zu Hause soll ich nicht gehen, aber die hat sich wieder hingelegt, weil die macht so, ich bin so müde, ich habe doch bis eben gecuttet. Und ich so, ich gehe jetzt alleine, weil ich habe keinen Bock zu warten. So. Ja, okay, du hast gecuttet, aber ich habe Hunger. So. Im Endeffekt, wir müssen selbst unsere Ziele erstreben und ich bin gerade am Erstreben. Aber ich bin so richtig am Acker, ne? Weil ich habe mich jetzt einfach nur in den Pool gesetzt. Und du musst im Schnitt so lachen, als ich das Video geschaut habe. Und die sitzt da so, jeder verfolgt sein Ziel und die sitzt da so mit gefaltenem Bein. Auf jeden Fall, ich sitze jetzt und die ganze so lachen. Hier ist unsere Tür und ich warte, dass sie rauskommt. Eigentlich dachte ich, wenn ich rausgehe, kommt sie so, macht so, hey, nein, geh nicht ohne mich. Aber bis jetzt ist sie noch nicht rausgekommen. Ey, Tutti, was ist gerade alles? Mach doch zu! Oh mein Gott, was passiert hier? Was ist das? Voll lecker! Mach zu! Hey, tausend Gold. Oh nein, bitte nicht! Das müssen wir skippen. Das müssen wir skippen. Ganz kurz, wie sahen wir da aus? Warum habe ich mal meine Augenbrauen so gemalt? Das ist wirklich cringe. Das ist noch auf YouTube ist, das ist cringe. Ich bin in meiner Villa. Kommt gerne herein. Ich muss aber gleich live gehen mit Suna. Dieser Chiller. Ach du Scheiße. Dieser Chiller. Der Arme bezeichnet mich mittlerweile als seine Wife. Ich muss skippen. Aber also, ach du Scheiße. Das geht ja lang, Digga. Tschüss. Du Scheiße. Ich wollte auch unauffällig skippen, Leute. Aber das geht nicht. Skip. Das geht nicht. Mein Eyeliner. No. Jetzt mal. Ich hab Angst. Keine Angst, okay. Jetzt soll's. Hey, da hab ich keine Angst. Als raus in ein Café, was ich gesehen habe, so auch so eine Kneipe. Ich so, Oma! Oma, ein Bier! Oma, ein Bier! Und das mit dem Bier war nun Spaß. Aber steht dir halt auch, dieser Style. Ich mag das bei dir. Ach komm, Hanna. Warte, ich mag das bei dir. Du bist auch eigentlich eine ganz süße und ich mag eigentlich das bei dir. Du musst nur aus deinem Dings ausziehen. Kein Problem, Baby. Leute, seht ihr, wie Tutti läuft? Tutti läuft wie ein saures, vierjähriges Kind. Die stampft immer so beim Laufen. Ich mag eigentlich nicht bei dir. Die läuft. Du musst nur aus deinem Dings ausziehen. Kein Problem, Baby. Ich habe einfach nur die Jogginghose nein. Ich habe so ein hässliches Unterhemd an, deswegen zeige ich jetzt nur meinen Kopf. Guck mal. Ja, einen hässlichen Charakter. Soll ich mal auf deine Torte spucken? Etwas. Oh mein Gott. Erinnerst du dich noch an deine... Da hängt das Baby! Da ist es, Leute! Da ist es! Erste Abonnenten, fuck yeah! Happy Birthday to you! Das war letztes Jahr.
Das war glaube ich, einer meiner. Das war der schönste Geburtstag, würde ich fast schon sagen. Ne? Ja, der war echt toll. Kann man top hin, aber bislang so. Das war der schönste Geburtstag. Ich war da in Harry Potter. Dann habe ich mich schick angezogen. Dann sind wir zur Tower Bridge gegangen. Hatten ein Restaurant mit Tower Bridge Ausblick. Und dann habe ich diese Motherfucking Torte bekommen. Ja, Leute, das sollte eigentlich zu meinem Geburtstag stattfinden, aber immer im Februar, Leute, kommen immer die schlimmsten Sachen. Corona, da waren diese Hurricanes, Bruder, da waren Stürme, Sabrina und wie alle hießen. Wirklich, achte mal drauf, immer im Februar passiert irgendwas Schlimmes auf der Welt. Ja, also und das sollte mein Geburtstag sein. Ich bin immer noch eifersüchtig. Ich schwöre immer, wenn ich das sehe, bin ich immer jetzt so. Im Februar, wenn irgendwas passiert, es wird mich nicht wundern. Voilà. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ich bin Leute auf jeden Fall Gott sehr dankbar, dass sie. Deine Fresse. Ich bin auf jeden Fall. Ey, du hast dasselbe Oberteil an! Du hast dasselbe Oberteil! Ey, stell das nach! Jahre später stell das nach! Das ist dein Moment! Digga, das ist cringe! Kann ich das? Chat, kann ich das? Alter, Leute. Bruder, mit diesem Weinglas. Mit diesem Weinglas ist aber cringe. Tutti hat so ein Glow-up bekommen, wie die da aussah. Ich bin auf jeden Fall. Aber die Stimme. Ich bin auf jeden Fall Gott sehr dankbar. Was? 13 werden durfte. Ich wünschte, ihr werdet hier. Oh ja, schon damals diese Witze. Kennst du diese Hochzeitsdinger? Jetzt so du, mich, ich um dich. Ja. Ganz kurz, was stand da? Ja, jetzt so du, mich, ich um dich. Ja. Schaut mal in die Videobeschreibung, wir haben noch eine Überraschung für euch. Ey, zischt mal ab jetzt. Reicht jetzt, ist die Überraschung. Nein, Spaß. Wir schauen mal weiter. Findet eure Chakra, Leute. Wow. Lila Mel. Lila war Mel. War da ein krankes Video. Das ist abnormal. Lila und Mel, ich schwöre, macht nicht so. Macht so. Dicker. Das ihr habt so auseinandergenommen. Ey, ganz kurz. Alle Herzen in den Chat für Lila und Mel. Digga, alle Herzen. Ey, guck mal, ich sag immer wieder, ne, wenn ihr was für uns schneidet, macht's genauso wie Lila und Mel jetzt. So kurz. So 12 Minuten kurz und bringt's auf den Punkt, Bro. Und ihr habt sie auf den Punkt gebracht. Oh, die haben die noch was geschrieben. Tutti, lies vor. Okay, liebe Theuta Meta. Jetzt wird's formell. Wieso steht da nicht Königin? Warum steht da nicht Tutti Abla? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wir wünschen dir heute einen Tag voller Freude und Überraschungen, wie weit du es mit deinen 13 Jahren geschafft hast. Ich schwöre Respekt. Ist unglaublich. Ich schwöre Respekt. 13 Jahre, so erfolgreich, krank. Bro, vor meinem 14. Lebensjahr. Ich habe alles erreicht einfach. Du bist eine unfassbare, süße und hübsche und liebevolle Person. Ich glaube, ich rede für jeden, wenn ich sage, du bist eine große Schwester, die viele von uns nicht haben. Oh Mann, wie süß. Ich hab sie! Spaß. Die Zeit und Mühe, die du dir immer gibst für deine kleinen JTs, ist erstaunlich. Du zauberst uns immer Lächeln ins Gesicht, egal ob es uns gut geht oder nicht. Ich kann dir sagen, dass ich durch dir mehr Selbstbewusstsein gekriegt habe. Du hast mir gezeigt, dass man im Leben zwar sehr viel lachen kann, aber auch weinen. Oh Mann, wein ich so viel? Oh. Dass sowas einfach normal ist und dazu gehört. Ja, natürlich, Leute. Ich wünsche dir viel Gesundheit und Freude. Ich hoffe, du bleibst für immer unsere Abla Toyota Online. Oh. Guck mal, Leute, das ist von Lila aka Mod und von Mel aka Treuer. Oh mein Gott. Das ey, ich heule wirklich geil. Das ist echt so süß. Vielen Dank, Leute. Vielen, vielen lieben Dank. Das kommt auf JT Reaction Online, Leute. Ihr habt das auseinandergenommen. Vielen Dank. Wir verlinken Leute. Deren Kanal auch unten. Seid wie Lila und Mel. Ja, Leute, geht mal bitte rüber, abonniert die, liked das Video, lasst ein bisschen Liebe da. Danke, Leute. Tschüss. Ciao. Oh Mann, das ist so süß. Vielen Dank. Welcher Tutti redet die, Lara? Helin, danke für deinen ersten Monat. Ich küsse dein Herz. Vielen Dank. Ey, wie witzig war das Video? Ey, wie geil. Sag mal mehr wie Lila und Mel. Sag mal bitte mehr wie Lila und das Mel. Das war wirklich so perfekt geschnitten. Kennt ihr diese Eltern, die so sagen? Ja, das war wirklich perfekt. 12 Minuten, schön knackig, witzig, so zusammengeschnitten. Ja, das ist besser, wenn das so bis 12, 13 Minuten geht, ein Video. Und so kurz und knackig, weißt du? Ja, und so ganz viele Sachen. Weil mit unserer Reaction dauert das jetzt wahrscheinlich so 20 Minuten. Ja. Das habt ihr schön geschnitten. Danke, Leute. Danke. Vielen Dank, Leute. Ihr seid krank. Bro, wir haben so krasse Mods, gell? Ich höre. Perfekt guck, ausgewählt. Ich kann was machen. Wer ist euer Account? Was meinst du? Ach so, auf YouTube hier. Einfach Direction. Geiles Video. Das hat wirklich Lachkick. Das war echt geil. War das so Lachkick? Und das war auch, ey, das war wirklich einer der schönsten Geschenke, glaube ich. Na, das war echt toll.
Bro, die haben extra so ein Video, weil guck mal, du musst ja die ganzen, das ganze Video, also die ganzen Videos anschauen auf JT Family. Mhm. Dann müssen die es rausschneiden, zusammenschneiden und so, weißt du, das ist so viel Arbeit. Das stimmt. Leute, wie lange habt ihr dafür gebraucht? Schreibt's ja, mal. Ja, schreibt's mal gern rein. Oh, mein Nacken knackt. Ja, Leute, wir können Mel irgendwann mal Mod machen. Können wir irgendwann mal machen? Ja, lass sie jetzt Mod machen. Geht das? Ja, aber da haben wir so viele Mods. Ja, aber Bro, das hat sie vernehmt. Okay. Also nach so einem Video, hundertprozentig. Dann will ich es aber auch nicht mehr hören, Leute. Dann passt es aber auch. Wo ist Mel da? Ja. Mel, du wirst jetzt zum Mod. Warte, ich muss erst mal gucken, wie ging das nochmal? Bevor du hier irgendwas sagst. Ah, hier Mod-Starts verleiht. Okay. Mel, hier wirst du preislich und königlich zum Mod ernannt. So, Leute. Hoch, zeig, ich mache nicht den Spaß. Weil alle schreiben so Glückwunsch. Wow, Mel, du hast es geschafft. Mel, du bist jetzt Mod. Du bist jetzt offiziell Mod. Und jetzt, wow. Das ist das, was du im Leben erreichen kannst. Höher geht's nicht. Höher geht's echt nicht. Also du hast auch in deinen jungen Jahren das geschafft, wow, was Mel. Alle schaffen wollen. Wirklich. Mod bei JT Reaction werden. Wirklich. Und hiermit verabschieden wir uns von unserer Show JT Reaction. Ciao, Leute. Boah, war das gerade perfekt, Digga. Gar keinen Bock mehr auf die... Ja, die Nerven, was die Mel ganz Bruder. Ja, alles Nerven. Und dann guck Video. Was ist Video? Oh, was machen wir jetzt? Gehen wir Burger King oder was machen wir? Ja. Aber lass mal Schwein essen. Nein, Spaß. Nein, Spaß, Leute. Jetzt reicht's aber auch. Wir machen nur Spaß. Ich lasse das Mikro extra an, ja. Frech. Na, ist auch nur Spaß. Für alle Humorbehinderten, das war gerade Ironie. Das war Ironie. Okay, also, was machen wir jetzt? Sollen wir zocken? Ja, Leute, was wollen wir machen? Wir können auch zusammen was schauen, wenn ihr wollt. Oder wir zocken. Ich will eigentlich viel mehr gerne zocken. Aber nicht Kahoot. Ich habe nie viel Zeit und sehe nicht immer, wenn ihr live kommt, habt ihr da, weil die will immer in unserem Stream sein, habt ihr bestimmte Zeiten. Also wir sind Mittwoch, Freitag, Sonntags immer live. Also jeden zweiten Tag. Merkst du einfach so. Sonntag, also diesen Sonntag jetzt nicht, weil da ist Silvester. Aber Freitag, Sonntag sind wir immer live. Mittwochs eigentlich auch. Ja. Und immer so abends. Aber da haben wir keine genaue Uhrzeit. Immer so gegen 8. Circa. JT auf die 1. Ich sag, was machen wir? Alle sagen zocken, nein, das. Sie sagt, Tutti entscheidet. Das ist süß. That's sweet. That's so sweet. Was ist heute? Freitag, morgen, Samstag? It's Friday, ja. Yeah. It's Friday again. It's Sunday, Monday. It's Friday again. Hat Samstag die Läden offen? Yes. Oh, Nase juckt die ganze Zeit. Okay, Leute, was wollt ihr spielen? Aber nicht Kahoot. Was wollt ihr zocken? Was wollen wir mal spielen, Leute? Schlagt etwas vor. Ey, weißt du, was voll schade ist? Wir haben diese Switch Gold und wir zocken nie, Bro. Ja, aber ich will spielen, du willst nicht. Oh, der tankt aber sehr tief. Ja, das, ja, nee, hängt immer noch. It's Friday again. Spielen. Leute, was wollen wir spielen? Wir machen eine Abstimmung. Aber Kahoot nicht in die Abstimmung reinmachen. Ich habe gar keinen Bock auf Kahoot. Da muss man denken. Ich will jetzt abschalten. That was so funny. That was literally so funny. Ich entscheide jetzt nicht. Es ist nicht mein Tag. Gell, Tutti hat noch gar keine Rechte. Wir tun so, als ob ich gerade Geburtstag habe, Bro. Morgen. Tutti hat noch keine Rechte, Leute. Wir machen jetzt eine Abstimmung. Also Mods, ne? Mel kann ja mal starten und zeigen, was sie so drauf hat. Gell, Mel, hau mal rein jetzt. Wir bräuchten jetzt eine Abstimmung. Ich muss gar nicht machen, was Tutti will. Die hat erst in aber Kahoot eineinhalb nicht. Stunden. Kahoot nicht. Lena, alles Gute. Das können wir schon mal streichen. Wir können Mario 3D World, wir können Mario Kart. Was können wir noch? Mel, wenn du weißt, wie es geht, dann mach ruhig. Ja, Roblox. Aber was wollt ihr bei Roblox zocken? Aber Roblox hängt immer. Das ist Müll. Kein Bock auf Roblox. Aber Roblox zocken so viele. Aber das hängt immer. Wir haben es doch schon so oft versucht. Das ist was immer so gehangen hat. Echt? Ja. Roblox? Ja. Nein. Doch. Roblox Müll. Danke, Enes. Na, guck mal, hier habe ich so geschrien, dass ich dich habe als Großschwester. Das ist eine große Schwester, die viele von uns nicht haben. Oh Mann, wie süß das. Ich hab's ja! Du bist eine große Schwester. War that true, war that true, ja, war that true. Ich bin mal gerade true. Frech. Leute, Spieleaffe, das wäre auch funny. Boah, Spieleaffe können wir auch machen. Ich hab
oh, wann habe ich das? Weißt du, mit wem das ich das immer gespielt habe? Mit Terror. Echt? Immer. Das ist meine Erinnerung. Also da kennst du dich ein bisschen aus, ne? Ja, immer als Kind, weil die hatte immer so einen Computer. Das habe ich auch gespielt, aber das die ist hatte so immer so einen Computer. Ihr Vater hat an dem gearbeitet. Ey, lass das spielen. Water on Fire. Was ist das denn? Hey. Qualität. Skalierbar, verlässlich und mit bestem Kundenservice. Kann das nicht groß machen? Kann das nicht groß machen, Leute? Ja, oben Vollbildschirm. Hm? Eine sagt oben Vollbildbildschirm. Tutti, es geht auf Zeit. Also, ich laufe damit und du läufst... Ah, perfekt, du läufst damit. Wir müssen jetzt zusammen... Weißt du, wie das geht? Nein. Nein! Ich bin gestorben. Darf ich rein? Nein. Game over, ich habe verloren. Du darfst ins Feuer, aber nicht ins Wasser. Ich darf ins Wasser und nicht ins Feuer, okay? Okay, easy. Also, lass erstmal mich, ich muss darüber... Genau. Geh weiter, aber du darfst nicht ins Wasser, du musst da hochspringen. Aber springen und laufen. Ja. Leute, wir müssen reinkommen, okay? Wir müssen reinkommen. Ganz kurz, wie macht man voll... Hä? Wo oben? Wo? Ah, da, da, ich im Blau. Ah, Vollbildschirm. Ah! Okay, Leute. Jetzt ja, Totti, warte auf mich. Totti, du darfst nicht drücken, sonst kann ich nicht drücken. Okay. Ah, ich glaube, da kann niemand. Grüner Glibber schadet beiden. Ach, Totti! Ich wollte springen! Ich wollte wirklich gerade springen. Ey, wenn wir das schaffen, ne? Oh, Digga, warte. Jetzt konzentrier dich doch mal! Geh vor! Warte auf mich. Oh, shit. Stopp. Lauf, spring. Okay, jetzt mit Schaltern und so. Warte, du musst hier bleiben. Warte. Jetzt mach den Schalter wieder zurück. Genau, warte hier. Jetzt mach den Schalter wieder hoch. Lauf dagegen. Genau, jetzt geh da hoch. Kannst hoch springen? Springen? Ja, perfekt. Ah, einer muss hier stehen. Okay, steh da drauf, Totti. Warte. Geh runter. Und jetzt warte. Genau, jetzt komm hoch. Oh, shit. Warte doch. Nein, die ist hängen geblieben. Nein, lass sie mal umkippen. I don't wanna die. Oh nein, die ist hier hängen geblieben. Oh nein. Warte, ich schaff das. Nein! Nein, als ob, Leute, das war das einfach. Was können wir machen? Nix, die ist hier hängen. Das war deine Schuld. Nein, die bewegt sich. Geh mal weg. Geh von hier raus. Ja, jetzt bist du. Ja! Sehr gut, Horner. Ja! Motherfucker, sehr guter Move. Nicht Diamanten vergessen zu holen. Renn und spring, renn, spring. Ja, sehr gut. Okay, da muss in seine Tür. Hä, hey, das ist ja richtig geil. Als ob du es nie gespielt hast als Kind. Warte, bleib stehen. Jetzt. Okay, Leute, das hat länger gedauert als gesagt, aber wir sind jetzt drin, okay? Ja, das ist wirklich voll geil. Jetzt wird es schwieriger, das war Level 1. Muss die... Als ob ihr das nicht kennt. Ach Leute, ihr seid alle zu jung. Du Krieg auch. Sie richtig groß. Ganz einfach. HSE gibt einen... Okay. Damals immer gespielt. Rebecca, ich auch. Das ist die Levelanzahl. So viel haben wir schon geschafft, ein Level. Wie kriege ich sie richtig? Ich kenne das, meine Kindheit. Oh, jetzt ist es. Hä? Warum hängt denn das jetzt?
fragst, wie kriege ich sie richtig? Leute, wo muss ich hin? Was muss ich irgendwie, wie mach ich auf das Neue? Was muss ich machen? Ah, okay. Boah. Achtung, Totti, ich geh hoch, du gehst unten. Ich hab's einfach. Jetzt musst du hoch. Ah! Oh! Ja. Ja, gehen wir dann wieder zu Level 1, oder was? Was, das ist nicht Level 1, das ist Level 2. Das sieht doch das anders. Hey, wie bist du da hochgekommen? Ah, springen, Bro. Geh durch. Ich kann nicht, das blau. Doch, du kannst. Das ist nicht so schlimm. Du hast nur noch ins Wasser. Jetzt halt auf den Knopf. Halt. Okay. Achtung, Säure darfst du nicht berühren, gell? Deswegen Achtung. Boah, das schaffe ich doch nicht. Doch, du schaffst das jetzt. Oh. Oh, ich wusste, dass sich das dreht. Hey, wie sollen wir denn das schaffen? Wir schaffen das, komm. Gut, warte, warte, warte. Da war ich ein bisschen zu schnell. Die denkt jetzt, sie ist Profi, Digga. Nein. Nein. Digga, Leute. Ich komm da nicht hoch. Digga, Tutti, wir sterben wegen dir die ganze Zeit. Ey, warum komme ich da nicht hoch? Ja, ich kann auch nicht mehr springen. Crazy Shit. Ah, jetzt. Warum musst du eigentlich vorgehen, du Arsch? Ach, da ist eine Wand, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, deswegen halten wir doch die Knöpfe. Echt? Gar nicht realisiert. Leute, muss man da gleichzeitig drauf springen auf dieses Ding da? Oder wie läuft das? Komm erstmal hier hin. Oh, okay, bleib da stehen. Gleichzeitig oder wie läuft das? Doppelsprung? Sollen wir mal zusammenspringen? Achso. In die Mitte. Da drauf und dann nochmal. In die Mitte und schnell weiter, okay. Du okay, probierst als erstes. Ah. Oh, Hona! Okay, warte, bis ich das nicht mehr bewege. Du musst doch ich's machen? Ja. Nein, nein, du schaffst das zu dir. Du machst das selbst. Guck mal, geh bis hier hin. Lauf, spring und wenn du es brüst, spring nochmal. Aber immer hier halten, okay? Okay. Oh, scheiße. Halt, lauf. Spring, spring nochmal, ja. Ja! Ich hab doch gesagt, du schaffst das. Okay, hier ist genau dasselbe. Ich geh vor. Okay? Ah, hier kannst du so rüber. Genau. Renn, 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 renn. Oh, ja. Okay. Oh mein Gott. Das Leben meint es gut mit mir. Geh du vor. Lauf einfach rüber. Kranker Scheiß. Ey, Teamwork ist bei uns 1A, Leute. Tschüss, ich hab mein Spiel gefunden. Leute, Tutti ich kann da bald auch Coaching-Stunden angehen. Leute, Tutti unterschätzt sich. Ich, hör, ich sag anbieten. Ich sag jedes Mal, Tutti unterschätzt sich. Die sagt, nein, ich geb schon auf. Die hat nicht mal versucht. Mega. Ey, Leute, das ist unser Spiel. Wer ist wer? Ich bin blau, Tutti ist rot. Ich bin rot, Leute. Als ob ihr das nicht merkt. Feuer. Okay, Leute, weiter geht's. Ich bin rot. Warte ganz kurz, meiner bewegt sich, Mann. Ich muss erst mal draufdrücken. Ich bin das Mädchen, Tutti ist der Junge. Nein, was mache ich da? Komm, Digga. Nein. Genau, spring da drauf. Ja. Aber jetzt warte, Achtung, Tutti. Ah, nein. Du musst eigentlich nur rechts. Geh mal. Du musst eigentlich nur rechts, links laufen. Ja? Spring. Spring. Jetzt spring. Tutti, du musst mitspringen. Oder es geht nicht. Gib her. Du, guck mal jetzt. Ich mach dir nur hier, dass du da weiterkommst, okay? Guck, und jetzt? Mitspringen. Oh. Siehst du, meiner will nicht. Ja. Also. Okay, warte, die. Geh. Jetzt in die Mitte aber. In die Mitte. Stopp, 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 stopp. Nee, zurück. Und jetzt lass dich runtersliden, aber nicht springen. Rechts, rechts, runtersliden. Rechts, anderes rechts, das links, rechts, rechts. Rechts. Und jetzt warte. Und jetzt geh zurück, wenn du es berührst. Geh zurück, genau. Und jetzt geh in deine Lava. Geh in deine Lava. Und jetzt geh in deine Tür. Leute. Bei mir manchmal links, rechts, ne? Da verwechsel ich etwas.
Leute, was plant ihr hier im Chat? Was plant ihr hier im Chat? Ganz kurz, was plant ihr? Okay, wo sind wir? Ah, ich bin hier oben. Ah, warte, ich muss Gewicht hier drauf machen, dann kannst du runter. Gehst du runter. Zum Glück habe ich die letzten Tage nicht so viel gegessen. Spring! Nein! Oh, ich habe das eine hier verpasst. Oh, das Gewicht runter. Oh, ich habe das eine verpasst. Scheiße. Kann ich das verpassen, ja? Warte. Okay, mach mal den Schalter, Tutti. Sehr gut. Okay, jetzt. Oh. Hilfe! Tja! Okay, komm. Geradeaus, also rechts. Danke, Mami. Oh, Leute. Du nicht in dieses Ding reinfallen, gell, du weißt. Okay, komm. Ja. Sauber! Junge, das ist mein Mädchen. Leute, gefällt euch das Spiel? Tutti, macht es dir Spaß? Ja, ich weiß, es macht voll Spaß. Wir können auch gleich was anderes spielen. Auf ich will noch Mario Kart spielen. Ja. Ja, auf ganz entspannt. Werbung. Okay. Und, ah nee, das hatten wir ja gerade. Jetzt nochmal zurück. Ende. Leute, oben, rechts oder hier? Was sagt ihr? Welches soll ich nehmen? Mitte rechts, Mitte links, oben, unten, links, Mitte rechts. Okay, wir gehen mit Mitte rechts. Boah, das sieht schwer aus. Geh du mal erstmal da hoch. Boah, Leute, wo soll ich damit hin? So? Warte kurz, Tutti, ich mach mal hier alles so. Check nicht. Nein, ich hätte hier nicht runtergehen sollen. Warte, ich kann's wieder aufmachen. Nein, ich komm nicht mehr hoch. Doch, ich kann's ja aufmachen. Ich komm nicht mehr hoch. Wir müssen nochmal. Nein, nicht nochmal. Ich kann nicht. Ich komm nicht mehr hoch. Bist du lost? Einmal reinfallen, da kommst du nicht mehr hoch. Okay, warte, lass mich erstmal machen. Leute, was muss man machen? Doch, warte, ich sag's dir. Ihr müsst mal. Den Stein. Ah, der Stein muss da runter. Ah, okay. Warte mal, Honna. Okay, das macht Sinn. Ja, ich seh's jetzt. Warte. Tutti, sammelt hier alles, dann müssen wir zusammen wieder zurück. Sammel deine Sachen. Dieses verfickte Ding, Mann, das geht nicht. Doch, du schaffst das, komm. Genau. Spring. Guck. Oh, dann mach doch von rechts das niedrig. Egal. Mann. Tutti, geh aufs Rechte. Ja, ich halte sie fest. Soll ich sie hier festhalten, hier unten? Jetzt kannst du oben laufen. Nein, du sollst ein bisschen Abstand von mir halten. Oh Mann, jetzt bin ich schon. Geh runter. Geh runter. Hier, wir machen zusammen. Komm. Hier. Digga, warte mal. Hier. Siehst du? Oh, du regst mich echt gerade auf. Tutti, jetzt mach doch mal langsam. Lauf, spring. Ja. Links, jetzt rechts, spring. Ja. Links, spring. Stopp. Spring. Ja. Wuhu. Okay, jetzt. Tutti, bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen. Ich mach das jetzt. Oh, warum verhängt sich denn immer die Scheiße hier? Jetzt hüpfe mal hier rum. Digga, warum bleibt das immer hängen? Ganz kurz, das ist ein Bullshit. Oh, Leute, den kriege ich niemals raus. Doch, das hast du letztens auch gesagt, also vorher. Nee, das ist jetzt unmöglich. Der bewegt sich. Ja. Bleib da. Oh nein. Hä, und jetzt? Ich krieg den doch gar nicht weiter. Vielleicht ein bisschen springen. Ach, der Block muss
den Knopf halten, ne? Oder was? Ach, der Stein auf dem Knopf. Okay, wir müssen es nochmal machen. Oh. Ich dachte, der Stein muss auf diese scheiß Waage. Boah, ihr seid so schlau. Boah, ihr seid so schlau. Boah, scheiße. Das war unser Fehler. Boah, ist das laut. Ah, so. Okay, jetzt aber, Totti. Eine Runde. Leute, ich bin hier hängen geblieben. So, die macht das mal Ding, das runtergeht, ja. Nein, nicht weiter bewegen den Stein. Hadi, komm, geh so hoch. Oh. Ah, ich muss schon mal hier lang. Ich sehe das schon. Ah, ich weiß jetzt, was ich falsch mache. Sorry, Leute. Kein Stress, Tati. Es ist wichtig, dass du das schaffst. Kein Stress? Ich verkacke die ganze Zeit. Nein, ich kann das, Anna. Ich kann das. Ich bin keine Pussy. Du musst springen. Komm, jetzt. Letzter Versuch war das jetzt. Mann. Du gibst mir gar nicht so das Potenzial. Tati, in 1 Minute 30 versuchst du es gerade. Ach, es geht auf Zeit. Ist ja, ja unfair. So, okay. Du hältst es jetzt runter. Ich mach den Stein da drauf. Warte. Okay. Genau, und jetzt geh auf die andere Seite. Genau, Achtung. Geh, Titi. Oh. Du kommst da jetzt nicht mehr raus. Schieb den Stein zurück. Und jetzt komm da raus, genau. Jetzt warte hier. Bleib jetzt. Ich will auch schieben. Ja, du bist so blöd. Schneller. Ich war doch gar nicht drauf, du Idiot. Gehst du wieder runter? Ich kann nicht. Aber jetzt. Das geht nicht. Ach, Tutti, hier geht's um Teamarbeit. Du rennst immer vor. Nein, weil du gehst auf diese, diese scheiß Kette, obwohl ich nicht auf der anderen Seite drauf war. Warte, lass mal. Lass doch. Lass es. Geh kaputt. Lass mal. Vielleicht fällt's runter. Ja, komm, eins ist nicht schlimm. Ich hab vorhin auch eins verkackt. Ja, solange es meins ist, ist ja nicht schlimm, ne? Warte, das kippt. Ja, jetzt lässt du aber auch eins hier. Nimm nur eins mit. Totti, geh mal auf die andere Seite, dann geh ich hier hoch. Ich geh zur Tür, Digga. Totti, jetzt. Totti, das ist ein Partnerspiel, du Wichser. Ich hol mir den, du musst eh da drauf. Du Nein, musst eh lass da. Los. Ey, warum kann ich nicht wie Mario so gegen Wand und dann da hoch? Oder lass los. Totti, du kannst nicht durch, echt 3 Minuten laufen. Geh zur Tür. Okay. Jeder opfert eins. Okay. Du musst hier hoch. Okay, hi, Chester. Ja, ich hab's schon! Ich hab's schon! So, jetzt brauchst du auch meine Hilfe, Bitches. Ah, brauchst jetzt meine Hilfe, gell? Dumme Kuh. Halt, geh, halt, geh. Hopp! Oh. Mann! Wieso hab ich's immer so schwer? Wieso ist meins oben? Wie die Anlauf nimmt. Wie die Anlauf nimmt. Ey. Boah, ich bin gerade so verspannt, ne? Ich mag nicht zocken. Das macht mich so aggressiv. Boah, Leute. Und jetzt? Weiter oder einen anderen? Weiter oder einen anderen? Wir können auch was anderes spielen, wenn ihr wollt. Nein.
okay. Dann links unten habe ich gesehen. Okay. Ich würde Mario spielen. Mario Kart. Okay, dann machen wir gleich Mario. Warte kurz. Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Achso. Sorry, habe ich gar nicht gesehen. Warte, Leute, das muss jetzt mit Teamarbeit, okay? Geh auf den Schalter. Okay, jetzt warte. Ich muss jetzt auf den Schalter. Warte. Okay, jetzt geh da drauf. Jetzt mach den Schalter. Okay. Du musst rechts, ich muss links. Nein! Warte auf mich! Warte, die warte, noch nicht. Aber du musst dann wieder. Warte, wir müssen kurz überlegen. Ich muss da drauf. Okay? Nee, warte. Nein, du gehst auf deins. Ich erst, dann du. Okay, geh du. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Okay, nochmal. Scheiße. Boah, Leute. Wie sollen wir das machen? Wer zuerst? Tutti oder Hona? Ich glaube, gleichzeitig. Nein. Wenn du drauf gehst, muss ich auch direkt drauf. Ja, gleichzeitig, sage ich doch. Okay. Bruder, man muss echt hier viel studiert haben. Ich sag so, wie es ist. Das ist wirklich hart. Guck hier, das schaffe ich nicht so. Tutti, du musst laufen, dann springen. Jetzt wieder laufen und springen. Ja, wem sagst du das? Boah, Leute, wer muss jetzt zuerst? Ach, Tutti, jetzt muss ich nochmal zurück. Sorry, Bro. Ich muss jetzt. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Springen, ne? Ich kann es, glaube ich, nicht zurückmachen. Nein, du musst hier hin. Was? Nein, das ist das Grüne. Es geht ums Weiße. Oh nein. Ach, wie konnte dir das passieren? Ach, das geht nicht zurück. Man muss jetzt neu starten. Oh nein, sorry. Oh, fuck, der Shit. Leute, gleichzeitig oder wie läuft das? Gleichzeitig? Echt? Okay, wir probieren mal gleichzeitig. Krieg ich sie richtig groß? Okay, jetzt aber, Tutti, hallo. Komm schneller, Hona. Guck mal, ich bin schon oben, Bruder. Guck mal jetzt du. Sehr gut. Wow, ich mach das so gut. Sehr gut. Ey, Allah, warum? Ich kann nicht. Lass springen. Doch, nee, bleib doch mal stehen jetzt. Letztes Mal, Tutti. Ich habe in einer Stunde Geburtstag, dann wirst du alles machen, wie ich will. Die Fresse. Und ich werde die ganze Zeit sagen, bring mir das. Was, halt's Maul, ich bring dir gar nichts. Das ist die Regel bei uns. Schau mal, du bist schon 90. Du bist schon 90, das ist die Regel bei uns. Warte mal, ich spring gleich nochmal falsch, ne? Erst Tutti, danach Hona. Okay, wir versuchen's. Ich habe so Angst, jetzt zu springen. Ich kann hier nicht springen. Oh Gott, Tutti, jetzt hör auf! Hör doch mal auf! Ich mach's dir doch zurück. Jetzt hör doch mal auf, Anna. Warum machst du das die ganze Zeit? Hatte, geh jetzt. Ey, Mann, mit dir Bock grad nicht. Hör auf jetzt damit. Oh, Chat, bitte hilf mir. Nein, du hast doch kein Geburtstag. Ich bleib irgendwie schwill. Ich hab Angst. Ja. Hatte. Chat, Hilfe. Guck jetzt hier. Hier ist der Schwachpunkt. Jetzt bleib doch mal stehen. So, und jetzt spring einfach. Springen und dann rechts. Ja! Okay, jetzt geht jeder auf seine Seite. Okay. Also warte, erst Tutti, dann Hona sagen die. Okay, drei, zwei. Erst du, dann ich. Geh. Eins. Hä? Oh mein Gott, ich sterbe! Ich sterbe! Warum geht Tutti schneller unter als ich? Ist sie schwerer? Scheiße. Das war. Hä? Ich muss dann direkt zur Tür raus. Ah, okay. Ey, dieses Spielhorn an meinem Nacken ist voll hart geworden. Ey, komm, wir lassen. Warte, Streck, guck mal, fass mal meinen Nacken an. Okay, Ende. Oder ich so eigentlich mal entspannt um diese Uhrzeit, so 11 Uhr, mal entspannt. Ey, okay, bei mir, gell? Okay, ah, wir spielen. Was magst du? Ja, ist ja gut. Guck, wie verspannt ich bin. Krieg ich sie richtig krass, groß? Oder? Das ist so übelst krass. Was wollt ihr dann spielen? Mario Kart? Ihr hättet springen müssen. Na, hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Ich spring jetzt gar nicht mehr. Spring nie wieder. Leute, wir können auch andere Sachen spielen. Wisst ihr, was ich damals immer gespielt habe? Immer mit so Barbie-Spiele, wo man die so schminken muss und anziehen. Lass mal Uno spielen. Was? Das geht doch gar nicht zur zweit hier so. Ach so. Hier, oh mein Gott, das sieht wirklich aus wie damals, gell? Die haben einfach kein Upgrade gemacht. Ich schwör. Wo sind...
Was bin ich mal gegangen? Denkspiele war ich, glaube ich, nie drauf. Nee, Strategie auch nicht. Sportspiele, nach heutigen Erkenntnissen nicht. Geh mich wo sind Puppenspiele? Zombiespiele? Kann man denn hier bei, wie heißt das hier, Spieleaffe, kann man da gemeinsam mit euch auch spielen? Ich glaube nicht. Ballerspiele, Denkspiele. Boah, Autospiele habe ich immer gemacht. Ah, hier kann man doch auch Pinguin, das habe ich geliebt. Oh, das war mein Lieblingsspiel. Echt jetzt? Ja, das war mein Lieblingsspiel, da muss man die immer servieren so. Oh mein Gott, ganz kurz, okay. Ganz kurz, Leute. Schlechter als je zuvor. Mit Grammarly verfassen sie effektive Texte selbstbewusst. Oh mein Gott, kenn das auch noch. Oh mein Gott, ja. Ey, das habe ich geliebt. Ich habe das nie gespielt. Was ist das? Nein, wo du diese servieren musst? Nein, kenn ich. Vor. Mit Grammarly verfassen sie... Ich kenn's nicht, Bro. Oh, die Musik! Boah, hör da. Ah, nee, haben wir nicht. Wir haben keine Chips, gell? Ist aber laut. Wir haben keine Chips, gell? Du kannst die Musik einstellen. Ja, jetzt erzählt die so ihre Story. Alter, das ist wirklich genau wie damals. Die Musik, ey Leute, ich komme nicht klar gerade. Ah, wie laufe ich? Hä? Wie laufe ich? Wie laufe ich, Leute? Wie laufe ich? Auf Sitze drücken? Aha. Aha, stimmt. So, ah. Okay, der will einen Drink. Okay, der will schon mal einen Drink und der will das. Guck, jetzt hole ich den Drink und bring's ihm. Was soll der? Boah, als Kind war das ein bisschen überfordernd. Und jetzt lassen die gleich Geld da einfach auf dem Tisch liegen. Hab ich nie verstanden. Boah, Leute, das war mein Lieblingsspiel. Hä, das geht ja voll fit. Als Kind war das so, das war so stressig, ich schwöre. Das war immer so stressig. Oder mit emotional war das schon gleich, das war meine Kindheit. Das habe ich gespielt den ganzen Tag. Oh, wie süß. Okay, Leute, wir hören jetzt auf. Ich wollte nur gucken, wie das ist. Hä? Wir hören jetzt auf. Wenn es Spaß macht, dann spiel. Ich spiele das privat, ich schwöre bei Gott. Was denkst du denn? Rebecca, danke für deinen zweiten Monat mittlerweile. Ich küsse dein Herz. Vielen Dank. Danke. Ich will Mario Kart spielen. Ich muss erstmal hier meine Einstellung wieder zurücksetzen, Alter. Der hat mir gerade alles zerstört. So. Habt ihr so Hotelspiele geliebt? Ja, das auch. Ey, Leute, ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Christina, danke für deinen vierten. Christina, danke für deinen vierten Monat. Mario? Ja, wir können auch Fall Guys spielen mit den Leuten. Mhm. Wo war Tutti, als du gespielt hast? Getickt, keine Ahnung, irgendwas so. Die war da, glaube ich, schon 80. Die kann sich nicht so aus. Was machen wir? Sollen wir noch Fall Guys, weil dann können 50 Leute mitspielen, oder? Mhm. In Fall Guys sind wir so schlecht, Digga. Egal, aber die Leute können mitspielen. Hast du alle gegessen hier? Ja. Du hast Hunger. Ja. Okay, ich werde mal bitte den Controller. Sowas von Fetzen werde ich sie. Was ist das denn? Ja, Bro. Warum geht das nicht? Mach rein. Hat Paten unser Kabel gewechselt? Warum ist es so kurz? Dann geht unser Vollgeist nicht.
Keine Ahnung. Und zwar, wir müssen uns bei Epidemic Dings hier anmelden. Mach das anmelden. Mal bitte. Abstimmung. Okay, Mel macht Abstimmung. Hadi. Mel, versuch einfach. Du kriegst es hin. Genau, Leute, feuert sie an. Denkst du, es geht? Oh mein Gott, ich bin drinne. Geil. Ah, der braucht ein Update, Vollgeist, deswegen. Okay. Glaube ich. Vollgeist brauchte nur ein Update, das wird gerade geupdatet. Wir können auch Among Us spielen. Hättet ihr Lust? Digga, Among Us bist du so gut, Honna. Ich guck da so gern zu. Echt? Ja, ich schwör, ich lieb's. Ich guck generell Among Us auf YouTube. Ich auch. Ich guck das so gerne. Mel, hast du die Abstimmung gemacht? Stark. Mel, deine erste Abstimmung. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt von alle Mario Kart. Ich dachte vorgestern, damit ihr mitspielen könnt. Sehr gut, Mel. Weißt du was? Dann mach mal bitte noch eine Abstimmung. Zwischen Fall Guys, Mario Kart und Among Us, okay? Genau. Ich glaube, das ist gut. Das ist like, das ist perfect. Weil viele sagen jetzt Among Us, sie wussten nicht, dass es zur Debatte stehen könnte. Okay, dann lösch die mal kurz und mach nochmal eine neue. Genau. Ich gehe hier auch kurz raus bei... Hast du gemerkt eigentlich, dass ich den Tisch sauber gemacht habe? Voll, direkt. Direkt. Wirklich? In der Sekunde. Weil letztens diese Fliegen, die hier so tot waren. Ich so, Bro, ich muss desinfizieren. Aber das Ding ist, sie waren 2 Tage nicht hier. Und ich habe das Gefühl, es ist wieder voll, ne? Ja, der fängt halt Staub, der ist schwarz. Gut. Gut. Ihr könnt schon mal alle Fall Guys laden. Fall Guys werden wir 100%ig schon mal spielen. Ich muss nur kurz was gucken, Leute. Funktioniert unser Ton? Ganz kurz, nicht erschrecken. Und geht unser Ton jetzt nicht? Ich wusste, es geht gerade nicht. Und geht unser Ton nicht? Zum Glück haben wir die Reactions schon. Why is it not working? Keine Ahnung. Egal, liest du weiter den Chat. Ich guck mir das kurz an. Aber die hören uns doch, oder? Ja, ja. Ah, deswegen. Der ist umgeswitcht jetzt. Vorstellen, die Uhrenmarke so Holzkern. Gut. Jetzt, Leute. Wie fühlt es sich eigentlich an, so ein Experte zu sein? Ich sag dir ehrlich, manchmal fühlt es ein, manchmal überfordert sein. True, true. Ich guck kurz auf den... Wie hoch ist euer... Ja, Among Us hat gewonnen. Okay. Dann spielen wir jetzt Among Us. Let's go. Among Us hat gewonnen? Mhm. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Ja, voll geil, gell? Ja, cool, dann können wir auch Among Us spielen. Hä, geil, mit 55%. Voll geil, Lara. Kann man auf der PS4, 5, whatever spielen. Auf der Switch und auf dem Laptop, glaube ich. Aber nicht auf dem Handy. Hi, Ro. Wir spielen aber bestimmt auch noch Vollgeist. Ihr könnt es schon mal installieren. Das dauert ja immer so lang bei euch. Oder runterladen, keine Ahnung. iPad auch? Echt? Okay. Also, Leute, ihr müsst mich hier nochmal dingsen. Lokal. Ja, Greta, wir müssen immer schauen, dass wir nicht Imposter sind. Lokal, oder? Nein, nein, wir spielen nicht mit denen zusammen. Wir spielen Fremden. Okay. Weil das macht mit euch macht es nicht so Sinn, Leute, um ehrlich zu sein. Eigentlich macht es schon Sinn, wenn wir nicht Imposter sind. Was? Das geht aber nicht. Dann wissen wir, dass wir nicht Imposter sind. Ja, wow, aber dann ist halt jemand anderes. Aber das ist doch voll langweilig. Imposter ist doch das Interessante. Mhm. Naja, wie du willst.
Oder wie machen wir das, Leute? Zusammen oder online? Dachte, wir spielen mit. Zusammen oder online? Ach, zusammen macht das gar keinen Sinn. Aber egal, wir machen es, komm. Wow, Horner ist so nett. Was? Herz im Chat. Was? Okay, Leute. Wie kann ich schon mal einen Raum erstellen? Hosten, ne? Genau. Mach mal schwer. Na, nicht so schwer, erfahren. Genau. Wir spielen normal. Es gibt 3 Verräter und es gibt 15 Personen, ja? Ja. Chatsprache, mach mal Arabisch. Wir nehmen das. Nee, Leute, komm. Was heißt Free Chat? Was heißt nur Quick Chat? Was heißt Free Chat? Ich glaube, Free ist richtig. Ich glaube, das ist richtig so. Okay, Leute, ich zeige euch den Code. Seid ihr ready? Ich glaube, ich mache mich erstmal selbst ein bisschen schick, Alter. Für euch. Wie laufe ich? Ah, so mit Tastatur. Warum heißt denn wie Harsom? Keine Ahnung, das hat das mal eingestellt. Wie random. Digga, kann man die Namen ändern? Ja, ich mach's mal anders. Ready? Ich mache auf öffentlich und das ist der Code. Oh nein. Wie zeige ich den Code, Leute? Oh shit. Vielleicht musst du ihn irgendwo einfügen? Nee. Wie zeige ich den Code? Hey, wollt alle online? Ihr wollt doch gar nicht zusammen. Leute, ihr könnt abstimmen, ob online oder ob zusammen. Hä, wieso können wir diesen Code nicht? Ach so, privat. Hä? Aber es geht trotzdem nicht. Zeig mal. Das hier ist der Code-Chat. C-U-U-M-B-F. Okay? Kann dir mal einer irgendwie anpinnen? Wo ist der? Melodie ist direkt drin. C-U-U-M-B-F. Keine Ahnung, warum ich den Code gerade nicht zeigen kann. Ah, du hast Streamer-Modus an. Aha. Wie machst du den nochmal aus? Stream. Ah, jetzt. Ah. Ah, wir sind voll. Sehr gut. Okay, let's go. Soll ich anfangen? Dann kannst du danach. Nee, spiel du. Ah, mach privat. Ah, hab ich. Ich hab's doch geschafft. Was sind wir? Okay. Let's go. Hast du eigentlich heute Kopfschmerzen? Nee, ne? Geht so hier ein bisschen auf mein Auge. Was geht bei dir? Gar nicht. Okay, Leute, wir gucken erstmal, unsere Aufgaben sind einmal Navigator. Okay, let's go. Okay, zeig mal, wer schießt gerade. Okay, Leute, Lila ist safe. Lila, komm mal mit mir, du bist safe. Die hat gerade geschossen. Okay, Mango, geh mal weg. Bruder, Mango, das war ein bisschen sassy. Ja, geh mal, kommen wir. Wo ist Lila? Ich bleib mit der, die ist safe. Lila! Lila! Oh nein. Wer ist das? Viola ist auch safe. Warum geht's nicht? Ah, die haben schon gemacht, okay. Okay, Leute, ich gehe jetzt Admin. Ah, da ist Lila. Ich gehe Admin jetzt die Karte durchziehen. Xa ist nicht so schlimm. Aber dann können wir immer mit euch spielen. Also, die oder der hat reingeschrieben, man sieht doch, was ihr seid. Ja, egal. Ist egal. Wir wollen einfach nur mit euch spielen. We just wanna spend time with you guys. Wo muss ich jetzt hin? Ich gehe jetzt Elektrik. Ich weiß, ob es so schlau ist, das zu erwähnen, weil sonst können die Mörder mir hinterherlaufen, aber. Gut. Bitte, hier ist eine Leiche. Ist hier eine Leiche? Oh. Tötet ihr auch? Oh nein, ich glaube, Licht wurde ausgestellt. Nein. Sus. Ich gehe O2, Leute. Ich gucke jetzt erstmal. Okay, Leiche gefunden. Viola ist gestorben. Scheiße, die war safe. Nein. Dann kann ich nur Lila jetzt vertrauen. Wo? Okay, Leute, wo? Waffen. Okay. Hab dies Müll ausleeren. Kann einer schauen. Leute, Lila ist safe. Lila ist safe, genau. Ich schreibe nicht in den Chat, okay? Ich rede einfach. Ihr hört mir eh zu. Nein, Viola. Die arme Bruder. Die ist gerade reingekommen. Die wurde direkt getötet.
Mensch. Leute, Lila ist safe. Was machen wir? Ich glaube, wir skippen. Oder hat jemand was gesehen? Ich würde sagen, wenn keiner was gesehen hat, dann skippen wir. Und ich ändere auch gleich die Einstellung. Einfach Abstimmungszeit sind über eine, sind 100 Sekunden oder so. Und Viola ist im Chat. Ripper mich. Was? Okay. Okay, alle haben geskippt. Sehr gut. Wir machen erstmal weiter. Ein Tod heißt nichts. Also, Viola, du bist viel wert auf den, aber Bruder. Hanna. Ey, aber auch die Toten müssen ihre Aufgaben erledigen, sonst können wir nicht gewinnen. Ich habe nur noch Reaktor, Leute, dann bin ich fertig mit meinen Aufgaben. Ich habe nur noch Reaktor und dann bin ich fertig. Ich hoffe, ich sehe jemanden, der mordet. Zeig mal, wer ist bei Kamera? Irgendjemand ist bei Kamera? Haben wir Kategorie gewechselt? Ich mach das mal. Kurz. Nee, ich lasse das so. Ah, okay. Boah, das dauert immer so lang. Perfekt. Boah, hier sind zu viele Leute. Hier passiert gleich was. Ich will's sehen. Hier passiert gleich was. Ich sag, ey, Lila, bleib hier. Du und ich sind safe. Lila, bleib hier. Lila. Lila, Bro, bleib hier. Aber hier, zu viele schauen mir gerade in die Kameras. Digga, jetzt. Nein, jetzt sind alle hier. Bruder, das ist zu aufregend gerade. Komm. Mordet. 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 Chat sportlich. Mordet. Mordet. Komm, Leute. Lass geht. Ey, einer kann hier wenden, okay? Ich stell mich davor, dann sieht keiner aus. Warte. Okay. Stell dir mal vor, einer wendet. Ey, komm, ich stell uns alle hin und der jetzt. Oh, nein! Wer war das? Nein! Wer war das? Hat jemand was gesehen? Ey, bitte sagt jemand, hat was gesehen. Das war crazy. Oh mein Gott, Hanna. Es hätte auch dich treffen können. Ja, das ist das Aufregende. Es hätte auch dich treffen können, Bro. Leute, hat jemand was gesehen? War das du, ha? Wer ist gestorben? Oh nein, nur die Albaner, Junge. Wer hat was gegen Albaner? Scheiße. Ich weiß, wer ist. Gandhi, schreib mal rein. Ich stand an Tür. Okay. Hab nichts gesehen. Leute, wer war nicht in dem Haufen drinne? Der ist safe. Das ist die schlimmste Idee, alle auf einen Haufen. Das war Hornas Idee, ne? Ja, weil es witzig ist. Ich stand mit Hona auf dem Schacht. Ja, ich auch. Okay, Leute, wenn keiner was gesehen hat, dann ich skip. Ich hab nichts gesehen. Der kommt davon? Nein, Hona. Wir können nicht einfach jemanden rausvoten. Das geht gar nicht, Leute. Ihr müsst doch die Augen aufmachen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass was passiert. Ey, Melody ist irgendwie... Ja, wenn ich was sage, die sagt ja richtig ja auch und so, weißt du? Nee. Dass diese, die zu viel mitgehen. Melody, wenn du es bist, dann bin ich sauer. Hona ist zu nett. Ah, Melody, du bist zu nett. Aber guck mal, wir haben fast unsere Aufgaben erledigt, Leute. Und wir sind noch so viele Leute, die killen zu langsam. Deswegen, ich sag euch ehrlich, macht eure Task, dann können wir gewinnen. Viola und Dua, ihr müsst auch eure Task machen. Dann können wir wirklich gewinnen auf easy. Auf locker. Ey, wenn Melody es ist, ne, dann ist Mel Mod und Melody nicht mehr. Das sage ich euch. So viel ist sicher. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, Braun und Melody sind zass. Wo ist Melody? Ich verfolge die mal ein bisschen. Wenn keiner stirbt, Lila, bleib du mal bei diesen Braunen da, Digga. Ah, da hier ist Melody. Hi, Melody. Also, guck mal jetzt unter uns. Leute, das muss kurz ein Gespräch zwischen zwei Augen sein. Guck, wie die wegrennen. Melody! Bleibst du hier? Ey, Leute, es ist sowas von Melody. Die würde niemals wegrennen. Die ist eigentlich eine Treue. Wo ist die, Digga? Leute, findet die. Die ist bestimmt gerade in irgendeinem Schach. Alex, ist immer noch Corona, gell? 2 Meter Abstand. So. Ey, wir haben fast gewonnen. Ah, da ist Melody. So, du kleine Maus. Hm? Wohin willst du? Ey, wir machen alle hinterher. Ey, Digga.
Dieser Mango chillt auch immer hier, gell? Der lebt auch sein Leben gerade. Ey, Leute, dieser Raum ist zum Töten gemacht. Wir sollten wirklich nicht alle auf einem Haufen bleiben. Alex, geh mal weg. Ich hab Angst, dass der mich tötet. Der steht so nah an mir. Leute, wenn ich sterbe, gell? Dieser Alex... Bitte nicht, Torner! Irgendwer wurde getötet. Ich hab's nicht gesehen. Wegen Mikrofon. Ich hab's nicht gesehen. Lissy hat's getroffen, Bro. Lissy, es tut mir so leid. Nein, Lissy! Wer weiß? Wer hat's gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Mikrofon stand davor. Habt ihr's gesehen, Leute? Was, Hannah? Hannah, schämst du dich nicht? Hannah war das? Oh, Hannah! Ich wusste direkt, Bro. Namen mit H, Bro. Die sagt Scheiße. Junge Hannah, das war schlecht. Du kannst doch nicht machen, wo überall Leute sind. Digga, Hannah, das war schlecht. Hannah, frech. Ja, Leute, ich finde Melody immer noch sass. Ich finde Melody immer noch sass. Oh mein Gott, der hat gerade eben auch Scheiße reingeschrieben. Leute, ihr müsst alle abstimmen, weil die Scheiße läuft viel zu lang. Komm, wir müssen uns neu schicken. Lasst Hannah nicht einfach davonkommen, ja? Votet für Hannah. Votet für Hannah. Hannah, du musst voten. Purge und Lila reinigt auch. Eure Seele. Lila und Hannah müssen voten. Hannah, purge und reinigt eure Seele. Lila, HD. Und Lay auch. Ah, nee, Lay hat, sorry. Nur Lila muss. Lila, schläfst du oder was ist los? Digga, Lila ist kurz auf Toilette, gell? Ich vote mich selber. Die sagt, Bruder, die dachte, sie ist so scheiße, ich war so schlecht. Ich mobb nicht, Hannah. Das ist doch nur Spaß. Ey, Digga, Lila, mach doch mal. Boah, Lila ist gerade, glaube ich, nicht da. Fuck, ich muss diese Einstellungen ändern. Leute, erinnert mich mal, ja? Erinnert mich mal. Digga, Lila. Boah, 40 Sekunden müssen wir jetzt warten, Lila. Lila ist einfach eingeschlafen. Boah, Lila, boah, die geht so. Oh, Mann. Lila. Warum läuft das überhaupt so lange? Ich muss es ändern, die scheiß Who needs that much time? Get to think, gleich. To vote. Lila kurz im Backrooms, ich schwöre. Leute. Bruder, Lila, ich mein's gerade ernst. Du kriegst einen Bann auf Twitch, wenn du jetzt nicht votest. Digga, wo ist die? Ach du Scheiße, Digga. Leute, ihre Mutter schreit sie gerade an. Soll ich die Kamera hier hin lieber machen? Oder hier? Hier, hier. Oder hier. Ciao, Hannah. Boah, Hannah. Sorry, alle gehen. Du musst jetzt gerade stehen dafür, was du uns angetan hast. Unserer Familie. Ich mach mal hier hin, ja? Hannah war ein Verräter. Na, oh, ehrlich. Hannah. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Wie ist Code? Fiola, wir spielen gleich nochmal. Dann können andere noch rein. Okay, also, wie viele... Leute, es gibt 3 Verräter. Ihr müsst eure Task machen. Auch die, die tot sind, müssen ihre Task machen. Herr Melle, du hast keine Task mehr, gell? Schon auffällig. Du machst gar keine Aufgaben. Ja, ja, ja. Wer war das jetzt? Leute, ihr müsst es auch, dingsen. Geh nicht dahin, warte, da steht Melody. Vertrau dir nicht. Oh! Oh mein Gott! Ich wusste, dass er es war. Ich hab doch die ganze Zeit gesagt, geh weg, geh weg. Ich hab doch gesagt, ey Leute, ich hab gesagt, wenn ich sterbe, dann war er das. Ach, du ich hab Scheiße, gesagt, wenn ich sterbe, dann war er's. Nein. Ich hab gesagt, Leute, der ist mir zu nah rangerückt. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Leute, wurde die raus. Das war grad hart. Was hat er gerade gemacht? Der hat mich getötet, der hat mich erschossen. Ja, aber soll ich schießen? Ernsthaft jetzt? Ja, Bruder. Messer ist schlimmer. Schuss ist nicht so schlimm. Messer ist schlimmer. Komm raus mit dem, Leute. Alex, Bann. Jetzt haben wir dich, du kleiner Schlingel. Lara, so. Alex, das ist so unnötig. Oh, Lissy, dieser. Ich schreibe RIP ohne. Lissy, du bist vor mir gestorben. Du tust mir leid. Ja, ich weiß, Mango, das macht gar keinen Sinn. Deswegen sollte man eigentlich auch lieber offline, also nicht alle zusammenspielen. Aber es macht irgendwie auch Spaß, von daher scheiß drauf. Boah, diese Fliegen. Lila, wie, du bist back. Wir mussten so lange warten, bis du hier bis du hier votest. Du hast dich gewotet, Bro. Nächstes Mal überspring einfach. Mann, ich muss kurz den Chat... Haben wir jetzt noch einen Verräter? Ich muss kurz den Chat einstellen. Leute, wir haben nur noch einen Verräter. Ey, an alle Geister, gell? Ich sag, es ist Mango. Ey, Leute, an alle Geister, ihr könnt auch,
Du glaubst Mango. Ich bin immer noch bei Melody, gell? Ich verfolge die jetzt. Melody, ich spuck dir gerade nach. Ich sag Mango, Bro. Melody ist Verräter, echt? Melody oder Mango? Einer von den beiden. Wenn es wirklich Melody ist, dann kann ich die einfach lesen an ihrer Art, wie sie sich benimmt. Ey, Leute, auch wenn ihr Geister seid, ihr müsst eure Task erledigen, sonst können wir nicht gewinnen. Wo ist Mango? Melody. Ey, Melody, wenn du wüsstest, in deinem Nacken sind 10 Geister. Mala, wenn die wüsste, die sieht es nicht. Ach, die sieht es nicht? Nein. Echt? Sieht die Geister nicht. Nein, wir sind ja tot, die sind Geister. Also sieht aber nicht so aus wie ein Verräter. Melody? Ja. Doch, weil die erledigt keine Aufgaben. Aber ich will auch nichts sagen. Guck jetzt, die Mala, vertrau mir, die tötet jetzt. Vertrau. Vertrau, irgendwas passiert. Leute sagen grau. Leute, hört nicht auf mich, gell, weil ich weiß es ja nicht. Ich rate hier nur. Leute sagen grau. Ist nicht grau Melody? Ja, das ist doch Melody. Melody, bist du grau? Ah, nee, Lissy. Hä, Lissy ist doch grau. Lissy ist doch tot. Ey, Leute, wir müssen das gewinnen. Ihr müsst eure Aufgaben erledigen. Ich höre, Leute, ich bin's, obwohl ich schon tot bin. Mona, du kannst sehen, ob sie es ist, wenn du auf Spuken gehst. Ach, echt? Ah. Aber das ist doch dann voll scheiße. Dann könnt ihr es doch sehen. Mausi, ich bin nicht. Das ist so sass. Das ist so sass. Mausi. Das ist so sass, Digga. Melody, das sagen wir hier nicht im Chat. Melody, das hat dich nur sasser gemacht. Sehr fatal, Bruder. Mausis zu sagen. Es ist russig. Wer ist russig? Ach, der grau. Ja, Leute, dann wird grau. Luna, hier, wir haben 4 Mods und hier sind noch 15 Leute drin gewesen. Also spiel nicht nur die Mods. Leute, dann wird für grau. Dieser russig. Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Yay, wir haben gewonnen! Ey, hey, voll gut! Motherfucker. Motherfucker. Aber Leute, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir gemeinsam spielen. Wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf. Willst du öffentlich spielen? Also mit Fremden? Ja. Online meine ich. Sollen wir lieber online? Weil jetzt habt ihr auch abgestimmt. Komm, mach online diesmal. Aber das Ding ist, wenn ich hier reingehe, können die halt nachkommen. Echt? Ja. Dann macht das groß. Ja, genau. Problem gelöst. Bist du jetzt online? Ja, Leute, wir sollen jetzt mal online versuchen. Ja, komm, was passiert schon? Nur eine Runde, dann schauen wir, okay? Melody nennt uns immer Mausis. Okay. Okay, Melody, du bist eine Ausnahme, du darfst. Was? Ja. Sinem, ich muss nicht die Zeit ändern, weil ich bin jetzt nicht mehr der Host. Okay. Okay, Horna spielt jetzt online. Also das ist nicht mehr mein Raum. Ich habe jetzt nichts mehr. Oh, hier läuft es aber schon. Ja, wir haben nicht Mario Party auf der Switch, oder? Wir haben das eigentlich. Echt? Aber, also ja, also Akron und so. Phaeton hat das. Phaeton? Ja. Haben wir es hier. Aber wir haben das nicht, weil der hat irgendeinem Freund ausgeliehen. Der weiß nicht mehr welchem. Natürlich. Phaeton verleiht immer seine Spiele jedem. Also leiht sie mal aus, meine ich. Verleiht. Verleiht. Der verleiht denen die Kraft, Leute. Und die bringen die nie zurück? Ich wusste, einer von euch kommt rein. Ich wusste, ich hätte den Code noch nicht zeigen dürfen. Na, ihr seid schlau. Ich schreibe mal Start. Wisst ihr, was stressig ist? Ich muss jetzt die ganze Zeit schreiben, weil davor konnte ich reden. Jetzt muss ich die ganze Zeit schreiben. Und hab ich gefunden. Walla, 2 Stück sind reingekommen. Ich hätte warten sollen. Bis das Spiel startet. Ey, Emir ist auch, ey, Walla. Wie viele von euch sind denn drin? Okay, Leute. Komm, 3 ist okay, 3 ist okay. Bitte, ich bin 3 Verräter. 3 ist wirklich okay. Bitte, ich bin Verräter. Nein, langweilig. Ich will auch mal töten. Ingenieur? Ah, ich kann die Schächte benutzen, oder? Yeah, Anna. Oder ist das nicht so? Ja, ich kann durch die Schächte gehen. Geh.
crazy shit. Okay, ey, geil, Leute. Ich will nicht direkt sterben. Ich sollte mir Verbündete suchen. Boah, Elektrik ist immer so wie so ein Mordding, Leute. Guck mal, keiner macht hier Licht an. Nein, warum macht der nicht Licht an, der Rote? Ah. Das kann ja gut enden, ich glaube auch. Boah, schon zwei Tote. Boah, die sind schnell. Boah, Leute, das sind voll die Profis, oder? Weil die haben auch hier voll die Banner und die Sachen und was weiß ich. Ich schreibe mal wo. Das Ding ist, wenn ich... Also, mit Schreiben ist voll stressig. Und ich bleib bei dir, Leute. In Waffen? Ja, votet mich. Dieser Luke hat schon aufgegeben, Digga. Keiner ja. Lukas, so richtig pick me. Bruder, ja, votet mich. Bruder. Luca nimmt zu ernst. Ja, ey, weißt du was? Wenn er es sagt, hat er, dann voten wir ihn. Der wollte, oder? Der wollte auch sterben. Ja, dann Chat votet einfach Luca. Ja, er wollte so, dann macht's auch so. Kennst du die Leute? Dann votet einfach mich, ich opfer mich. Votet einfach für mich. Votet doch einfach für mich, Mann. Ich opfer mich fürs Team, das gehört dazu. Dann votet ihn auch. Raus damit. Immer dieser Luca, aber Luca hat Gedanken, Leute. Rip. Rip. Raus mit Luca. Raus mit Luca. Raus mit Luca, Luca, bye, bye. Luca, ey, warum wartet ihr nicht? Ey, Walla, jetzt ist der noch drinne. Ey, wir brauchen keine Pick-Me's im Team. Wir brauchen Männer. Keiner raus. Oh. Hey, wieso ist er nicht raus? Weil es haben mehr Leute geskippt, als ihn gewartet. Ach so. Oh, sorry. Ich wollte einfach damit gerade laufen, Leute. Ich laufe hier. Someone to rely to. Me, I guess I was sure to cry on. Hey Leute, soll ich die Leute mal verwirren und einfach durch die Schächte gehen? Aber dann denkt er ja, ich bin ein Ding. Guck, ey, Viola. Guck mal, ich kann. Viola, guck mal. Warte, da hier. Ja, guck mal, was ich kann. Oh, warte doch, ich hab noch nicht gezeigt. Luca. Oh, er war der wirklich nicht. Der wollte sterben. Jemand hat ihn umgebracht. Oh mein Gott, Luca war kein Pick-Me. Luca has been killed. Leute, Luca wurde getötet. Ach du Scheiße, Bro. Und wir haben alle gesagt, er ist es. Nein, ich habe nicht gesagt, dass er es ist. Ich habe gesagt, er ist Pick Me. Es war klar, dass er es nicht ist. Er hat selbst gesagt, er ist es. Ey, Viola, wir bleiben zusammen, ja? Falls du auch durch Schächte springen kannst, sag mir Bescheid. Emir, du gehörst auch zu uns. Komm zu uns. Was für der Arme. Komm mal zu uns, Emir. Wir sind Admin. Wir gehen Admin. Ey, wer war noch von mir hier drin? Guck gerade euren Stream. Gell, Lara fragt, können Mörder andere Mörder töten? Nein. Nicht? Die sind ja ein Team. Also war Luca wirklich nicht. Emir und Viola. Und wer war noch bei mir, Leute? Samina. Genau. Der ist Semina. Semina oder Samina. Ey, Viola, sei mal ehrlich. Bist du Dings? Weil ich beschütze dich dann, okay? Wir arbeiten im Team. Mona, ich bin auch von dir, ey, warum sind hier so viele? Ey, warte, die voten mich gleich alle, weil ihr meinen Namen reinschreibt. Ah, scheiße, hier eh Hersom. Hersom. Sehr gut. Ey, Leute, ich kann, komm, ich zeig euch mal, wie ich ein Schicht... Kommt, Leute, alle von mir, kommt mal Admin. Kommt mal Admin. Steh mal hier vor. Oh mein Gott, ey, sei mal ehrlich, bist du, ey. Viola, bist du, sei mal ehrlich. Oh, noch einer. Sind das Mörder? Also sind das Verräter? Was, ich bin das? Ich bin so, Pink. Sorry. Ey, warte mal, ganz kurz. Viola und der Rote, ey, seid ihr beide? Seid ihr? Tötet und Emir? Nein, nicht Emir, der Rote. Oh, Emir kann auch noch kennen, ja, das ist schlecht. Das ist alles Verräter. Ey, warte mal, ist mein ganzer Team Verräter? Nein, seid ihr alle, seid ihr... Oh, nein, das sind alles wir Verräter. Können alle durch Schächte gehen.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä, Samina, du kannst auch? Ist das normal? Warum kann das jeder? Ja, vielleicht kann das einfach jeder. Die sind alle verrückt. Ey, komm, wir gehen zusammen, Leute. Lass mal... ich gehe... Honna, die bringen dich um. Geh weg. Du Nein, die bringen mich nicht um. Du bist umzingelt von Verrätern. Renn. Nein, Bruder, die bringen mich nicht um. Bruder, ihr geht da diesen verfickten Ding da rein, raus, Ey, ihr seid so blöd. Ich verrate euch jetzt. Samina, ich verrate dich, dein Spaß. Ey, Leute, kommt mit mir. Bleibt chillt einfach mit mir. Schreib jetzt in den Chat, wer alles ist, Honna. Verrat die alle. Tutti. Tu es. Alle Verräter außer Honna, Walla, Leute. Ich hab die gleiche... Ich kann dasselbe wie dir, aber... Ich bin kein Verräter. Emir. Jeder kann das. Hä? Echt? Risky Gold Dad. Kann das jeder? Wer ist Torna? Schreib mal hin, der King. Wer bist du am Nacken? Bist du? The Queen! Leute, ihr seid so blöd. Wer bist du? Mal gucken, wie er reagiert. Also, Lan, wo war Leiche? Ich sag, rede nicht. Finde lieber Imposter. Rede nicht und finde lieber Imposter, ja? Ich weiß immer noch nicht. Ach, Leute, dieser Batschi, komm, wir wollten den, der nervt. Ach, komm, raus mit dem. The Queen of JT Family. Das ist so blöd. The Queen and King. Tut die so rennen. Tu es. Batschi raus. Batschi, Batsch, Batsch, Batsch. Drei Backpfeifen, sag ich noch. Nerv nicht. Ich sag, voted Batschi. Spiel, okay? Oh nein, der Arme, er wollte einfach ein Spiel. Er war ein Verräter! Wisst ihr, ey, Leute, der hat auch falsche Aura. Merkt ihr? Leute, die uns nicht kennen, die sind falsch. Chillt nicht. Batschi, Digga. Batschi, bist du Verräter und fragst doch, wer Horner ist. Ey, Leute, kommt mal nochmal kurz Admin. Kommt mal kurz Admin. Okay. Fiola, wenn du Imposter bist, dann lauf hoch, runter. Wenn nicht, dann lauf links, rechts. Bist du ja, nein oder links, rechts? Du bist nicht, warum kannst du dann da durchgehen? Samina, bist du? Ja, nein oder... Was? Ja heißt so, ja, wie nicken und nein heißt nein. Wie Kopfschütteln. Samina, nein. Jetzt mach's nicht spannend. Oder ja. Ah, nein, okay. Hä, warum könnt ihr durch Hechte? Ich dachte, das wäre was Aber Besonderes. Aber die Chat haben gesagt, dass ihr alles Ingenieure seid. Was? Kann ich sein? Ja, so many Pennywise. Hi, Penny. Pennywise, please walk to right Penny. And left. Or Penny, up and down. If you are an imposter, then love like that. He walk then like walk that. Up and down. Oh up no, and down. Oder. Ey Leute, ich muss noch meine Task machen, gell? Keiner repariert Licht, gell, ihr faulen Säcke. Ich mach's selber, Hadi. Oh, jetzt wird hier jemand getötet. Oh, ich dachte schon. Ey, damit wir das ganze Ding noch gewinnen, erledige ich kurz meinen Task. Oh, Mann. Du bist ein Special Honna, Walla. Schade, ich dachte. Ey, Leute, die vertrauen mir jetzt vielleicht, weil ich habe gesagt, voted Patio und es war sogar richtig. Vielleicht habe ich jetzt dein Vertrauen. Wer ist Nati? Ah, die hier. Es wurde halt echt jemand getötet. Ja, Leute, das ist immer das Hassen, so ein Haufen. Ey Leute, wollen wir Pennywise drücken? Weil ich glaube wirklich Pennywise und Emir, aber wir voten ja nicht für Emir. Dann gehen wir auf Pennywise, oder? Wo ist Emir im Chat? Weil Pennywise, also Emir hat gerade Pennywise verraten und Pennywise gibt zu, dass Emir auch ist. Also die zwei sind die letzten zwei. Emir ist, Leute, zu 1 Milliarde %. Aber egal, wir sagen nichts. Der Clown muss raus, Leute. Pennywise. Leute, die Pennywise heißen, denen darf man allgemein nicht vertrauen. Oh.
Pennywise raus. Oh. Sag mal, Emir. Du hast mich hier in die Verwirrung gebracht. Muss Elektrik. Ey Leute, ihr tötet zu schnell. Lass mich mal hier meine Task machen. Oh, Fiola, ich hab Angst. Ich hatte gerade voll Angst vor dir. Ich muss noch mal zu Lager. Es ist Nati, echt? Wer sagt das? Also wo ist der Beweis? Nein! Es war Emir! Ey, Emir, ich wusste es. Aber ich hab dich nicht verraten, siehst du? Hat er gelogen? Nein, nein. Aber ich wusste, du bist Imposter. Aber ich hab nichts gesagt. Siehst du? Er hat dich beschützt. Wie ein Bruder habe ich dich beschützt. Emir raus, ja. Mensch, Emir. Mensch. Leute, wollt ihr weiter Imposter spielen? Oh. Ja, Leute, nicht mehr lang, da wird Tutti 8. Tutti, ey, genau 15 Minuten nur noch. Kannst nicht rechnen. 18, ne? Ja, ich 18. muss ja noch Sachen vorbereiten. Was musst du vorbereiten? Ey, voll geil, dass Rossmann das hat, ne? Voll. Aber die sind, glaube ich, nicht so krass. Was laberst du? Die sind richtig krass. Wollen wir eins jetzt machen? Nein. Komm schon. Ich kann ja machen. Weißt du, wie das geht? Pow! Ja. Guck mal, welche, die zeigen extra ja, hier. In die Richtung. Ja, gib mal kurz. So. Wer hat das erfunden? Pow! Oder von Gesicht und Körper fernhalten. Okay? Nicht auf nicht Menschen so aufmachen, und Tiere ziehen. Nicht so aufmachen. Wer macht auf Tiere? Chef Obelumi. Renn! Renn, Pussy, renn! Leute, ganz kurz. Digga. Soll ich jetzt weiter, also soll ich ein Ding spielen? Privat? Also soll ich öffnen, was? Soll ich mit euch, ohne euch? Sag mit oder ohne in den Chat, mit oder ohne. Wieso bringen Influencer nicht sowas raus? Mit deren Gesicht drauf. Guck mal, du kannst die hier so schon rausziehen, warte. Aua. Aber der muss da drinnen sein, Bruder. Okay. Darf nicht kaputt gehen, ich hab's einmal aus den kaputt gemacht, dann hat's nicht mehr gepoppt. Was schreiben die alle rein? Mit oder ohne? Ich lese mehr ohne. Was heißt ohne? Ohne die. Wow. Okay, dann machen wir noch eine Runde ohne. Aber jetzt wirklich ohne. Mit uns, ohne uns. Okay, Leute, ihr könnt auch abstimmen. Hade, so wird auch. Oben, Leute, steht, was machen wir? Das ist so ein Pfeil nach unten. Klickt da drauf, dann könnt ihr abstimmen. Ja, ohne uns gewinnt. Ohne uns macht auch viel mehr Sinn, Leute. Halt, dann gehe ich jetzt in eins rein. Oh ne, hier dauert zu lang. Ich gehe nochmal raus, zurück zum Spiel. Spiel verlassen. Leute, wie kann ich meinen Namen ändern? Ganz kurz, das bockt ja gar nicht. Wie kann ich den ändern? Ja, mach mal Horner. Zeitcode nicht. Ey, alle freuen sich total. Ja, ich seh's. Nach 16 Minuten, Pussy, yo! Leute, wie kann ich meinen Namen ändern? Der nervt, ich heiß nicht so. Okay, Leute, was bin ich? Ja, ich bin weiter! Ja! Finally! Boah, Leute, ich werde töten! Guck mir jetzt zu. Ich mach unauffällig, okay? Ich mach auf unauffällig. Horner, du darfst nicht. Ich mach auf unauffällig. Ich kann schon mal killen. Gefunden werden. Okay, du musst wirklich jetzt aufpassen. Ich kann schon mal killen.
Ich weiß nicht mehr, wer noch mit mir ist. Wer ist nochmal mit mir? Ey, Leute, verratet mich nicht. Walla verratet mich nicht. Warum seid ihr hier drin? Yeah, ey, Walla, ihr seid so viele. Alex, Pocket, Araberin, was seid ihr für Leute, Bro? Ey, Leute, verratet mich nicht und verratet auch nicht. Ey, Walla, wie viele sind hier drin? Woher wisst ihr das? Verratet doch nicht. Die wissen nicht meinen Namen. Die schreiben Hona rein, aber ich heiße ja nicht Hona. Stimmt, schreib auch Hona rein. Schreib auch Hona rein. Die sagen, Leute, verratet nicht, weil ich bin nie im Post. Sag, ich bin nie... sag auch Hona, schnell. Nein, ich sag, die gehen auf dunkelgrün. Ich sag gar nichts, Mann. Oh. Ey, Leute, lass mal auf Alex gehen. Der hat mich auch gekillt. Alex. Ey, ich stimme für diesen Alex, gell? Weil, Bruder, der wird mich verraten. Ich sehe das. Der hat mich auch schon mal, der hat mich schon einmal schon getötet. Ey, Hona, sorry. Nix sorry. Nix sorry, Alex. Nix sorry. Siehst du? Aua, das sind meine Leute. Siehst du? Die voten dich. Jetzt bist du raus, Alex. Jetzt ist es fair. Warte, jetzt sind wir quitt. Jetzt ist fair, Alex. Du hast mich getötet. Ich hab dich töten lassen. Jetzt ist fair. Jetzt ist fair. Okay, Leute. Ich glaube, ich töte einfach, oder? Auf gut Glück. Auf ohne viel reden. Leute, ich hab getötet. Mach unauffällig, es war gerade so auffällig, Leute. Wir müssen jetzt sagen, es war Ilza. Ilza. Wir müssen auf Ilza gehen, weil nur sie hat mich gesehen, Leute. Nur sie hat mich gesehen. Wir müssen auf Ilza. Sorry, Ilza. Sorry, Ilza. Das war zu auffällig von mir. Ich glaube, ich töte einfach jeden und alles und dann sage ich immer, jemand anderes war. Ey Leute, die Leute gehen einfach mit mir. Ich töte so schlecht. Die sagen, ja Mann, du warst nicht. Da war ich auch noch. Na geil. Also Ilza ist albanisch. So spricht man im Albanischen aus. Tutucci Speck. Oh Leute, die hat gleich Geburtstag. Oh nein, ich muss noch für Ilza voten. Sorry, Ilza. Oder Ilza. Oder Ilsa. Nee, Leute, auffällig ist, glaube ich, witziger. Komm, ich mach auffällig, oder? Auffällig witziger zu töten. Komm, ich kill hier vor jedem. Und ihr müsst meinen Rücken bewahren. Aber ich darf nicht meine eigenen Leute... Ah, Edis, du bist bei mir, ne? Araberin ist auch bei mir. Und? Wer noch? Ey, ich töte hier den Braun. Aber dann müsst ihr alle wegrennen. Oder hier, Dilosch. Ey, Araberin, nicht so nah an mich, weil am Ende töte ich dich aus Versehen. Araberin, renn weg! Was machst du? Ich will mehr töten. Ich hab nie die Chance sonst. Wo sind die? Oh, fuck! Bin ja schon weg. Aliva. Nee, Alia heißt die. Alia. Na komm, keine Ahnung. Warte, ich bin der einzige Poster noch? Nein! Ich hoffe, die finden dich nicht. Tutti, der und der. Zwei von denen sind in meinem Team. Die darf ich nicht töten, die zwei. Die anderen drei schon. Ich gehe auch mit Alia. Ah, nee, warte. Wenn Alia raus ist, haben wir doch gewonnen, oder? Ey, nur noch 10 Minuten? Hannah, du bist so süß. Das ist so funny. Ja, easy. Edis, siehst du?
Mona gewinnt für Viola von letzter Runde. Ja, man, sowieso. Ich gewinne für euch, Leute. Schuld hin. Oh, sie war keiner. Nein, wer war es wohl? Man weiß es nicht. Ich war's. Ey, Leute, geht mal weg. Ich töte den Braun. Geht weg, sonst treffe ich euch. Kommt mir hinterher. Also guckt zu, aber lasst euch nicht treffen. Oh, der schutschelt. Der so fucking schutschelt. Ich jag den. Ey, Leute, kommt her. Ich reporte ihn. Ich komm her. Leute, wir stellen uns jetzt um seine Leiche. Kommt hier runter bei Lager. Leute, kommt runter bei Lager. Kommt. Nicht reporten. Komm, wir stellen uns da rum. Wir halten ein Ständchen für ihn. Warum gibt es so viele Melissas hier? Gute Frage. Ey, Leute, wir sagen jetzt, er war ein treuer Ding. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt, Leute. Er wusste nicht, dass wir drei ein Team sind. Wisst ihr? Er wusste, Spaß, ich kill euch auch. Ich hab den auch gekillt, diesen Edis. Vertraut keinem! Vertraut keinem! Ich heiße Verräter nicht ohne Grund! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mir egal! Mir egal! Ich hab gewonnen! Oh mein Gott! Hast du nicht gemacht? Dieser Kopf! Ich stell dir. Sorry, Edis! Weil Edis war ein treuer Typ. Vertraut keinem! Oh Mann! Oh nein. Vertraut niemanden. Vertraut niemanden. Bei Imposter-Leute vertraut niemanden. Ach du Scheiße, Bro. Was sagt der Chat? Ich sag sorry, musste. Boah, geh weg. Sag sorry, musste, ja? Ja. Einer musste sterben. Entweder ich oder er. Entweder ich oder er. Okay, nee. Leute. Oh nein, du wurdest gesperrt aus dem Raum. Die haben mich gekickt. Nein, Bruder. Die haben mich gekickt. Mach mal klein. Die sehen das auch gar nicht. Ach so, sorry, ihr seht es gar nicht. Du wurdest für diesen Raum gesperrt. Leute, die haben sie gesperrt. Diesen Raum kannst du nicht mehr betreten. Boah, Bruder, das würde ich persönlich nicht. Aber weißt du, wie oft mir das schon passiert ist? Warum? Ich weiß nicht, aber ist mir schon oft passiert. Echt jetzt? Ey Leute, nur noch 8 Minuten, lass mal in der Zeit einfach talken, oder? Oder Tutti, warum spielst du eigentlich nicht? Willst du mal spielen? Können wir Mario Kart spielen? Ja. Ah, dann komm ich mit Mario. Aber wir können ja nicht alle spielen. Haben wir Mario Kart hier drin, ne? Wer will das denn auch? Das ist Mario 3D. Muss mir mal eine neue Uhr kaufen. Ich wollte dir nur eine neue Uhr kaufen. Echt? Ja. Ich wollte erst mal von Michael Kors. Aber du hast gesagt, nein! 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 Ja! Oh. Nein! Sorry. Hä, beenden? Ah, jetzt. Yay! Weil Mario Kart spielen wir so selten. Komm. Ja, komm mal rein, ja? Mario Kart. Oh mein Gott, hat die noch 7? Okay, let's go. Aber. Wo ist mein Handy? Leute, Tutti hat in 7 Minuten Geburtstag und wir machen es live zusammen. Wir singen für sie ein Ständchen, ja? Und wir haben uns auch so Popper geholt. Und ich habe noch so einen kleinen Kuchen mit einer Kerze. Den muss Tutti auch auspusten, ist eine Tradition. Freust du dich? Das weiß ich schon. Kommt alles rein, Leute. Kommt rein. Wir sind live. Kommt rein. Wir feiern zusammen. Dann schreibt ihr alle Happy Birthday in den Live-Chat. Aber jetzt weiß ich schon alles. Du weißt es doch schon so. Nein, nein. Das mit dem Törtchen und der Kerze. Was? Das machen wir jedes Jahr. Das haben wir jedes Jahr, Bruder, das ist keine Überraschung. Boah, ich bin so müde, ne? Haben wir noch Zeit für Mario Kart? Ich glaube nicht. Oh. Wir spielen eine Runde, ist kein Problem. Okay. Baby, ich könnte trotzdem spielen, das ist ein Problem, Sestra. Ich hab Bock. Digga, Chat, was nervt dir? Sagen, Tutti hat keinen Bock, haha. Ja, ich bin einfach nur müde, Bro. Ich hab doch schon gesagt, dass ich heute zweimal geweint hab. Habt ihr mir vorhin zugehört? Boah, Leute, ich krieg's gerade nicht raus. Eine Sekunde. Der Tag hat mich mitgenommen. Oh nein. Ich mach da keinen Spaß, wenn ich das erzähle. Und ich weine nicht schon wieder. Ich hab gerade gegähnt. Ey, mit diesen Dingern ist ja mal richtig geil, ne? Ey, Leute, guck mal. Sweet, yeah. Wir haben so diese Dinger dran. Oh, dann frisse raus. Oh. So. Okay, let's go. Let's go.
Warum höre ich nichts? Geh mal weg. Boah, Leute, kommt alle rein. Kommt alle rein. Jetzt müsste ich eigentlich gewinnen. Ja, aber ich mache nicht so dieses Kindische. Gewinn oder gewinne ich, Bruder? Das. Du lässt dich das nicht gewinnen, oder was? Lara, ich hab nicht geweint. Ich hab gegähnt. Chat ist so süß. Guck, die schreiben die ganze Zeit rein. 4 Minuten, 3 Minuten. Ja, Chat ist richtig süß. Ich brauche halt gar nicht mehr auf die Uhr gucken, Digga. Ich schreib's schon die ganze Zeit rein. Hä, warum geht das nicht, Leute? Ich finde das so krass, wenn Leute sich auf meinen Geburtstag so hypen, weißt du, so freuen. Warum hören wir nichts? Aber mit Ton bockt mehr. Warte mal, hast du nicht vorhin sowas gedrückt? Mit Kopfhörern und so? Ich muss kurz gucken. Aber das ist bei Kopfhörern, das ist immer so bei Mario Kart, ich weiß nicht. Das habe ich noch mal immer gemacht. Auf Eigenschaften und danach bin ich auf. Machen wir Monitor aus. Geht ja, nicht. Egal, jetzt eh zu spät. Nee, komm, ich spiele jetzt eine Runde. Nee, Bro, schaff mir nicht in der Zeit. Mhm. Mach's danach. Oh. Leute, dann machen wir es nach 0 Uhr. Dann machen wir es nach 0 Uhr. Okay, ich suche schon mal eine Musik aus. Und zwar Happy Birthday. Gucken wir mal. Ihr votet jetzt, welche Musik. Soll ich den Chat hier lassen oder dahin machen? Lieber ja, hier. Achso, ja, das kannst du auch machen. Soll ich sagen, Frau Welt? Okay, ihr sagt welche, ja? Ist gut. Hier von Daphina. Happy Birthday. Ja, das ist unseres, gell? Happy birthday. Das hier, wir haben noch das hier. Nee. Happy Birthday. Happy Birthday. Digga, wo ist hier die Partymusik, ja? Wir nehmen Daphina. Ich stelle sie neben, aber ich mach's nicht so laut. Ey, Leute. Chat, wir werden jetzt zusammen in meinen Geburtstag reinfeiern. Wie krass ist das? Letztes Jahr haben wir zusammen in London zusammen reingefeiert. Jetzt, noch eine Minute, Corner feiern wir mit unseren Leuten zusammen rein. Ich finde das gerade so besonders. Und egal, wer anruft, ich werde erstmal mit euch reinfeiern. Das habe ich versprochen. Wir feiern jetzt zusammen rein. Mein Gott, hat die nur noch 30 Sekunden. Ne? Oh mein Gott, ich mache den Song an. Ich mache es so laut. Okay, warte, nein, warte. Lass es erstmal da liegen. Komm, wir nehmen das hier. Aber noch nicht. Warte noch mal, Daphina. Zeig mal. Ah, jetzt, okay, hallo. Nein, warte noch nicht, Tutti. Das sind noch 15 Sekunden. Okay, ich steh auf, komm. Warum steht sie scheiße aus? Nein, Doyle ruft an. Doyle, lass mal. Oh nein, das ist. Jetzt, Tutti. Warte. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Scheiße!
manche Leute. Warte. Yay! Yeah! Ah! Ah! Ruf mich auf Insta an! Warte auf mich anzurufen! Alles gut, Tutti. Danke, Leute! Alles Gute, Tutti. Ey, diese Musik können wir echt, die können wir jetzt, die können wir abbrechen. Ey, warte, ich mach bei meinem Ding. Ah, ich hab auch dein Insta. Nein, die rufen dich ja auch an. Nein, ich hab auch dein Instagram, deswegen. Ach so. Warum hast du überhaupt diese Funktion? Das ist der größte Bullshit. Ey, Digga, das ist ja richtig süß. Ja, weißt du was? Ich wollte schon immer so boom machen. Aber Doi ruft mich auch an. Ja, Doi, rufst du später zurück. Boah, Digga, guck mal. Rina, Mina, Lina. Mach mal dein Ding aus, genau. Ich ruf dich gleich an. Oh, Digga! Ich hör das gar nicht. Das läuft im Hintergrund, Leute. Hey, der Tutti, mach Handy aus. So, hier. Alle schreiben dir, Tutti. Oh, Leute, danke. Karl, neu verschenken. Danke, Karl. Karl, danke. Für Tuttis Geburtstag, Leute. Danke für neu verschenkte, Karl. Danke, Leute, Leute, reicht, Leute, danke, Happy danke. Happy Birthday schon für dich. Danke, Leute, danke. Ey, ich will noch mehr davon, Digga, das hat ja übel Spaß gemacht. Echt viel Spaß gemacht, gell? Komm, wir probieren mal den Kuchen. Andere Seite weiß ich für Glück. Mmh. Boah, lecker. Wo ist der? Geklaut. Ich schaue auch weiter 100 Jahre zu sehen. Nein, aber... Ach, die Musik ist jetzt aus meinen Ohren. Wo ist meine Musik hin? Bin ich runtergefallen? Boah, unser Boden ist voll, Leute! Boah, unser Boden ist echt voll. Du hast es nicht aufbekommen! Weil ich habe in die falsche Richtung, Amateur! Aber das ist auch authentisch, Bruder. Das ist auch authentisch. Hätte ich direkt hinbekommen, Bruder, das wäre nicht wir. Leute, meine Mom ruft gerade an. Doi ruft gerade an. Ich muss jetzt alle gleich zurück anrufen. Ey, die armen Nachbarn. Nee, die wissen schon Bescheid. Ich habe denen schon Bescheid gesagt. Leute, ganz kurz. Ich will noch sagen. Erstens, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr alle hier im Chat seid, okay? Und dass wir zusammen reinfallen durften. Wir hatten auch einen richtig coolen Stream. Wir hatten ja auf ein Video reagiert zu meinem Geburtstag von unseren Mods. Das war so witzig. Das hat nochmal so ein bisschen so die Highlights gezeigt von den letzten paar Jahren. Wir haben uns den Arsch abgelacht. Ich bin einfach so dankbar. Guck mal, ihr habt euch die Zeit genommen, ihr seid hier drin, wir feiern jetzt zusammen rein. Ich hoffe, wir werden noch viele, 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 wenn ich sage viele, viele Jahre miteinander verbringen, Leute. Wir haben wirklich eine coole Zeit, ihr seid immer für uns da, das muss man sich erstmal vorstellen, weißt du? Ja. Egal wie, wo, was, ob das ich mal stimmt. Hier was zu sagen habe oder da, Leute sind da und beleidigen mich jedes Mal. Ich bin so dankbar dafür. Vielen Dank, Leute, auch an alle, die gerade reinschreiben, die gerade mit uns reingefeiert haben. Ich küsse euer Herz. Die mitgefiebert haben. Zeig mal hier, wie das aussah. Alter, ich will das da ganz kurz sehen. Süß. Tutti wurde bombardiert, Leute. Geil. Danke, Leute, danke. Danke. Das ist wirklich, das ist so süß. Die erste Minute fangen die so an. Zeig mal. Also warum geht das nicht auf? Auf einmal schmeckt falsche Richtung, ich drehe an. Ich wollte gerade sagen, guck mal, hier steht sogar drauf, Leute, in welche Richtung man das machen muss. Ach, das war doch klar. Ich habe sogar extra davor geübt, ich so die Richtung. Die. Aber ich, warum habe ich es in die falsche gemacht? Ich weiß nicht. Obwohl, ich glaube, ich habe nicht in die falsche. Es hat einfach nicht funktioniert. Na, ja, funktioniert, Arzt, ne? Du warst einfach mal wieder zu blöd dafür. Ach. Da sind noch ein bisschen was drin. Leute, ich sehe eure Nachrichten. Ihr schreibt auch richtig lange Texte rein. Danke. Alles Gute zum Geburtstag. Verfolge euch schon sehr lange, Tutti. Ich mag dich sehr. Mag dich sehr. In jedem Video hast du mich zum Lachen gebracht mit deinen Witzen oder einfach mit deiner Dummheit. Sehr gut. Schön, schön, schön. Solange ihr lachen könnt. Geil, Leute. Nächstes Live sagt ihr habt wieder eine Verwarnung. Ich glaube auch. RDI. Danke für deinen zweiten. Dankeschön. Vielen Dank, Leute.
Aido, danke auch für deinen süßen Text. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Freude, Gesundheit und Zufriedenheit. Danke, ich hoffe, Leute, dass alle deine Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Danke. Ah, Leute, wir werden jetzt erstmal morgen, wir vloggen das alles ein bisschen mit. Ja. Wir feiern aber nicht morgen, sondern wir feiern übermorgen. Höchstwahrscheinlich. Ja. Wir nehmen euch da mit, da kommt ein Vlog auf YouTube online. Karl, danke für 450 Bits. Danke, Karl. Danke, Karl. Ey, geil. Leute, das war wirklich ein geiler Stream. Das war echt ein geiler Stream heute. Das hat so viel Spaß gemacht. Der Kuchen ist lecker. Chat ist am Start. Kuchen ist lecker. Chat ist lecker. Geil, Leute. Leute, ich sehe eure Nachrichten. Ihr seid so süß. Danke. Maurice, danke für 5 Verschenke. Danke, Maurice. Wir werden jetzt auch noch warten, bis die anderen Geschenke ankommen von euch. Und dann öffnen wir die. Danke, Maurice. Jetzt geht schön feiern. Um ehrlich zu sein, wisst ihr, was wir jetzt machen? Horner muss jetzt hier noch was schneiden. Dann muss ich noch ein bisschen Papierkram machen, während Horner schneidet. Dann gehen wir nach Hause, schminken uns ab, essen Abendessen und dann schneiden wir die Reaction. Ja. Und dann morgen früh bereiten wir alles für Silvester vor. Ja. Wir werden Gastgeber sein. Das heißt, wir müssen morgen kommt eigentlich Besuch, oder? Ja. Morgen kommt, glaube ich, noch Besuch. Aber wir feiern da nicht so wirklich das Geburtstag, sondern wir machen uns einfach eine schöne Zeit, chillen alle zusammen so. Und am 31. feiern wir dann richtig. Oh, Leute. Ey, ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß. Ich hoffe auch, ihr hattet Spaß. Ihr seid wirklich die Besten. Was wolltest du sagen? Ich hoffe nur, ihr hattet Spaß, Leute. Und danke, dass ihr alle da wart, um mit Tutti reinfeiern zu können. Tutti endlich volljährig, Leute. Endlich. Jetzt kann sie nach Hause fahren. Alisa, wir machen die Geschenke von euch an mich, die machen wir so im nächsten Jahr auf. Ist so komisch, das zu sagen, ne? Das ist krass, ja, jetzt ruft die Family zurück. Ja, ich rufe die jetzt gleich zurück. Ja, einfach jetzt die ganze, das Jahr ist einfach um, gell? Das ist crazy, oder? Oh, das ist crazy. Das ist crazy, oder? Scheiße, Mann. Leute, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr. Oh, obwohl, ich glaube, wir sehen uns ja gar nicht mehr davor. Wir sehen uns erst danach. Deswegen wir sehen uns noch danach. Aber Leute, in der Insta-Story, wir sehen uns ja. Ja, wir sehen uns in der Insta-Story. Aber ich sag jetzt schon mal, Leute, schönen Rutsch, guten Rutsch. Ja. Für euch und eure Familien. Ich würde sagen, wir gehen jetzt off, oder? Ja, wir gehen off. Danke an alle, die drinnen waren, um mit uns reinzufeiern. Ja. Ich hoffe, ihr abonniert hier alle schön fleißig rein. Dann sind wir öfters zusammen live. Dann können wir uns Videos zusammen anschauen und was weiß ich. Die Zeit genießen. Genau, gute Nacht von Melody, Leute. Wenn das reingeschickt wird, dann heißt es Feierabend. Guten Rutsch, ja. Guten Rutsch. Macht euch einen coolen Tag an Silvester mit der Family. Wichtig. Bleibt gesund und wir sehen uns dann nächstes Jahr eigentlich direkt wieder. Nächstes Jahr, ne? Danke an jeden, der hier drin war. Ihr seid die Besten. Ciao, Leute. We love you.